beim Game Talk Spezial. Wir reden über die Hype Games 2022. Er ist auch dabei. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Game Talk Spezial des Jahres 2022. Wunderschön. Kann man schon klatschen. Kann man schon klatschen. Kann man klatschen. Schon mal. Vielen Dank, Etienne, Simon, Gregor, dass ihr hier seid. So, also Elden Ring 25.02. Punkt. Macht's gut, Leute. Tschüss, tschüss, da war's. Das war Etienne Galé. Das war's. Schön, dass ihr hier wart. Schaut noch mal in den Supporters Club vorbei. Nein! Wir haben da noch jemanden hier. Schwer noch was in die Parkour. Ja, ey, wir reden über die Hype Games. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Und wir haben hier nicht nur Expertise, sondern wir haben auch jemand, der mit euch darüber draußen spricht. Na, das heißt nicht, dass er auch keine Expertise hat, sondern schauen wir doch mal hier in das geheime Fenster rein. Und das ist Michael Krogmann. Krogmeister. Krogmann. Hallo. Hallo. Hat natürlich auch hier geholfen. Ich grüße dich. Das ist ein echter, ne? Du darfst das auch gerade nicht mehr reingebaut. Ich gebe euch die Hand. Das sieht richtig nice aus. Hallo, Simon. Hey, hey. Hallo, hallo, Eddie. Hallo, Chat. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, danke, Wirt. Genau. Ja, macht erstmal euren Kram. Wir kommen gleich zu mir. Dann erzähl ich, was ich hier mache. Genau. Okay. Ja, genau. Ja. Wir reden heute über die Hype Games 2022. Spiele, den Chat irgendwie. Die haben auch Fragen. Die wollen auch ihr Feedback geben. Wir brauchen das Feedback vom Chat heute. Deswegen ist Krogi doch da. Ach, du bist der Chatmeister? Ja, ich bin nicht der Chat, aber ich bin der Community-Meister. Und ich habe, komm, jetzt sage ich doch kurz, was ich hier mache. Ja, mach doch. Ich habe mir überlegt, erstens, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich bin hier ein bisschen isoliert und mache so meinen Kram. Aber das kennt ihr ja. Dementsprechend habe ich mir gesagt, ich nehme meine digitalen Freunde, nämlich den Chat und die Community, habe einen Forum-Thread aufgemacht. Da könnt ihr nämlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute partizipieren und sagen, okay, ich möchte auch mal meinen Senf dazugeben zu diesen Hype-Games, die ihr besprechen wollt. Schreibt da gerne was rein. Ich weiß nicht, können wir da mal drauf gucken auf das Forum hier bei mir? Geht das? Ich weiß nicht genau, ob ihr das sehen könnt. Das weiß niemand. Das weiß niemand. Ich glaube, das geht, aber ach, sweet. Ja, siehst du, guck mal. Ja. Bei uns im Forum, da gibt's einen Thread. Schreibt da mal bitte rein. Und dann können wir an passender Stelle darauf mal zurückgreifen. Und dann seid ihr in der Sendung, Leute. Das ist doch einfach nur geil. Ich hab kurze Frage. Zudem, ja, bitte, Eddie. Ist das ein NFT? Das ist wahrscheinlich noch kein NFT, aber noch. Könnte es werden. Könnte es werden. Noch könnte nicht. Es werden. Ist noch Krogi ein NFT? Und ein, pass auf, eine Sache habe ich noch, eine wichtige, spitz die Öhrchen. Wir wollen ja heute auch eine Art Community-Ranking machen mit den Hype-Games 2022. Das bedeutet, ich greife jetzt mal vorweg, die Spiele, die wir heute durchgehen, die werden wir dann, während wir sie besprechen, von der Community auch hypen lassen. Also zum Beispiel Elden Ring. Wird es gehypt? Ja oder nein? Da könnt ihr voten, liebe Community. Dann werde ich das notieren und als eine Art Notar eine fachgerechte Hype-Liste am Ende der Sendung vorstellen. Wird es gehypt? Heißt ja quasi, also wo, du willst von den Leuten wissen, wollen sie es, ist es mega hoch angesagt bei ihnen oder eher nicht? Weil wird es gehypt, correct, ist ja sowas, wo man nicht unbedingt auch nur Einfluss drauf hat. Ich bedanke mich für die Klarstellung. Das ist genau das, was du sagst. Ich möchte die persönliche Meinung wissen, freuen sie sich drauf? Oder nicht, genau. Aber Krogi, okay, nur weil du, yes, was notierst, bist du ja noch kein Notar. Das, wow, ist richtig, aber solange das keiner überprüft, ist mir das scheißegal. Dann nehme ich es, akzeptiere ich. Ich akzeptiere das auch. Für, ja, mich reicht das auch. Ja, reicht das. Vollkommen in Ordnung. ja. Bevor wir darauf eingehen und loslegen, will ich noch mal kurz sagen, wir haben 25 Spiele rausgesucht. Spiele, die auch definitiv dieses Jahr erscheinen werden. Das ist der Videospielveteran, den ich Okay. Sagen wir es mal so. Wir haben, wollt ihr die alle besprechen? Wie lange wollt ihr denn? Ja, ja. Drei Stunden? Da siehst du oben gleich eine Uhr. Jeder, also wir werden alle Spiele so 3 bis 4 Minuten behandeln. Und in dieser Zeit kann dann die Community Worte gebockt und nicht. Simon und Gregor hier sitzen. 3 bis 4 Minuten. Ich weiß, deswegen haben wir die Uhr dort. Deswegen haben wir die Uhr dort, die das sagt. Wie lange wollen wir den Podcast machen? Eine Stunde, 2 oder 4? Deswegen, 2, 3 Minuten halt, stopp, pro Spiel. Leute. Jetzt wird nicht mehr gesprochen. Ey, wir wollen 4,5 Stunden Podcast aufgenommen, der auch nur eine Stunde gehen sollte. Also, worüber? Über alles. Okay. Über letztes Jahr. Letztes Jahr. Genau. Deswegen haben wir da eine Uhr, die dann noch sagt, ey, kommt, jetzt müssen wir Schluss machen, wir wollen gucken, was der Vote so sagt, und dann gehen wir direkt zum nächsten Spiel rüber. Und während die dann voten, können wir dann unseren Senf dazugeben. Wir können dann sagen, was wir dazu halten, denn unsere Meinung soll die nicht komplett manipulieren oder irgendwie ansprechen, sondern die sollen sofort voten, wenn sie sehen, okay, hier wird gewotet. Die sollen einfach nur wissen, was wir davon halten. Ja, okay. Ich würde sagen, die coolen Leute warten, bis ich was gesagt habe und lassen sich davon beeinflussen. Yo, man kann nichts dagegen machen. Bitte macht das nicht. Okay, seid ihr bereit, liebe Leute? Hab ich noch was vergessen, Krogi? Nee, hau raus. Ihr habt alles erklärt, lass uns starten, ich hab richtig Bock. Okay, ich komm mit einem Spiel, wo wahrscheinlich
viele Leute hier nichts zu sagen können, aber es kommt schon im Januar, es ist Pokémon Arceus, Pokémon Legenden Arceus. Damit fangt ihr an? Es ist das erste Spiel, was dieses Jahr erscheinen wird, eines der ersten großen Spiele. Weil die großen anderen Spiele, die dieses Jahr erscheinen, im Januar sind Ports, so wie Monster Hunter Rise, ist ein Port von der Switch. God Rainbow of War, Six Extraction. Uncharted. Rainbow Six Extraction, da sind alle gerade so ein bisschen. Im Game Pass. Nein, nein, ich wollte nur sagen, dass es auch rauskommt. Das, muss das nicht kommt, hier aber sag mal, stimmt. Ist es nicht dieses Pokémon aus der Hinsui Region. Ja, du kennst dich anscheinend sehr gut damit aus. Das ist doch das, wo man im Vorgänger noch also das von Sinnoh war das. Das ist ja die Vorgängerregion von ja. Sinnoh. Genau, sehen wir ja hier. Da sehen wir auch den Berg im Hintergrund. Da sieht man's ja, ja ihr kennt euch richtig gut damit aus. Also ihr seid richtige Pokémaniacs, würde ich sagen. Pokémaniacs? Ja. Pokémaniacs, geil. Ja. Ja. Hat so ein bisschen Anleihen von Breath of the Wild, das wenn man es zum ersten Mal gesehen hat. Die Pokémons. Es ist, wenn es jetzt kein anderes, wie ein anderes Pokémon-Spiel gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey Leute, packen wir nicht rein, weil die sind immer gleich. Aber hier ist das erste Pokémon-Spiel, was seit Jahren versucht, was anders zu machen. Oha. Weshalb ich man auch sagen kann, okay, da könnte man gehypt sein. Ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ich habe auch schon im Forum gelesen, einige Leute haben Bock drauf, weil es versucht, was anderes zu machen. Was denn? Ja, ja es ist eine genau. Open World. Und dass man, es gibt keine Random Encounter mehr. Das ist wie Breath of the Wild, nur mit Pokémon, ne? Das ist schon, aber es sieht nicht so schön aus. Es sieht nicht schön aus, es ist potthässlich. Die Framerate ist auch unter aller Sau. Aber es versucht halt, was Neues zu machen. Und das ist der Switch, was erwartest du, ne? Ja, das ist das es. Das heißt, ja. Also ich kann theoretisch von Anfang an überall hingehen und mir ein Mewtwo holen. Schau dir das an. Versuch's mal an. The Horizon. Also du kannst da rumlaufen, die Pokémon direkt fangen. Es gibt keine Encounter mehr. Es gibt die zwar, aber du kannst sie auch so direkt fangen. Und du kannst auch von einigen Pokémon direkt angegriffen werden. Das gab's ja früher auch nicht. Okay, das ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant. Ja, eine Frage. Kann ich von einem Pokémon noch Tollwut bekommen, wenn es mich beißt? Ich glaube, zu der Zeit wussten die noch nicht, was Tollwut war. Einem räudigen Kanimani oder so. Ja, zu dem Zeitpunkt wussten die, glaube ich, noch nicht, was Tollwut war. Ich sage angekommen. Hype ja, weil, was mich an den Pokémon-Spielen, auch an den neueren, ein bisschen nervt, ist immer diese gleiche Struktur und Aufmachung und immer, du fängst immer wieder so mit dem Gleichen. Das hat mich ja schon bei Zelda irgendwann genervt und so. Und jetzt hat man aber hier die Chance, mal eine andere Herangehensweise. Das ja, ist dann nochmal ein anderer Forschungsdrang, der da geweckt wird. Also ich sage ja zu Pokémon Legenden. Ich sag auch ja. Find's zwar sehr interessant, aber es ist halt wirklich derbe hässlich im Vergleich zu dem, was sonst rankommt. Also, ja. Die geben sich echt keine Mühe, oder, bei Pokémon? Die sind limitiert auf die Switch. Ich glaub, das gut. Ist genug Mühe, um immer noch Milliarden von Dollar damit zu machen. Milliarden. Ne? Ja. Immer so, was kann ich noch gerade so machen, was durchgeht? Es ist auch das erfolgreichste Media-Franchise. Ja, aber die machen nur das absolute Minimum. Yeah. Das nervt mich bei Pokémon. Genau, und das hat mich die letzten Jahre sehr genervt, weshalb ich dann jetzt sehe, ey, das ist was anderes. Weil man sieht hier ja. Die werden auch angegriffen, die Trainer, was vorher nicht da war. Also stimmt, das waren ja immer die Monster, die kämpfen. Genau, die immer gegeneinander gekämpft haben. Aber ich würde jetzt. Also, es sieht auf jeden Fall interessanter aus als selbst das Schwert und Schild, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, genau. Was das ja nochmal auf 3D gepackt hat. Ich komme da einfach nie mehr als über eine Stunde oder zwei Gameplay hinüber. Mhm. Und ich bin auch leicht gehypt, würde ich hier sagen, in der Richtung, weil es tatsächlich mal was anderes ist. Vielleicht. Ist das Pokémon-Spiel, was ich dann gerne spielen möchte? Nach Shin Megami Tensei weiß ich aber nicht, ob so ein Game dagegen ankommen kann. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also Shin Megami Tensei ist auch noch auf meiner Pile of Shame. Da wollt ihr auch noch mal reinschauen, gerade als jemand, der fast jedes Pokémon-Spiel dann irgendwann gespielt hat. Machen wir. Ja, aber das ist jetzt Pokémon Legenden. Das, was jetzt schon Ende Januar erscheinen wird, am 28.01. Und ich werde mal schauen, was die Community dazu sagt, weil ich glaube, jetzt hat jeder was dazu gesagt. Das sagen doch ja. Ja, aber nicht alle. Also ich würde mal sagen, es ist sehen wir Prozent? Wir sehen Prozente, glaube ich. Also ich glaube, es werden schon so 74. Ja. Ich sage so, ja. Ich sag 69. Meint ihr wirklich? Nice. Ich sag 76. Ich hätte jetzt 75 gesagt, aber ich habe wirklich keine Ahnung. War alle so nah dran? Was sagst du, Krogi? 60, komm, 60. 60? Okay. Nein, 60 kannst du nicht. Ja, dann checken wir nochmal. Die Community sagt, Krogi, wir brauchen einen 3-Minuten-Timer, weil wir jetzt schon wahrscheinlich zu lang sind. Mm. Ja, wir haben hier einen Timer, der läuft da schon. Ah, er ist jetzt zu Ende. Ja, der ist ja gerade zu Ende gegangen. Also, wir haben im Forum nur zwei Meldungen zu Pokémon. Nur zwei User im Forum finden das geil. Und die eine Meldung, das möchte ich euch mal kurz erzählen, die ist ganz schön, von Wovaba. Können wir den Bildschirm nochmal sehen? Sehr schön. Wovaba schreibt nämlich, bin zwar sehr skeptisch gegenüber den Änderungen, aber habe ein paar Gutscheine zu Weihnachten bekommen und dachte mir, hey, lüg dich nicht selber an, das kribbelt doch schon wieder ein bisschen, wenn du den Trailer schaust. Das ist doch eine schöne Aussage. Ich weiß nicht, was für Gutscheine es sind, aber mit Gutscheinen kann man sich das Spiel anscheinend gönnen. Das ist ein gutes Feedback zu dem Spiel. Das Spiel auch nicht schlecht. keine Ahnung.
Ja, also, haben wir ein Ergebnis? Also haben wir ein Ergebnis, liebe Regie? Sehen wir überhaupt das? Wir lassen es. Wir lassen es vermitteln. Vielleicht muss es ja noch ein bisschen warm laufen. Da ist es. 60? Nein. 60? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh. Okay. Okay, das heißt 61%. Das heißt, Nuzlocke abgesetzt hier, oder? Ist doch schon abgesetzt. Doppelt jetzt. Oh Gott. Interessant. Was habt ihr davon? Hätte ich nicht gedacht. Pokémon hätte ich gedacht, zieht hier mehr, aber offensichtlich. Dachte ich auch. Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt zu deinem Land kommt, weil. Was? Ja. Ich konnte es nicht richtig lesen. Ich muss mir es ja notieren. Was stand bei Ja für eine Zahl? 39,9. Dankeschön. 39,9%. Kannst du 40 machen? Machst du 40? Mach 40 für meine gute Freundin. Ja. Mach 40. Mal schauen, was zum zweiten großen Titel dieses Jahr gesagt wird. Und zwar ist es Dying Light 2 von Techland. Mhm. In Deutschland zensiert, was viele aufregt. Ich weiß gar nicht, was dann zensiert wird. Aber die Amputationen werden zensiert, so wie ich es verstanden habe. Gerade die waren so schön. Ja, vielleicht kannst du in Deutschland wieder anklicken, die Arme. Also. Ja, aber manche Kinder haben halt keine leiblichen Eltern. Ich wollte den noch ein bisschen sacken lassen. Ja, einfach da ist das Spiel. Ja. Nichtsdestotrotz, naja, okay, eventuell wird es nicht nur von den Amputationen abhängen oder so, oder was du auch immer an Gewalt gerade hast. Klar, das macht natürlich was vom Reiz des Spieles aus. Aber es geht ja auch ein bisschen mehr um Parkour-Action, um dieses ganze, was war das, das System, wie du mit den Fraktionen da umgehen kannst. Genau. Ich muss sagen, Open World und Zombies ist für mich eigentlich ultra ausgelutscht momentan, aber Dying Light 2 hat irgendwas noch. Es hat diese Parkour-Elemente, die ich recht cool finde. Und dass man anscheinend ja auch die durch Entscheidungen in der Story dann auch irgendwie die gesamte Welt ändern kann. Also wir hatten ja damals die Präsentation auf der E3 gesehen, wo es wieder Staudamm gibt. Was machen wir jetzt mit dem? Lassen wir das Wasser laufen oder lassen wir einfach das Wasser irgendwie drin? Und nach wo leiten wir es hin auch vor allem? Genau. Welche Stadt kriegt den Segen von dir? Ja, ja das ist krass. Das finde ich endlich, das ist ja schon immer, seit Fable oder so wollen das Entwickler. Mhm. Und endlich wird es mal wirklich sinnvoll gemacht. Können wir Regie den Ton ein bisschen runterdrehen lassen? Ich höre nur das komische Gelaber vom Trailer gerade. Danke. Aber das ist ein sehr guter Trailer, weil der echt viel erklärt. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Open-World-Zombie mit Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Optik haben. Open-World, also Action quasi. Ja, es ist Parkour. Also du rennst sehr viel über Dächer und so wie wir, wenn hier Zombies wären. Wie in unserem Almost Daily Zombie-Apocalypse. First-Person noch vor die Tür legen und aufgeben, ey. Parkour-Action-Game. Also das Kampfsystem scheint auch sehr. Ja, du lässt aber auch viele Gegner stehen, oder? Du bist einfach nur flott unterwegs und du willst nicht alle töten, oder? So habe ich das verstanden. Nö, genau, du willst eigentlich nur von A nach B kommen und deine Aufgaben erledigen, ja. Aber ich bin irgendwie ich hatte Bock drauf, glaube ich. Ich meine, ich bin durch mit Zombies, aber ich kann mir das schon noch mal geben. Aber die müssen schon echt was liefern, dass das noch mal also von, Bock macht. Von wegen so ein letztes von mir aus, ne? Weil es reicht mittlerweile nicht nur zu sagen, oh, jetzt auch Zombies. Es ist fast schon eher gegenteiliges Argument für mich bei vielen Sachen. Es gab auch mittlerweile so viele Spiele, die schon, also es gab schon mehr Zombies in anderen Spielen, es gab schon irgendwie grausigere Zombies in anderen Spielen. Eigentlich ist dieses, die Welt verändert sich, Feature, das ist das Unique. Und ich hoffe, dass sie das gut umsetzen, dass die Welt mit dir wächst. Und Parkour, also ich finde, die Parkour-Einlagen sind richtig cool, weil nach Mirror's Edge gab's nichts mehr in diese Richtung. Da wächst doch nichts mit dir. Was soll denn da wachsen? Naja, das Beispiel mit dem Wasser, wenn ein Dorf kein Wasser mehr hat, dann wird die Kriminalität wahrscheinlich höher, es verdorrt alles, vergammelt. Dann stellt sich dann heraus, dass dort, wo früher das Wasser war, dann irgendwie dann die Zombies rauskommen, weil sie die alten Leichen dann irgendwie dorthin geworfen haben. Haben die nicht irgendwie einen großen Storyschreiber von einem Rollenspielexperten geholt? Das weiß ich gerade. Ich glaube ja, ne? Die haben irgendeinen erfahrenen Rollenspielautor genommen, der sehr viel Wert auf die Story legt. Also, wenn das tatsächlich mal eine gute Story habt, anders als alle anderen Zombie-Spiele. Ich weiß halt nur noch, Teil 1 war noch zum Teil legendär, weil es hatte eine 10 Millionen Dollar Collector's Edition. Wenn man die gekauft hat, hat man eine Schauspielausbildung bekommen und hätte eine Filmrolle in dem hier in den Dying Light-Film gehabt, aber. 10 Millionen Dollar? Hat leider niemand gekauft, deswegen wurde es auch nie umgesetzt. Leute über NFTs auf. Teurer als die Saints Row Collector's Edition. Ja, jemand im Chat sagt was Schönes, nämlich ihm gefällt besonders dieses Neonlicht und Stummpassagen, da weiß ich nicht genau, was du damit meinst, und Wingsuit gibt's wohl auch. Also das mit dem Parkour und so, ich glaube schon, dass das Bewegen in dieser Welt wird Spaß machen. Mhm. Ich frage mich eher, machen die Kämpfe Bock und wie ist die Story? Ja. Mhm.
steht und fällt damit. Du wirst wahrscheinlich auch hier so ein paar wartbare Sachen haben. Natürlich wird es Survival, Crafting und anderes Zeug geben. Wie verwoben, wie cool ist das mit der Abwechslung? Ne? Wie aufwendig auch. Ich kann mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr ewig zu craften. Ich kann's, ich gehe in jedem Spiel. Irgendwann habe ich genug Tische gebaut in meinem Leben. Nimm noch ein paar Flaschen. Ich finde, das sieht natürlich sehr gut aus, so von der Grafik her und so, aber spielerisch sehe ich da wenig, was mich reizt, muss ich fairerweise sagen. Ist vielleicht einfach nicht mein Genre. Aber ja, also ich habe das Gefühl, dieses Spiel schon tausendmal. Ich sehe jetzt nicht, was da anders ist als ein Days Gone oder wie die alle heißen. Irgendwie, es ist für mich leider sehr generisch. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also wenn das ein gutes Pacing hat und einfach sich sehr flott spielt, so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch schon Spaß macht. Da siehst du mal so ein bisschen die Ja, okay, ein bisschen hüpfen. Ist jetzt nicht spektakulär, ich weiß. Also, Ede, du bist da ein bisschen skeptisch. Simon, wie siehst du es? Ich bin auch noch skeptisch, aber optimistisch. Okay, Krogi? Ey, ich hab Bock drauf. Ich glaube nämlich, wenn du in einem geilen Flow bist, dann macht das Spiel Spaß. Man soll das, glaube ich, anders sehen als ein normaler Zombie-Shooter. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass du durch die Level richtig rasant durchpäst. Und wenn das so ist und das Bock macht, dann bin ich dabei. Ich glaube, das Kampfsystem ist auch noch ganz besonders, so wie ich es verstanden habe. Also Micha Rein gemeinte so, ey, das Kampfsystem spricht ihn richtig an. Spricht sie nicht eher an, weil er seinen Hardcore-PC mal richtig auf Turm bringen kann. Genau. Ist dir schon aufgefallen, dass deine 3090 jetzt mittlerweile nicht mehr die stärkste Karte ist? Ist sie nicht mehr. Es gibt jetzt die 3090 Ti. Gott, der Arme. Wie verwindet er das denn überhaupt? Gregor, was sagst du zu dem Spiel? Ich würde auch. Also dezent bis gut gehypt dafür. Das könnte tatsächlich das Spiel fürs frühe Jahr für mich werden, bis dann die richtigen Highlights kommen. Ja, ich glaube auch. Weil kommt ja kurz bald. Februar, oder? Ja, kommt gleich. Also Februar ist super, weil wir werden gleich das darauffolgende Spiel sehen, was ja auch... Wir wollen alle noch cool. Wir werden alle sehen und ich würde sagen, es sieht auch nicht schlecht aus, bin auch ein bisschen gehypt, aber was sagt die Community? Du, ist noch nicht so viel reingekommen, ich habe ja eine Meldung auch nochmal von, wie heißt der gute Mann, Wovaber, der schreibt, ey, er hätte Metro Exodus-Vibes bei dem Titel. Dementsprechend wird ihm das wohl gut gefallen. Also aber Metro Exodus haben wir dann was Ähnliches, was dann im Mai, Ende April kommen wird. Und dann kommt noch Stalker 2, was das ja meine exakt, ich ja. Das kommt im Mai schon? Ende April. Absolut. Echt? Ja. Ja, geil. Okay, das wusste ich nicht. Kommen wir auch noch gleich dazu, aber wir wollen immer gerne die Auflösung sehen, liebe Regie. Was sagen denn unsere Leute im Chat? Pro. Nein. Ja, was? Okay. Was ist da los? Skeptische Meinsager hier im voll, Chat. Voll die Antis hier. 36,6. Okay. Ja, sehr gut. 36. Die Community schlägt endlich mal zurück. Die lassen sich auch nicht mehr alles auf. Aber gegen wen schlägt sie zurück? Naja. Aber ich meine, es gibt einen ersten Teil und der war schon nicht schlecht, muss man sagen. Die Leute, die den ersten Teil mögen, die werden sich sicherlich darüber freuen, glaube ich. Ja, aber die Leute haben nur noch Zeit für überragend. Ja. Okay. Tatsächlich. Wie in deinem Rant bei Game 2, ne? Ja. Kommen wir mal zum nächsten Spiel, wo der Fokus wirklich nur aufs Kämpfen liegt, und zwar ist es Sifu. Das haben ja einige von uns schon gespielt. Finde ich super. Du hast gespielt. Wie nennst du das? Sifu. Sifu hätte ich gesagt, aber du weißt es wahrscheinlich besser. Ja, es gibt halt so viele Aussprachen davon. Es gibt entweder willst du die kantonesische Version, willst du die Mandarin-Version, es gibt noch die vietnamesische Version. Aber Sifu, nennen wir Sifu, ist alles gut. Sifu. Wie habt ihr es denn genannt? Sifu? Sifu. Sifu, ja, wie ist in der deutschen Synchro bei den Jackie Chan-Filmen? So habe ich mal Sifu früher genannt, Sifu. Okay. Ede, du hast auch gespielt, ne? Ich habe die Preview gespielt, von da, wo ich gar nicht wusste. Also, es war eine kleine Mogelpackung. Ich habe einen Preview-Key gekickt, aber es war einfach nur eine Demo. Wo man das erste Level spielen musste. Das war der zweite Level sogar. Oder der zweite. Also ich kann mal sagen, was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass das Kampfsystem wirklich Bock macht und sich also einfach durch die Geräusche und den Impact einfach nichts bislang hat Martial Arts auf so eine Art und Weise so dynamisch gemacht. Also klar, du hast Beat'em-Ups oder so, aber es macht schon Bock, wenn die Leute anstoßen und du knallst in den Kopf auf die Theke, fliegst die Beine weg, springst über das drüber. Hat einen echt guten Flow, Soundeffekte, das macht alles Bock, hat super den Style. Dann hast du noch so eine Art VATS-System wie bei Fallout, wo du dann quasi Zeitlupe einschalten kannst und Körperteile anvisieren kannst. Das ist auch sehr gut. Was mir nicht so gefallen hat, ist, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich einfach jetzt zumindest in dieser Preview-Version nicht gecheckt habe. Da gab es kein Tutorial, keine Erklärung. Du musstest es wirklich komplett alleine irgendwie checken. Und ich habe nicht richtig gecheckt, wie man gescheit parried und verteidigt. Das ist die Puppe, wo du hingehen konntest. Ja, das habe ich auch gemacht, aber irgendwie hat das nicht so, die schlägt ja nicht wirklich die Puppe. Also es war sehr viel Trial and Error und ich hatte noch nicht so dieses, ich hatte dann eine Zeit lang das Gefühl, es ist so wie bei Sekiro, dass du, wenn du im richtigen Moment blocken machst, dass er dann was macht. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Also ich habe dann sehr viele Leben gelassen, weil es ist folgendermaßen, wenn du stirbst, also wenn dein Energiebalken weg ist, dann erstehst du an der gleichen Stelle wieder auf, aber bist älter geworden.
Und das kannst du halt machen, ein paar Mal, bis du halt irgendwann 70 oder 80 bist und dann bist du halt sofort tot. Und dann fängst du wieder ganz von vorne. Ich habe mich gefragt, beim Gucken vom Trailer, wenn man älter wird, kriegt man dann auch mehr Skill oder ist man dann unbeweglicher, was stärker? Genau, es werden du hast weniger Energie, die abgezogen werden kann, aber dafür treffen deine Schläge besser. Das ist immer so ein Trade-off. Okay, Kannst sagen, vielleicht, wenn ich so, wie nennt man das schon, ein Glass Cannon. Ne? Ja, also das, genau. Das kommt gut. Das ist ja von den Absolver-Leuten. Ne? Genau. Und das ist echt nicht schlecht. Also ich finde, das hat Potenzial, weil die Leute eben wissen, was sie da machen. Also ich habe die Beta auch gespielt oder die Preview-Version und ich bin da bei der Ede. Ich fand es ein bisschen unglücklich, dass man gleich im zweiten Level ohne richtiges Tutorial anfängt, sondern einem empfohlen wird, geh an diese Holzpuppe und probier die Sachen mal aus. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Beat'em-ups in den letzten Jahren, so Yakuza und die anderen Sachen gespielt. Und es kam mir so ein bisschen in die Quere, weil ich habe keinen vernünftigen Flow dahin bekommen, ohne ein richtiges Training da zu haben. Ab und zu mal kommen auch diese Zufallsentgegner. Auf einmal ist da irgendwie ein Typ, der hat auf einmal vierfache Energie und kloppt dich kaputt. Und der Spaß wollte sich bei mir noch nicht so richtig einstellen. Ich glaube, wenn mal das finale Spiel draußen ist, eventuell gebe ich dem noch mal eine Chance, wenn ich ein richtiges Tutorial machen kann und langsam ans Ausweichen, ans Kontern, ans Anvisieren der Körperteile mich so dran gewöhnen kann, dann eventuell. Aber Spaß gemacht hat es mir so nicht. Also mir hat es schon ein bisschen Spaß gemacht. Das Problem war halt auch, dass du ganz viele Moves erst irgendwie freischalten musst, die dann nicht freigeschaltet waren. Das heißt, so Basics wie ein Fußsweep oder sowas, also ein Bodenfeger oder so, hattest du gar nicht in deinem Repertoire am Anfang. Und ich hatte halt das so verglichen, also wir erinnern uns vielleicht alle an Sekiro, den Genichiro-Kampf, wo du am Anfang auf die Fresse kriegst und irgendwann machst du ihn quasi blind und prügelst den so durch die Arena und fühlst dich einfach wie Gott. Und dieses Gefühl hatte sich bei mir jetzt da noch nicht eingestellt. Ich habe immer irgendwelche Schläge abgekriegt, das meine ich eben mit den Blocken. Ich will dann auch wirklich dahin kommen, dass ich so wie Neo in der Matrix irgendwann alles wegboxe und so. Und dann so ein einfach aufgrund meines Skills, weil ich die Gegner lesen kann, so muss es dann irgendwann kommen. Aber ja, abschließend kann ich es noch nicht bewerten. Es hat Potenzial, aber die Preview hat mich auch noch nicht hundertprozentig überzeugt. Krogi hat's ja auch gespielt. Wie hast du es gemacht? Ja, ihr habt eigentlich alles gesagt. Ich fand allerdings die Atmo, also das Sounddesign fand ich wirklich richtig gut. Also die Schläge, die waren so wuchtig mit dem Sound, das hat irgendwie Bock gemacht. Was ich schade fand, ja, man wird älter, man wird angeblich stärker und hat weniger Energie, aber richtig spürbar war es nicht. Also ich fand nicht, dass ich jetzt als alter Greis jetzt sowas von mehr reinhaue und wie sie das storytechnisch noch auf die Reihe kriegen wollen, weiß ich nicht. Also ich habe immer nur gedacht, what the fuck, warum? Also das hat sich mir noch nicht so erschlossen. Und es hat mir schon Bock gemacht, ja, bin da bei Eddies Meinung, aber es war nicht zugänglich. Also ja, man braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. In der spielbaren Version bisher, das Gimmick war so echt komisch mit dem Älterwerden. Also ich habe auch nicht so den direkten Sinn, wozu eigentlich, als wenn du dann was anderes machst. Außer wir haben die coole Idee, die wir den anderen voraus haben. Ja, vor allem, wenn du älter bist, dann bist du ja für den Rest des Spiels älter. Also kann oder ja, vielleicht nur für das eine Level anscheinend. Vielleicht wird's resettet am Ende des Levels, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht ganz zum Ende geschafft. Irgendwie. Ich bin auch gespannt, wie sie es mit ihrer Story verwursten wollen, weil irgendwie ist es ja das ist eine Rache-Story, du hast ja irgendwie 5 verschiedene Endbosse dann auch. Also vielleicht werden sie es dann storytechnisch dann so aufbauen, dass so, ja, okay, du bist, als du jung warst du hier und dann bist du dann hier wahrscheinlich gescheitert, aber in dem Alter bist du dann dort angekommen und dann hast du dann beim nächsten Gegner das dann irgendwie versucht. Keine Ahnung, wie das mit der Story gemacht wird, aber trotzdem gehypt bin ich ein bisschen. Bin auch sehr vorsichtig ein bisschen damit, weil Absolver hat mir gefallen, aber so storytechnisch hat überhaupt gar nicht geklappt und hat auch sehr viele Fehler gehabt. Hier war es auch so, fühlt sich noch ein bisschen schwammig an. Was ich zum Beispiel auch finde, wie du es gesagt hast, das Kontern fühlt sich nicht geil an. Kontern, das muss zelebriert werden, wie wir im Sekiro mit so einem BAM! Und dann weißt du einfach, du hast richtig geil gekontert und kannst jetzt zurückschlagen, weil hier hast du gekontert und ich hab's irgendwie nicht richtig gemerkt. Du hast auch gar nicht gemerkt, manchmal hat man gar nicht gemerkt, dass das Trefferfeedback war auch komisch. Also manchmal hast du so Schläge irgendwie abgekriegt und plötzlich, ich habe ja gar keine Energie mehr. Ne? Und das ist immer so, wie das darf nicht Das sein. Ist halt blöd. Du musst halt wirklich, wenn ich blocke, will ich, dass dann mein Charakter vielleicht so einen kleinen Impact hat zurück. Also, dass du wirklich, du musst es schon checken und nicht so beiläufig, habe ich gerade Energie verloren? Ich weiß gar nicht, was mich da getroffen hat oder so. Okay. Dann würde ich mal gerne auflösen, weil ich glaube, wir ziehen ja das auch schon ganz schön. Jetzt kriegt das plus 90 oder so. Ja. Wow, recht ähnlich. Aber ein bisschen immer die ähnliche Ablehnung. Ja, wir haben 65% Hater hier im Chat. Ich wollte es so nicht sagen, aber wir haben schon sehr schwer zu überzeugende super Hardcore-Zocker hier. Ja, aber es ist aber auch gut so, dass sie ein bisschen skeptisch sind und nicht alles zelebrieren. Aber es finde ich auch okay, nach einem Cyberpunk 2077 darf man halt
überall skeptisch sein. Ich würde sagen, wenn jetzt gleich Elden Ring auch 35% nur für Ja kriegt, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann haben wir irgendwie eine ganz komische, depressive Community. Beim nächsten Spiel können wir auch schon, glaube ich, eine recht hohe Wertung haben, denn das ist Horizon Forbidden West. Ja. Wird cool, freue ich mich. Ja. Ersten Teil habe ich sehr gemocht, muss ich sagen. Hab den damals vor Breath of the Wild, ist ja kurz rausgekommen. Stimmt, zwei Wochen später kam der Breath of the Wild. Hab den da ausführlich spielen können. Und ich meine, so als wieder eins von den typischen Open-World-Spielen, wie man sie natürlich häufig gesehen hat. Ne, große Map-Punkte, wo man was erledigen kann. Aber storytechnisch, gameplay-mäßig, Weltendesign, das war top im ersten Teil. Ich fand Aloy war auch eine gute Protagonistin. Ja. Und ich bin echt super gespannt, wo das sowieso alles hingeht. Es ist ja immer noch hier auch ein Cross-Gen-Titel. Das bedeutet, wir können jetzt nicht damit rechnen, dass exklusive PS5 größere Welten-Feature, ob das was wird durch den schnelleren Speicher. Aber ich glaube, so wie der letzte Teil gewesen ist, das in adaptiert, in noch mal größer, schöner, besser, habe ich richtig Bock drauf. Und das wird mein erstes Highlight. Absolut, ich bin auch, es ist eine tolle Welt. Wird Zeit, dass die weitergeht. Kommt übrigens für PSVR 2, wurde ja gestern vorgestellt, kommt eine eigene Edition raus, also gibt's eine VR-Version. Und ganz am Anfang eben hat man gesehen, wie das Spiel sich, glaube ich, am besten spielt. Nämlich, sie war unten, großer Gegner kommt, Greifhaken, bin oben, spring runter, mach die Slow-Mo an, schieß ein paar Pfeile in der Slow-Mo, mach dann diesen Schild, mit dem ich so gleite, damit ich nicht Fallschaden kriege, und dann kämpfe ich weiter. Also es könnte sehr geil, man sieht's ja hier, so ineinander übergehen. Das ist ihr Fortnite-Schirm, ne? Ist ein bisschen schön, das ist wirklich der Fortnite-Schirm, ja. Aber es ist der Breath of the Wild-Schirm. Also ich muss sagen, es sieht natürlich überragend aus. Das kann man gar nicht anders sagen. Es sieht wunderschön aus. Und hier zumindest in der Gameplay-Vorführung Float ist natürlich auch richtig geil. Ich bin mit dem Vorgänger nicht so richtig warm geworden, hab's ein paar Mal angespielt, so ein paar Stunden, aber war mir dann doch am Ende wieder zu viel Open-World-Gelaber und Lauf nach X und Sammel Y und hat mich dann einfach nicht so bei der Stange gehalten. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber also ich kann jetzt auch, also es sieht einfach überragend aus. Ich werde dem natürlich auch wieder eine Chance geben und es kommt aber halt eine Woche vor Elden Ring. Also das ist, ne, wie willst du? Muss ich anhalten. Eine Woche Zeit, wie will man Freitag überleben? Was meinst du? Hast eine Woche Zeit, es durchzuspielen? Ja. Also ich werde es auch spielen, aber ich befürchte auch, dass es schwer wird, das wieder durchzuspielen, weil es auch wieder 30 Stunden dauert. Wie soll man das machen? Ja. Ich würde mir halt wünschen, so ein Spiel weniger mit so mit nach Open-World-Formel und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht wie, aber ey, dann musst du Hellblade 2 dir mal angucken, weil das ist, ey, schlimm. Alter, wenn du, hast du, guck. Nee, warte, Hellblade 2? Hellblade 2. Verwechsel das nicht mit dem Hellblade anderen. London. Plague Tale. Nee, auch nicht Plague Tale. Okay. Hellblade 2, da ist ein Kampf gegen Riese, so ein nordisches Ding. Ja, das habe ich gesehen, da kommen wir noch drauf. Ist das drin? Nee, ist das hier drin? Das kommt nicht dieses Jahr. Ich glaube, das hat kein Datum. Plague Tale ist drin. Nein, Hellblade hat kein Datum. Nicht Hellblade sah richtig nice. Nicht mal 2022. Das ist auf so, also, das ist, glaube ich, schlauchiger. Ja. Rogi, wie sieht's bei dir aus? Ey, ich wurde mit dem ersten Teil auch nicht so richtig warm. Ich fand allerdings das Kampfsystem irgendwie cool und ich mochte das Setting. Aber mir war es auch zu open-worldig und mich hat es irgendwie genervt, die ganze Zeit durch die Gegend zu latschen und irgendwie nichts auf die Reihe zu kriegen. Also etwas mehr Schlauch hätte ich auch gemocht. Aber ich finde auch Teil 2 sieht jetzt oberfett aus. Und ich mochte, also es ist jetzt nicht direkt dieser Teil, aber ich freue mich auf diese PSVR-Version, die auch dieses Setting nutzt. Da habe ich richtig Bock drauf. Und die Community hat übrigens auch Bock auf Horizon Forbidden West. Wir können mal kurz ins Forum schauen. Die Esco91 schreibt, seine Top 3 und da auf Platz 1 steht tatsächlich Horizon Forbidden West und er schreibt, ich liebe das Setting, den Soundtrack und die Story vom ersten Teil und bin sehr gespannt auf den Nachfolger. Und es ist ja schon bald, genau. Also, und da kommen mehrere Postings von der Art und Weise. Also ich glaube, die Community hat auf jeden Fall Bock auf Horizon. Okay, ich habe eigentlich das gleiche Problem wie Ede und Krogi. Sehr repetitiv war es auch nach einer Zeit für mich. Ich habe es sogar durchgespielt und DLC habe ich gar nicht angefasst, weil irgendwie keine Lust darauf, obwohl da auch schon einige Komfortfunktionen dazu kamen. Ich habe es durchgespielt. Naja, so schwierig war es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es schwierig ist. Ja, aber DLC ist gut. Schauen wir DLC, da sind Komfortfunktionen, du kannst direkt vom Pferd oder vom Tier aus dann Sachen einsammeln. Das war so eine Sache, die mich ein bisschen genervt hat, dass man jedes Mal aussteigen und dann hier sammeln muss. Gleiche Problem wie bei Witcher. Ja, das Spiel erscheint schon am 18. Februar und ich frage mich, wie viele Leute werden es sich kaufen, wie viele haben Bock drauf? Liebe Regie, zeigt es uns. 64 Pro. Ich sag diesmal 5. Ja, schon ein bisschen mehr. Gegenteil, ja, okay. Die meisten Leute haben Bock da drauf. Ja, 62%. Das ist die Höchstwertung bisher. Ja, aber finde ich auch. Mal gucken, jetzt kommt ja Elden Ring. Nee, Elden Ring wird doch nicht. Ja, gut, komm. Er steht hier. Ihr habt doch darauf gewartet, komm.
Ede, leg los. Ja, ich habe ja schon so viel dazu gesagt. Was soll man denn noch groß zu sagen? Ich habe mir jetzt dieses Interview auch noch durchgelesen von Miyazaki in der Edge und fand einfach, was soll ich sagen? Es ist einfach genau das, was ich seit Jahren antizipiert habe in Open World Dark Souls. Also, das ist jetzt kein großes Geheimnis mehr. Ich habe den Stresstest, den Network-Test, habe ich circa 20 Stunden gespielt und muss sagen, alles hat mir gefallen daran. Wirklich alles. Es ist, ich würde es ja nicht hypen, wenn es nicht so wäre. So, es ist einfach genau mein Ding. Ich finde das Springen mit dem Pferd immer noch komisch. Also, ich mit diesem Luftding. Ich finde das aber von mir aus. Ja, irgendwie, warum? Aber gut. Weil du kommst damit an Orte, an die du sonst nicht kommst. Und das gibt dem Ganzen, ja, aber auch Ruinen und Berge und so weiter. Ja. Und es gibt dem ganzen Forscher dran einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Und allein in diesem Network-Test, der wirklich nur ein Bruchteil dieser gesamten Map war, hättest du schon locker 60, 70 Stunden reinbuttern können. Das Einzige, was man halt nicht weiß, ist, inwiefern ist das, was wir jetzt vom Network-Test kennen, wird es einfach nur noch repetitiv im Rest der Welt? Ist das irgendwann langweilig? Oder, da kriegt von mir FromSoft natürlich den Benefit of the Doubt sozusagen, dass ich sage, ich glaube, und ich habe genug Previews und andere von ihren Spielen gesehen, dass den geilsten Scheiß haben wir noch nicht gesehen. Und der geilste Scheiß ist auch noch gar nicht entdeckt. Und wenn ich sehe, dass immer noch in irgendwelchen Chalice Dungeons und Bloodborne Endgegner entdeckt werden oder Bosse entdeckt werden, dann muss ich sagen, das Potenzial, was in diesem Spiel steckt, an Geheimnissen und Forscherdrang und so, ist eben genau das, was mir bei anderen Open-World-Spielen fehlt, dass ich das Gefühl habe, ich kann hier, wenn ich lang genug suche und was mache, dann finde ich vielleicht Sachen, die nicht jeder genau so exakt zu diesem Zeitpunkt auch erlebt hat irgendwie. Und es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Sie haben das Kampfsystem verbessert. Sie haben das Kampfsystem ist eine Mischung aus allem, was sie bislang gelernt haben. Sie haben endlich, was notwendig war, das Magiesystem geupdatet, sodass dass es wirklich Bock macht, als Magier zu spielen. Viele haben Angst, dass es vielleicht zu leicht wird. Ich kann das natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, dass es immer noch schwerer sein wird als in Horizon Zero Dawn oder 90% anderer Titel. Vielleicht nicht ganz so schwer wie andere, weil es Möglichkeiten eben des Co-op-Plays gibt und so weiter, aber die gab es früher im Prinzip auch. Aber ich fand die Bosse hier auch schon heftig. Genau, also wenn du es halt falsch machst, mit falschem Equipment oder falscher Taktik, kriegst du hier auch aufs Maul. Aber was soll ich sagen? Es ist, wenn ich mir ein Spiel bauen könnte in meiner Fantasy, wäre es dieses Spiel. Ich kann das alles nur bestätigen. Ich habe ja auch den Stresstest gespielt, nicht so lange, aber die 4 Stunden haben mir echt Bock gemacht. Ich glaube, das wird genau das. Auf jeden Fall ein GOTY-Anwärter. Mhm. Mhm. Ich kann dazu ergänzen, ich habe den Jazzy jetzt auch nicht so lange wie du gespielt, Ede, so 3-4 Stunden auch einmal durch. Und der hat gereicht, um schön, ich sag's mal positiv, angenehm enthyped zu sein. Ja. Weil ich brauche mich jetzt nicht mehr darauf zu freuen oder zu sagen, oh, was wird es sein, was würde ich erwarten. Ich habe jetzt einen sehr guten Eindruck davon, wie es sein wird. Du weißt, was du kriegst. Ich weiß, was ich bekomme, genau. Und ich weiß auch, dass, was ich bekomme, dass es mir Spaß machen wird. Es fühlt sich für mich vielleicht ein bisschen forciert an. Mal sehen, wie die ganze Story und die Welt drumherum da eingebunden wird. Aber dass du noch ein Spiel hast, was du auch genauso gut Dark Souls 4 nennen könntest. Nur jedes Element wurde einfach einmal anders genannt. Jetzt sind Bonfires das und so sieht's so aus. Das ist jetzt eine Befleckte. Ja, wie auch immer. Ne? Also, dass wir jetzt so eine neue Marke da machen können, ist mir schnurzpiepegal. Selbst wenn es Dark Souls 4 geheißen hätte, ich mag Open-World-Sachen eh ganz gerne. Und ich glaube, ich werde es auch gut dann spielen, wenn es da ist. Aber dadurch, dass ich den Network-Test gespielt habe, sitze ich nicht mehr auf glühenden Kohlen. Sondern wenn es da ist, dann spiele ich es. Ja. Krugi? Dark Souls-Erfahrung, Souls-Erfahrung? Ja, habe ich auf jeden Fall. Aber ich habe nicht, wie ihr das schon spielen können. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Die Videos, die ich gesehen habe, da muss ich sagen, ich habe Bock auf diese Erkunden. Also es gibt ja auch irgendwie Dungeons und so. Und da habe ich Bock drauf, mir diese Dungeons anzuschauen. Die Atmosphäre sah einfach total geil aus oder hat sich anhand des Videos schon gut angefühlt. Und da bin ich auf jeden Fall gehypt. Und das geht auch im Forum richtig ab. Ich habe jetzt nicht ein Posting, den ich euch vorstellen möchte, weil einfach super viele Leute schreiben, Elden Ring ist ganz weit oben auf der Hype-Liste. Also ich glaube, da ist die Community auf jeden Fall sehr, sehr einig. Aber sie haben auch ein bisschen Angst. Okay. Ich will nur eine Sache sagen, apropos Community. Ja. Wir dürfen eins nicht vergessen. Das letzte Souls-Spiel ist 6 Jahre her, ne? Dark Souls 3. Also wenn man das Remake jetzt weglässt. Und worauf ich mich auch freue, ist, dass es auch wieder eine richtig geile Online-Community geben wird. Weil Dark Souls hatte immer eine geile Online-Community, ob das PvP ist, PvE, Co-op, was weiß ich, Fashion Souls, all die Sachen, die es so gibt, Memes und so weiter, ist ja mittlerweile so krass
geworden, Dark Souls. Wir sehen es jetzt bei No Death Runs und so weiter. Also man darf auch eins nicht vergessen, da wird noch eine Menge auch im Laufe der Zeit neben dem eigentlichen Spiel noch passieren. Und ich freue mich tierisch auf die Community. Wir haben drüber vorhin gesprochen mit den Passwort-Servern, dass man mit einer geschlossenen Gruppe gemeinsam eine Welt erforschen kann und so. Und ich habe da einfach Bock drauf, was da noch alles kommt zu diesem Spiel, wenn online auch gezockt wird. PvP, Fight Clubs und so weiter und so fort. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also ich freue mich sehr auf die Online-Koop-Version, beziehungsweise dass man kooperativ spielen kann. Okay, lösen wir noch mal auf, oder? 81. Also, 80. Ja, auf jeden Fall. 64. Das scheint die magische Grenze zu sein. Ja. Ne? 64. Warte, wie viel hat Horizon? 62. 62, okay. Oh, okay. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber jetzt werden wir den Rekord brechen. Jetzt werden wir den Rekord brechen. Ja, ich weiß, das ist ein sehr beliebtes Franchise, aber ich selber kann damit echt nicht viel anfangen. Kann irgendjemand hier was sagen? Das ist Total War Warhammer 3. Also, ich kann nichts dazu sagen, aber ich habe die Reihe halt immer verfolgt. Ja. Okay. Denzel müsste jetzt hier sein. Also erstmal ist es ja, lass ruhig mal laufen. Total War, Warhammer 3. Ach nee, ich verwechsel es. Trant hat gerade nichts zu tun. Dynasty Warriors. Das wäre Trant. Total War ist eher Dennis, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber mag der Trant nicht auch sowas? Ich glaube, der mag sowas auch. Aber gut, gucken wir mal rein. Ich kann nur was nachplappern, was ich quasi in der Recherche mir reingezogen habe. Also angeblich sollen die Belagerungen jetzt spannender werden, weil wohl ein Problem von Warhammer war, dass diese Belagerungen sehr eintönig waren, weil die Maps irgendwie keine Vielfalt boten. Und jetzt ist es wohl so, dass diese Maps dann größer sind und auch mehr Höhenunterschiede bieten. Und dadurch sollst du einfach spannendere Matches haben. Soll irgendwie auf jeden Fall abwechslungsreicher sein. Und es gibt auch neue Siedlungsmaps, wo du dann auch bessere Verteidigungseinrichtungen bauen kannst. Und das sollen wohl die Features sein, die dieses Spiel spannender machen. Jetzt kann ich euch da wenig zu erzählen, weil ich es nicht gespielt habe und weil keiner von uns jetzt da versiert ist, aber es gibt auf jeden Fall super viele Leute, die sich darauf freuen, auf Warhammer 3 und naja, wie sieht's bei euch aus? Absolut, als Strategiespiel funktioniert es super und es macht mega Bock, sich diese Einheiten anzugucken, wenn die miteinander kämpfen, wenn man dann seine größeren Einheiten, wenn die da richtig aufräumen, also es gibt immer diese Momente, wo man sich einfach freut, dieser Karte dabei zuzugucken, wie die Schlacht auf ihr stattfindet, also wirklich. Es ist natürlich wie immer so, Fantasy, spezielle Fantasy, das ist nicht für jeden. Aber was Strategie angeht, was das Gameplay angeht, ist es, glaube ich, mit ganz oben. Aber sag mal, wo sieht man denn da jetzt Warhammer? Das sieht für mich überhaupt nicht nach naja, Warhammer das ist, aus. Es gibt ja zwei verschiedene Universen. Naja, Moment, du meinst nicht Warhammer 40K, ne? Mit Space Marines und so. Das Fantasy-Universum und dann gibt's 40K, so ein Sci-Fi-Universum. Ja. Ey, was aber komplett banal war, ich habe so eine Szene gesehen. Da gab es diese Monster und die wollten eine Mauer hochlaufen. Dann haben die einfach so so Leitern genommen. Also die kleinen Monster haben einfach Leitern genommen, sind die Mauer hochgekommen. Das sah einfach komplett bescheuert aus. Also ich glaube, manche Dinge sind auch noch nicht so richtig stimmig vom Design. Also ist nicht alles so richtig geil. Das sieht man auch immer wieder, finde ich. Wäre schön, wenn im Trailer mal Gameplay gezeigt würde. Ne? Ja, man sieht wirklich nur die kleinen Einheiten. Ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, was das für ein Spiel ist. Also ich meine, ich kenne natürlich Total War. Top-Down-Strategiespiel. Ja, genau, es ist halt so Echtzeit-Strategie, ne? Mit aber zum Teil. Das sind ja alles keine Gameplay-Szenen, oder doch? Nein, es ist Cutscene-Material. Aber es ist in-game wahrscheinlich, kann ich mir schon vorstellen. Aber das sieht, man sieht es halt die ganze Zeit von oben. Ist halt relativ unspektakulär natürlich. Aber ich bin denen nicht abgeneigt. Also ich weiß, dass diese Total. Ich habe noch nie ein Total War-Spiel gespielt, aber ich weiß, dass die Reihe ja nicht umsonst seit so vielen Jahren existiert und viele Fans hat. Also da wird schon was dabei sein. Es hat halt diese epischen Massenschlachten. Und das Warhammer-Universum bietet ja auch jede Menge interessanter Einheiten dann in dem Sinne. Also, ich weiß nicht. Ich finde es schade, dass jetzt hier kein Gameplay zu sehen ist. Aber für mich sieht das gerade ein bisschen wie Kessen aus. Kessen. Da gibst du aber ganz tief in der Kiste. Ja. Aber Kessen war cool damals. Ja, naja. Und stell dir vor, Kessen jetzt heutzutage würde ungefähr so aussehen. Es ist leider ein Trailer, der nur den Leuten was bringt, die Spiele halt schon kennen und wissen, wie man das transportiert dann in Spielgrafik. Aber ich hätte gern jetzt mal gesehen, okay, so funktioniert eine Mission. Ich mach das, hier komme ich nicht weiter. Also gründe ich hier und dann bilde ich da irgendwelche Monster aus und dann schicke ich die über den Abgrund oder was weiß ich. Also man hat kaum was mitgekriegt. Aber das kannst du ja bald machen, ne? 17. Februar ist ja nicht mehr so weit. Ey. Ja. Vielleicht wird es spielen, aber ja. Vielleicht hilft uns Feedback aus der Community ein bisschen weiter. Und zwar schreibt E. Raumen,
Mir fehlt ja noch Total War Warhammer 3. Ja, ist am Ende mehr vom selben, aber dank coolen neuen Fraktionen, verbesserten Mechaniken und Belagerungsgameplay freue ich mich wie ein Schnitzel drauf. Die Komplettkampagne von Teil 1, 2 und 3 braucht zwar wohl noch, für mich ist trotzdem Warhammer die perfekte Faust aufs Auge für Total War. Ganz davon abgesehen, dass es sowieso nur noch wenig AAA-Strategie gibt. Also dementsprechend scheinen gute Features nur drin zu sein, die die Fans abfeiern. Das Gute ist, es ist nicht das letzte Strategiespiel, was wir hier haben, denn da wird ja noch was kommen. Es kommt übrigens auch ein Terminator-Strategiespiel. Ist gar nicht mit drin, ja. Habe ich vor kurzem gesehen, es gibt ein Strategiespiel, Echtzeitstrategie in dieser Zukunft. In der Zukunft, also mit Maschinen gegen Menschen. Okay. Es sieht ein bisschen langweilig aus. Panzer über Schädel. Maschinen. Ja, hätte ich auch gesagt. Okay, dann lass mal auflösen. Total War, Warhammer 3. Was sagt die Community dazu? 64. Ja, 64 bei Nein, meintest du, es ist immer zwei Drittel, ein Drittel. Es ist einfach nur Daumen hoch und runter, ne? Tot. Es ist immer zwei Drittel, ein Drittel. Aber gut. Ja. Wir hatten noch nie 70. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist ja das nächste Spiel, denn das nächste Spiel kommt aus Deutschland. Und in dem letzten Spiel, da waren Krogi und Micha drin. Es ist Ilex. Ilex 2. Ilex, Michael Krogmann, erzähl mal was dazu. Das ist dein Game. Ja, ey, was soll ich dir erzählen? Also, Ilex 2, ich kann wiedergeben, es spielt wohl nach, also chronologisch nach der Handlung von Ilex 1. Du hast ja in Ilex 1 Jax gespielt, das war der Protagonist, und der hat sich da durch die Welt gekloppt und war am Ende einfach ein krasser Freak mit seinem Jetpack. Und jetzt ist es wohl so, dass du aus dem Exil kommst und es gibt wieder eine neue mysteriöse, dunkle Bedrohung, was du aber schon wusstest. Jetzt ist aber so, dass dieser Jax wieder als kompletter Dulli zurückkommt. Wie sie das spielerisch erklären wollen oder storytechnisch erklären wollen, kein Plan. Wahrscheinlich kommt irgendein Monster und nimmt dir alle Kräfte ab. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo, ne, ja. Also, hab ich wie immer. Lassen, ne? Und dann bist du wieder am Start. Und für mich die krasseste Neuerung in Ilex 2 wird sein, dass du hast zwar dein Jetpack noch, aber dieses Jetpack funktioniert jetzt richtig. Du kannst jetzt richtig fliegen. Also es ist quasi, du bist wie Iron Man. Du kannst durch diese Welt mit dem Jetpack fliegen. Und das könnte wohl Bock machen und ganz geil sein. Außerdem haben sie ein ausgebautes Moralsystem in dem Spiel. Und sie sagen auch, dass die Open World dichter sein soll. Wobei ich fand sie schon im ersten Teil schon fast zu dicht. Da ist immer schon viel passiert. Man hat eigentlich gar keine Ruhe. Und sie sagen, es gäbe mehr aufs Maul-Momente und wollen eher wieder zu ihrer Gothic 2-Stärke zurückfinden, was ich persönlich begrüßen würde. Dementsprechend, kann ganz geil werden. Ich bin gespannt, aber man muss es sehen. Also, Jetpack, fliegen, das ist drin. Mal gucken. Ja. Gregor, Simon, Edith, Ilex. Ja, ist halt auch jetzt, würde das jetzt irgendwann erscheinen, wo wirklich nicht so viel Konkurrenz ist, würde ich sagen, spiele ich mal Probe. Ich muss sagen, der Grafikstil und so wirkt mehr, reizt mich nicht so. Dieses Ganze wirkt auch wieder sehr oft schon da gewesen in irgendeiner Form. Was ich aber mag, ist halt so diese Open-World-Rollenspiel-Herangehensweise, wie sie ja seit Gothic gemacht wird, dass du überall hingehen kannst und eben genau das, was ich auch mag, dass du kannst was Geiles finden, das dich auch direkt am Anfang stärker macht und so. Da gibt's schon so ein paar Sachen, aber ja, jetzt wir haben Horizon, wir haben Elden Ring, wir haben Ilex, alles innerhalb von einem Monat, also. Aber das ist schön, das ist ein Feature, was ich mir echt gerne mal angucke. Das finde ich auch geil. Kommst schnell durch die Welt. Das, also, es sieht alles super aus. Aber, also, ja, ich würde es schon gerne mal Probe spielen. Aber, ja, ich weiß nicht. Wann soll man das. Genau. Was soll ich dafür liegen lassen? Es ist super. Mir fällt es auch super. Ich finde es auch cool. Wenn das jetzt das einzige Spiel wäre in einem Monat, dann würde ich das feiern. Würde ich dann auch da rumfliegen und so. Aber jetzt frage ich mich, oh, lohnt sich's überhaupt? Was ist denn? Ich habe das davor Dezember nicht gespielt. Warum spiele ich das nicht im Dezember raus? Ja. Gute Frage. Warum schieben die das alle in den Februar, März? Niemand hat was zu zocken und aus aller Verzweiflung spielen wir Among Us oder so, aber warum nicht? Oder so ein Januar-Titel. Ja, so ein, aber warum umzingelt von AAA-Titeln, die auch alle ähnlich sind? Ich glaube, die wissen aber auch, die Leute, die sich richtig auf Ilex 2 freuen, die sind nicht unbedingt die auch alle anderen Sachen dann spielen. Ich meine, muss ja eh nicht überzeugen. Ja, an mir ist die ganze PC-RPG-Ära zum großen Teil vorbeigegangen. Also ich habe sie nicht gespielt, die Gothics und die ganzen anderen Geschichten. Deshalb reizt mich das auch nur sehr wenig, muss ich sagen. Auch wenn es wahrscheinlich ein ziemlich gutes Spiel für die Fans ist. Aber ab und zu mal so ein Euro-RPG ist ja gar nicht mal so schlecht. auch wenn es dann nicht so durchpoliert ist, wie viele von den AAA-Budget-Games, die man sonst von anderswoher bekommt. So ein Vampire habe ich auch ganz gern gespielt, was ja auch mal in eine andere Richtung ging. Meins wird es persönlich dann nicht werden.
Ja, deins ist es nicht, aber es ist euers. Das wollen wir mal sehen. Ich sag 70%. Nein, weniger. 50. Wo ist denn schon passiert? 40. Ja, sogar 5% mehr als die meisten anderen. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Kroi. 40 sind es. Ich bin richtig stolz auf euch. Ganz toll. Tolle Leistung. Richtig, 40%. So, was noch im März erscheinen wird, ist, glaube ich, wenn es nach Gregor ginge, wahrscheinlich der erfolgreichste PlayStation-Titel des Jahres. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es ist Gran Turismo 7. Kommerziell erfolgreich. Sag ich gleich mal was zu. Dann sag es doch jetzt. Okay, dann sage ich es jetzt. Ihr wisst es, ich hasse ja Rennspiele. Okay, jetzt weiß ich. Und ich habe keine Xbox, deshalb kann ich keinen Forza spielen. Ah, du hast einen PC. Ja, stimmt. Game Pass und sonst. Game Pass. Mhm. Okay, keine Werbung. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe Bock auf Gran Turismo. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ja jetzt zu Hause so einen neuen Tisch. Und auf diesen Tisch passt, und der ist höhenverstellbar, würde perfekt ein Lenkrad passen. Und ich habe gedacht, ey, vielleicht gebe ich diesem Genre, nachdem ich es in mein ganzes Leben gehatet habe, noch mal eine Chance. Und irgendwie habe ich dann geguckt, was kommt denn an Rennspielen so demnächst mal raus, mit was wirklich geil wird. Und da habe ich gesehen, wow, neues Gran Turismo, ist nicht seit Ewigkeiten keins erschienen? Ist doch lange keins mehr da gewesen, oder? Ja, PS4-Ära gab es dieses Gran Turismo Sport. Das war, hätte Teil 7 sein können, aber es war nicht neu genug, dass sie es 7 so nennen können. No. Und jetzt habe ich überlegt, vielleicht gebe ich doch mal einem Rennspiel eine Chance. Gran Turismo 7 wäre doch eine gute Möglichkeit, um mal einzusteigen. Absolut, das ist eine gute Reihe. Die ist nicht so edgy wie in Forza, wo dich der Style ziemlich schnell dir auf den Sack geht, weil alles so hip ist und cool. Aber ich finde auch Gran Turismo, ich hatte den ersten damals für meine PlayStation, hatte auch Spaß dabei. Genau. Mhm. Und ich meine, obwohl ich nicht der Rennspiel-Fan bin, Gran Turismo habe ich eigentlich fast immer angespielt. Ich habe nur nicht diese Ausdauer wie der Trant, dann irgendwie 100 Mal die Rennen immer wieder zu fahren. Es ist so die Kombination eben, die sind visuell ganz, ganz vorne immer mit dabei. Und da bin ich fast am gespanntesten mit drauf, was sie jetzt aus der PS5 rausholen können. In 4K, 120 Hertz, HDR, was auch immer du da reinhauen kannst. Und da bin ich auch dabei, so gut die Forza-Games sind, ob es jetzt die Arcade-Varianten mit Horizon sind oder die Simulations-Forza-Hauptgames. Das ist mir ein bisschen dann zu lifestyleig. Und das ist mehr was für richtige, so der Motorsport-Lifestyle ist da mehr in der Mitte. Genau. Mit richtigen Rundkursen und gehe darauf und Sachen, die nachgebaut sind. Und ich denke mal, das ist auch was, ich weiß nicht, wie lange ich da spielen würde. Ich spiele immer so eine gewisse Zeit lang, bis ich dann auch gut genug habe. Aber ich würde mich auch gerne mit dem Lenkrad dran setzen und mal um die Ecke driften. Warum nicht? Eine Sache noch, was es immer am besten konnte, waren diese Replays. Die sahen schon bei bei Gran Turismo 1 sahen die Replays schon viel geiler aus als das Spiel an sich. Und ich gucke mir so gerne, wenn du gewonnen hast, hast ein gutes Rennen gehabt mit ein paar Duellen, gucke ich mir so gerne die Replays an. Also ich meine, das hat schon Spaß. Aber ich hoffe, dass es, es ist PlayStation, es wird kein VR geben, ne? Ja, PSVR 2, Mann, ne? Ja, wenn es das dann irgendwann mal gibt, ne? Ja, vielleicht dann mit einem Patch oder kriegst ein Extra dazu. Ja, also ich finde, für so Autospiele ist VR halt perfekt, ne? Und deswegen hätte ich das gerne da. Aber mir ist bei Autofahren auf der PS4 mit VR schlecht geworden. Das, wie ist noch mal? Das ist auch die PSVR, ne? Die ist jetzt auch nicht so gut. Ja, bei der ersten PSVR, aber da dachte ich auch, ich probiere es mal aus. Mir ist so schlecht geworden nach der Runde. Okay. Wie ist das, was sie mal von Sony gemacht hatten, was nicht Gran Turismo war? Assetto Corsa? Nicht Assetto Corsa, sondern Sony hatte das. Das haben sie wieder delistet seit einiger Zeit. Weiß der Chat bestimmt, welches Spiel ich dann bespreche. Drive Club, das war's. Drive Club, ja, stimmt. Ah. Genau, und da nach 3 Runden konnte ich nicht mehr. Da gab es eine VR-Version von. Ja, okay. Ja, doch, das habe ich auch gespielt. PSVR war auch echt crap, muss man sagen. Also das ganze Thema nicht so geil. Also ich glaube, das wird schon gut werden jetzt zukünftig in VR. Bin ich bei Simon. Und, weil Autos bieten sich wirklich an, ne? Weil du sitzt ja wirklich in diesem Auto, hast ein Lenkrad in der Hand. So. Ja, kannst dich auch umdrehen und so weiter. Das ist halt alles. Du kannst vor allen Dingen, das ist ja schön, du kannst auf die Strecke. Kannst fahren und kannst eben so kurz gucken, okay, er ist jetzt da, ich lasse ihn nicht durch. Du hast so diese, wie heißt es, Duellsituation, ne, mit Leuten. Das finde ich schön. Das ist cool, ja, das stimmt. Chat findet es übrigens richtig geil, dass Eddie, dass du mit Lenkrad spielen willst. Und sie wollen auch, dass du das vor allen Dingen länger spielst, also die Rennen länger fährst. Und das ist übrigens auch ein Kommentar hier im Forum. Appmaster schreibt, ich freue mich auf Gran Turismo 7, was ja schon am 4. März rauskommt. Und ich hoffe, es hat wieder richtige Ausdauerrennen und nicht diese runtergedampften Versionen wie in GT 6. Also Ausdauerrennen scheint wohl das Ding zu sein bei den Fans. Einfach lange und bis an die Grenzen kommen zu fahren. Das habe ich noch nie gemacht, aber stell ich mir spannend vor mit dem Lenkrad. Das, was man da unten sieht,
Das Nintendo-Spiel. Das Triangle Strategy. Das ist Triangle Strategy. Das ist quasi der spirituelle Nachfolger von Final Fantasy Tactics, Alter. Oh, das ja? Ist einer meiner Most Wanted-Titel dieses Jahr, der nicht hier auf der Liste steht. Hast du die Demo gespielt letztes Jahr? Nein. Kannst du hier jetzt schon ein paar Stunden zocken, wenn die noch online ist, ne? Ernsthaft? Mhm. Probier's mal aus. Ja, ist, aber ist ein bisschen Octopath mit Tactics gemischt. War ganz cool. Ein bisschen anstrengend, aber cool. Oh, ich hab da Lust drauf. Uiuiui. Okay, Gran Turismo, liebes Volk, was sagt ihr dazu? 63. 63? 63. Ah, ja, ja 63 geht auch. Ah, verdammt. Der 37,8. Trant wird sich mega freuen, glaube ich, weil der hat ja zu Hause auch den Rennsessel und Lenkrad. Der hat also diese, der hat diesen. Kann man die anschließen an die PS5, ist die Frage. Ja, das sind alles USB, oder? Ja, aber es muss nicht heißen, ob es funktioniert. Ja, das stimmt. Das ist. Hä, was heißt das Universe? USB nein, Plus? Nein. Aber am Sessel montiert ist ja das Lenkrad und die Bremsen und der ganze Spök ist. Also ich würde spielen. Ich will auch ein Lenkrad und dann werde ich ja auch mal ein paar Runden fahren. Mal so eine Rückwärts-Einpack-Challenge. Ne, ihr beide, 24-Stunden-Rennen. Oh, Alter. Ja, okay. Wir könnten uns hier bei Rocket Beans eins machen und dann wechseln wir. Jede Stunde muss jemand anders ran. Richtig geil. Lass das machen. Ohne Scheiß. Das ist Hammer, die Idee, finde ich. Wir machen Catering aber. 24 Stunden von Hamburg. 24 Stunden von Le Mans. Machen wir dann Le Mans. Oh nein. Le Mans. Okay. Treten wir gegen Krane und Florentin an. Das sind dann Teams jeweils. Ja, die sind die Killer wahrscheinlich. Das ist wirklich eine interessante Idee. So eine Art Staffel, die 24 Stunden geht. Jedes Team hat. Ich glaube, es sind Dreier-Teams im richtigen Leben, die dann die 24 Stunden fahren. Ja, wir sind ja nicht im richtigen Leben. Müssen wir es doppelt machen. 24 Minuten dann. 24 Minuten. Aber Auto lass es doch Auto. Machen. Ich hör schon gerade, ich lese im Chat, dass das Krane und Florentin auch schon so geplant hatten. Dann ist doch cool, kann man das doch machen. Lass es vorher machen, dann sind wir schneller. Nee, ich meine, dann wissen wir ja, dann haben wir schon die Leute, die es machen. Der Trant kommt auch noch, du kommst auch noch, ich komme auch noch. 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Alle Bock drauf. Lass machen. Also, so eine richtige, gibt's ein Rallye-Spiel? Dirt 5. Dirt wird's ja noch. Aber so richtig, wo man auch irgendwie zwei Rallye-Teams starten und die müssen irgendwie gucken, wer kommt zuerst von Ägypten nach Kairo, wollte ich gerade sagen. wer kommt zuerst von Kairo nach Stockholm oder so? Dann würde ich auch eine VR-Funktion haben, wo der Typ rechts dann noch die Karte durchliest und immer sagt, was gemacht werden muss. Ja. Das wäre eine coole Idee. Nein, ey, das lass das mit Gran Turismo machen. Lass das nächste mal Spiel, Leute. Machen. Nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel. Ein gutes Rallye-Spiel. Stalker 2, Heart of Chernobyl, erscheint am 28. April. Bizarrerweise zwei Tage nach dem Reaktorunfall 1986. Stalker 2. Ja, spielt wieder in der Zone, ne? Und man braucht kein Vorwissen, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, Strelok wurde gefunden aus dem ersten Teil. Ich glaube, der zweite Teil wurde auch schon sehr lange angekündigt. Ja, da warte ich. Ich warte seit dem ersten Teil drauf und das war bei Game One am Anfang. Das war 2007 oder so, haben wir es damals gehabt. Unfassbar lange. Nie gespielt. Ich habe nie gedacht, ey, Stalker wird dir gefallen, weil es eine geile Stimmung hat. Sehr atmosphärisch, ja. Also es wurde 2010 angekündigt übrigens. Wie bitte? 2010. 2010 wurde es angekündigt. Ja. Weißt du, und alle Leute haben schon gesagt, es kommt nicht mehr. Dieses Areal ist riesig, sieht voll geil aus, aber alles ist so, irgendwelche blitzartigen Ströme, dann sind so Anomalien, da dreht sich so Wind, dann laufen diese mutierten Monster rum. Ist halt nichts, was man nicht schon gesehen hat, aber von der Atmo her ist es furchtbar stark. Und dann gehst du runter in diese Reaktoren oder in die Tunnelgebäude und da ist dann halt alles mega, also mega ängstigend. Das ist einfach ein tolles Spiel. Also diese Stalker, die gehen in diese Zone, weil sie dann Artefakte sammeln und dann weiterverkaufen. Und dann treffen sie dann auf andere feindliche Fraktionen oder Leute, die dann auch sammeln wollen und dann sind auch Mutanten da unterwegs oder Anomalien. Ja. Wie zum Beispiel, du siehst da halt irgendwas in der Luft wabern, wirfst eine Schraube hin und die wird dann einfach in die Luft gewirbelt. Das heißt, okay, gehst du da rein, zerreißt dich dann so ein unsichtbarer Tornado. Kannst du aber auch für Monster nutzen oder kannst Feinde da reinlocken und dann werden die zerfetzt. Da sehen wir das genau. Ja, da sehen also, das war schon bei Stalker 1, war das Feeling toll, wenn du nach einer krassen Mission zurück in den sicheren Hafen deiner Gruppe bist und dann sitzt du am Feuer, jemand holt die Klampfe raus und spielt diesen geilen Song. Ey, das waren Gefühle. Ist da Loot? Na, es geht nur um Loot. Das geht nur um Loot. Aber es ist nicht wie Borderlands-Loot, sondern es geht halt schon um normale Missionen. Also du kannst aber schon alles, was du findest, auch geil benutzen. Also es sieht schon ziemlich geil aus. Das ist halt ein reines Atmospiel, glaube ich. Aber ich mag nicht so diese Ballereien gegen andere Menschen. Das habe ich wirklich schon 100 Millionen Mal gesehen. Ich will nur Monster und ich will nicht mehr diese Deckungsshooter-Ballereien. Ich habe damals den ersten mitbekommen, aber nicht wirklich gespielt, so richtig. Aber ich habe ja den ganzen Hype dann drumherum gesehen. Ich würde da mal reinschauen, aber es müsste mich schon irgendwie davon überzeugen, dass es was anderes ist als die ganzen Metro-Spiele dann zwischendurch. Die haben ja auch einen anderen Ansatz. Es ist aber auch ein bisschen ähnlich schon, das muss man ja sagen. Ja, klar. Und Metro hat so... Ist das nicht von den gleichen Leuten?
Ich glaube, es ist ein anderes Team. Ne? Ja. Aber Metro hat eben schon so viel aus der Thematik rausgezogen mit dem eigenen Storytelling. Da muss das Game noch was Spezielles für mich bieten, weil nach Exodus bin ich auch so ein bisschen durch. Metro wollte ich auch mal spielen. Welches Metro spielt man denn da, wenn man heute das mal Neues spielen will? Ja, welches? Oder? Exodus, würde ich sagen. Ja, aber das ist, Exodus. Ist es nicht Open World? So ein bisschen Sandbox. Du gehst ja immer in verschiedene Abschnitte, mit dem Zug fährst du ja immer herum, ne? Und dann kommst du in so halbgroße Gebiete, je nachdem, was los ist. Ist aber sehr Ego-Shooter-lastig, finde ich trotzdem. Übrigens, für die, die nicht mehr warten wollen auf Stalker 2, es gibt Chernobyl Light. Das ist so ein bisschen, geht in die Richtung. Es auch, spielt auch in Chernobyl, in dieser Area, auch sehr groß. Genau dieselben, es ist im Grunde ein Stalker. Aber da hast du noch andere Features, weil du so eine Basis hast, in der du dich nach und nach dann verbessern kannst. Also es hatte auch ein paar gute Ideen, finde ich. Ja, das hatte ich ja auch gesehen und dachte so, Alter, jetzt ein Stalker 2 und dann kam ja kurze Zeit darauf ja die Ankündigung von Stalker 2. Also ich finde halt generell sehr spannendes Setting, cooles Setting, weil daraus sind ja, glaube ich, auch andere Sachen resultiert wie Metro, was wir dann bekommen haben. Escape from Tarkov hat ja auch so ein bisschen diese Optik. Diese ukrainischen Spiele, diese Ostgames, das habe ich auch in meinem Stream gesagt, die haben immer so einen eigenen Flair, die machen was ganz Eigenes. Ja, deswegen fand ich Atomic Heart zum Beispiel, was gar nicht auf der Liste ist, weil es auch gar nicht dieses Jahr erscheinen wird, sehr spannend. Super tolles Spiel, habe ich mir gerade den Trailer, nachdem du da warst, nochmal angeguckt. Kann man machen. Krogi, wie sieht's bei dir aus? Ja, ey, gerade die Atmosphäre in Stalker 1 war überragend. Und wenn sie das jetzt schaffen, auch in Stalker 2 reinzukriegen, dann bin ich auf jeden Fall sowas von dabei. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sie die Story so begründen, dass der Reaktor ein zweites Mal explodiert ist. Das finde ich ganz, muss das sein? Ich liebe das. Und ich habe noch eine schöne Meldung wieder im Forum von Wovaba. Schreibt nämlich, hab durch Metro gemerkt, wie viel es mir gibt, ein Spiel in meiner Muttersprache spielen zu können. Welches auch noch in der Kultur spielt, mit der ich aufgewachsen bin. Stalker wirkt noch mal einsamer und fieser, hab richtig Bock drauf und es sieht natürlich fantastisch aus, obwohl ich hier immer noch zweifle, ob das wirklich irgendwann erscheint und nicht einfach Scam ist. Also, das stimmt, das haben wir nicht vergessen. Sie hatten ja bei Stalker 1, obwohl ich viele Dialoge in der Originalsprache und so, das war auf jeden Fall total gut und das kann jetzt hier richtig knallen, glaube ich. Also, wenn man darauf steht, auf einsam und gruseln und dieses ganze verseucht mit dem Reaktor, da macht das, glaube ich, Bock. Ich bin dabei. Aber ich glaube trotzdem, dass ich schon die Story weiß bis zum Ende. Und zwar, wenn er wirklich noch mal explodiert, dann war da eben dieser eine Typ, der halt wollte, weil das ist sein Leben. Das ist mein Leben, das hat mir ein Leben gegeben. Es gab ja mehrere Enden bei Stalker 1. Ja, okay. Aber ich glaube, dass das Stalker waren, die den zum Explodieren gebracht haben, damit sie diese Stalker-Welt wieder haben. Ja, weil da sind sie wer. Bei Stalker 1 war es ja ein bisschen wie Borderlands, ne? Wer hier in den Reaktorkern reinkam, der hatte ja einen Wunsch frei gehabt. Ja, stimmt. Ich glaube, das war wirklich so, ja. Und was wünscht sich die Community? Ist das Spiel geil oder nicht geil? 63 Pro. 50. Ist so daneben immer. Not bad. Nicht schlecht, die Leute wissen, was gut ist. Die ist echt gut. Die ist echt gut. Ihr habt Bock drauf. 61%, Krogi. Jetzt gucken wir es weiter. Das ist ein Spiel, das haben Simon und Nils sehr oft gespielt. Das ist die Fortsetzung von Forest. Diesmal Sons of a Forest. Da warst du auch dabei. Du warst auch dabei. Du bist irgendwann warst du nicht mehr dabei, ne? Und Bui war irgendwann auch. Irgendwann war ich nicht mehr dabei, aber ich habe mir den Trailer kenne ich von dem neuen Forest und es sieht überragend aus. Macht Spaß. Also das sieht wirklich aus, als ob sie einfach alles, was es gab, noch mal quasi einen Schritt weiter gedacht haben. Das Einzige, was ich mich frage, also es wirkt sehr ambitioniert. Und da ist dann halt immer die Frage, macht's auch noch Spaß? Aber Forest ist halt wirklich ein Spiel, wenn das alles so greift, wie sie sich's vorstellen und wie es im Trailer aussieht. Das Problem vom ersten Teil war ja eher, dass es ein bisschen klein war. Also man hat's ja dann doch relativ schnell alles erkundet. Ja. Und ich fand aber die Klettereien unten nie so geil. Ja. Aber das haben sie jetzt auch verbessert. Also ich glaube, das wird alles deutlich besser. Guck mal, gut, das Schöne finde ich, dass du kannst denen richtig Angst machen. Du kannst diesen Drecksmonstern, also nicht den Monstern, sondern den Menschmonstern, kannst du halt Angst machen. Der zeigt, eine Szene zeigt er quasi von einem Anführer den Kopf, zeigt ihnen so den Kopf, sagt, hier, Junge. Und dann kriegen die Angst vor ihm. Und sowas, das sind Features, dass die Welt auf deine Aktion reagiert wie in Fable. Das wünsche ich mir mehr. Zeigst ihnen, dass du der Boss bist. Ja, weil das ist ja auch so ein dicker Move, wenn du den Chef von denen auf einem Pfahl vor deine Basis stellst und die dich dann in Ruhe lassen. Dann hat das Spiel, finde ich, was erreicht, was ich mir schon lange wünsche. Ich habe gerade Seven vs. Wild geguckt und ich muss sagen, ich glaube, ich könnte richtig abgehen in diesem Spiel. Könntest da besser überleben. Das wird auch richtig Bock machen, glaube ich. Das ist ein richtig gutes Spiel auch zum Streamen und das wird auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben. Und übrigens, es gibt nicht nur Mutanten, es gibt auch Baby-Mutanten. Und da bin ich schon ein bisschen. Ja, ne, oder das brauchen wir.
Ja, ja, wirklich. Also auf jeden Fall heiß erwartet, auch in der Community. Schönes Koop-Spielchen, spielen wir schön wieder zusammen, gell? Schön. Ja, aber spielen wir echt unbedingt zusammen, ne? Sag ich jetzt schon mal. Ja, Shotgun, wir spielen da auch alle, zusammen. Alle ran. Alle ran da jetzt. Ran da. Fuck. Weiß jemand, was der Maximum ist? 4 wahrscheinlich wieder, oder? Oder mehr? Wissen wir nicht. Weil irgendwann wird's ja auch nicht mehr atmosphärisch, wenn da 20 Leute rumrennen, alle mit Stöcken und Köpfen und... Gregor, ist das so deins? Nein. Nächstes Game, bitte. Ey, ich habe Forest noch nie gespielt, vielleicht wird das mein erstes. Ey, das ist, super. Unter Tage dann, wenn da die Monster kommen, es ist so ängstigend. Eins der schlimmsten Spiele. Okay. Ja, geil. Mal schauen, ob das schlimmste Spiel vielleicht auch das beliebteste Spiel sein wird. Kann ich schon mal auflösen, oder? 50-50. Ja. 50-50, ich sag 60. Bevor ihr mit Nils spielt, wie wird der Loot? Oh, Gregor, was ist los? Nicht schlecht. Ich kenne die Pappenheimer, ne? 47,6, ja? Okay. Ja, 47, 48, ja. Ja, 47. 47% haben Bock drauf. Ja, 48, muss aufrunden. 48, aufrunden. Und nee, ich mach's genau. Ich mach's auf Kommastelle genau hier. Ja, okay, auf die Kommastelle genau. Man weiß nie. Und das nächste Spiel, das ist auch sehr spannend, erscheint am 24. Mai für PS5 und PC von Square Enix. Es ist Forspoken. Mhm. Wow. Das schön ist das Isekai, ne? Isekai, ja. Neues Spiel von den Final Fantasy 15-Machern, das ja sehr kontrovers ist. Also, das dem ja nicht jedem gefallen hat, sagen wir es mal so. Ich mochte es. 15 ist, glaube ich, mit der Zeit ist es besser aufgenommen worden als zu Beginn. Ja, ich mochte es von Anfang an tatsächlich. Und ich muss aber sagen, also bei diesem Spiel werde ich noch nicht so ganz schlau, was es überhaupt ist. Ich fühlte mich da an Assassin's Creed erinnert irgendwie. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen eine eigene Identität hat. Oh, ich habe mich auch nicht zu ausführlich bisher damit beschäftigt. Bei den Sachen ist es so, mich interessiert jetzt nicht so viel, was die in den Trailern zeigen. Lass es mal da sein, mal ausprobieren, mal schauen, wie es ist. Es sah gameplay-technisch interessant aus. Ich glaube, da wird auch das Hauptaugenmerk drauf sein, wie flüssig spielt sich das Traversal, schnell über die Gegend hin, Action-Moves machen. Das sah schön flashig aus. So Story von wieder wegen aus der echten Welt, eine Person, die dann in eine Fantasy-Welt ist und dort zur Heldin wird. Kennen wir aus 3 Millionen Sachen. Es fing an die Turnschuhe an. Ich habe die Turnschuhe an. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat der Turnschuhe an? Wie, hä? Ja, ja. Und jetzt raff ich es zum ersten Mal, deswegen. Aber ist das ein Action-Spiel oder ein Rollenspiel? So ein Action-Adventure, glaube ich. Ne? Oder Action-RPG, können wir wahrscheinlich sagen. Ja, ne? Also kann man schon dann so mit den moderneren Assassin's Creed vergleichen, auch wenn es natürlich jetzt. Ja, die sind ja auch richtig groß. Ne? Ja, ja, hier gibt es ein geiles Gegnerdesign. Das ist ein anderer Trailer, aber da gibt es ein paar Monster-Trailer, die zeigen echt, dass die Gegner echt abgefahren aussehen. Können. Ich finde, die Bewegung macht das halt aus. Also dieses schnelle von hier und da hinspringen. Es hat auch ein bisschen was von Crackdown oder jetzt ein Saints Row 5. Ey, ich habe ein Problem. Es kommen so viele Open-World-Titel mit demselben mystischen Setting raus. Eine Person ist the one, muss craften, bauen, Leute überreden, Quests lösen. Es sind zu viele. Es ist immer das gleiche, wie das gleiche Auto, das du neu lackierst. Es sind immer wieder mehr oder weniger die gleichen Tropes, die Sachen, die du sammelst und die Cosmetics und die, ich habe mittlerweile, also wenn ich schon diese Symbole auf der Map sehe, nervt's mich schon. Das hat selber der Chat auch gerade gesagt. Aber zumindest moved sie ganz anders und so, ja. Also das ist zumindest was Neues. Das machen natürlich jetzt so fast alle Spieleentwickler, weil das Genre ist, was zieht. Na? Man möchte gerne das nächste Assassin's Creed oder Far Cry oder was auch immer sein mit Open World, mit viel drum und dran. Muss mich auch erstmal davon überzeugen, ich kann nicht jedes Open-World-Spiel zocken, was rauskommt. Wir werden eh schon recht viele sowieso auch im Jahr dann haben. In den ersten Trailern eine Sache, die mich noch ein bisschen genervt hat, das war wahrscheinlich noch ein bisschen komprimierter, die halten auch nicht die Schnauze. Ne? Die redet die ganze Zeit mit ihrer Kontaktperson und die quatschen die ganze Zeit. Das ist ja auch Standard jetzt in jedem Spiel. Das ist ja auch so unsinnig. Das ist ja auch bei diesen Open-World-Spielen, dass die dauernd mit irgendwem labern müssen, nur weil bei GTA irgendwann mal einer mit seinem Beifahrer geredet hat. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Immer wird irgendwas... Bei Red Dead Redemption 2 ist es am schlimmsten, weil da reitest du 6 Stunden vom Osten nach Westen. Und immer labert der. Aber du kannst zumindest automatisch einstellen, dass du reitest. Das heißt, du kannst dir einfach labern lassen, legst ein Gamepad hin und guckst dir einfach nur. Ja, aber warum soll ich es überhaupt anmachen? Das ist ja wie ein Autopilot-Videospiel. Ich glaube, in diesem Fall hat es wirklich was mit der seltsamen Hauptfigur zu tun, die ja irgendwie nicht so richtig da zu sein scheint, aber dann doch. Und ich glaube, dass die wie in Zurück in die Vergangenheit, dass die so ein
einen Partner in Crime in ihrer Zeit hat, mit dem sie vielleicht noch interagiert oder so. Egal. Aber ich muss sagen, es macht mich jetzt, ich habe einen anderen Trailer gesehen, da dachte ich noch, ach, interessant, jetzt macht es mich nicht mehr an. Ja, der andere Trailer war einfach nur Action pur. Action pur, Dialoge, Action. Und das ist jetzt aber mal ein längeres Gameplay. Ja, aber ich meine, was ist denn darin jetzt neu? Also, was ist denn da das Gameplay eigentlich? Voll. Okay, das ist cool, aber das habe ich bei Harry Potter jetzt auch vor kurzem gesehen. Beim Dumbledore-Voldemort-Fight. Da kommt ja auch noch zu. Alle, hast du alle 12 Stunden geguckt? Du noch nicht. Ja, ich hab gestern den mit technischen K.O. zu Ende gegangen. Ja, genau. Und jetzt, was kommt denn nach? Der Dumbledore gegen Logan Paul? Wer gewonnen hat, ist noch nicht raus. Logan Paul hat sich auf jeden Fall angemeldet. Ja. Okay. Wollen wir einfach mal auflösen? Wollen wir mal gucken? Ja, bitte. Also ich finde das Spiel nicht schlecht, bin sehr gespannt. Dagegen. Ich sag's sind. Ey, mehr dagegen, ne? Doch, 52. Ja, 46, Bock drauf. Das Problem ist ja, all diesen Spielen, selbst die, die wir jetzt mal so eher kritisch beäugen, ne, das sind ja trotzdem alles richtig gute Spiele in der Regel. Ja, aber es sind halt einfach. Ja, du musst ja aussuchen, was das du meine ich, spielst. Das meine ich damit, wenn ich sage, ich spiele noch überragend. Das ist einfach so, ob du jetzt das spielst oder das, ist irgendwie. Ist alles gut. Ja, es ist alles gut, aber es ist auch nichts, wovon du in 10 Jahren noch deinen Kindern erzählst. So wie von. Ja, nicht mal in 10 Minuten. Von Elden Ring oder Dark Souls oder von welchem Spiel erzählst du in 10 Jahren deinen Kindern, Gregor? Final Fantasy 6 zum Beispiel. The Legend of Heroes. Da kommen jetzt von allen das Gesetz. Ich wollte, dass ihr jeder jetzt einen Classic sagt. Ach so, okay. Ach so, jeder. Ich dachte, jetzt wir reden über dich. Warum denn über mich? Ich habe etwas vergessen, was wir abgemacht haben. Ich will ehrlich gesagt gar nicht, dass ihr mit meinen Kindern redet. Okay, kriegen die keine Pokémon. Wen willst du am Telefon? Der Mann, du rufst in 10 Jahren seine Kinder an, um ihn von deinen Spielen zu erzählen. Ne? Ich flüster das leise ins Telefon, leg gleich auf. Onkel Gregor hat gesagt, Final Fantasy 14 ist das Spiel. Jetzt. Dann kommen sie zu dir an und sagen, Papa, was ist Doki Doki Literature Club? Das könnt ihr euch mal angucken. Okay, so, kommen wir zum letzten Spiel mit einem richtigen Release-Termin. Und zwar ist es lang erwartet, wir haben immer noch kein Gameplay dazu. Es ist Starfield. Ja, gut, wir Starfield? Haben Starfield? Oh, ich hätte so gerne mal ein Garfield. Ich würde, Garfield von Todd Howard hätte ich gern gesehen. Ja. Ja. Aber Starfield. Gesprochen von Chris Pratt. Starfield, muss ich sagen, wahrscheinlich. Ist ja, wird ja alles von Chris Pratt gesprochen. Ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Also, ich mochte Fallout ja sowieso allgemein sehr gerne. Ich bin kein großer. Das ist ein Bethesda-Spiel. Genau, es ist quasi das Mass Effect von Bethesda, kann man sagen. Also, oder wenn die schon nicht an Skyrim dran sitzen, ich bin nicht der große Elder Scrolls-Fan, muss ich zugeben. Dito. Das ist für mich einfach alles zu generic Fantasy da. Aber irgendwie mit Fallout, da bin ich wärmer geworden auf jeden Fall, auch wenn natürlich 3 und 4 ihre Fehler gehabt haben, gerade der 4. Teil. Mhm. Aber trotzdem haben die was an sich, wo ich mich da reinsetzen kann. Da kann ich einfach mal 4 und Fallout 76? Ja, 76 ja. Auch. Ja, 3 hat auch so ein bisschen. Also wenn du die Fans von den ganz Alten fragst. Ich mal 3 ist mein Favorit. Mein absoluter. Da habe ich auch 2 Wochen meines Lebens dran verloren komplett, als rausgekommen ist. Ich hab Bock drauf, vor allem, weil wir auch in Sachen Space-RPG und Sci-Fi-Sachen, wir bekommen immer wieder was, aber nicht so richtig mega geile Sachen. Ne? Und ich hab mal wieder Bock auf ein Bethesda-RPG mit allen positiven und negativen Eigenschaften, die dazukommen. Wenn es mal ein bisschen so in Richtung dieses schöne Hard-Sci-Fi geht, also wo es nicht dann alles so coolen Guardians of the Galaxy ist. Ich brauche nicht schon wieder Popkulturreferenzen ohne Ende. Oder auch The Outer Worlds gab's ja vor 2, 3 Jährchen, was ja auch ganz nett gewesen ist. Aber ich brauche auch nicht wieder diese Parodienummer und allem drum und dran. Und ich hoffe mal, dass es mehr in Richtung schön Sci-Fi-RPG und richtig Science-Fiction geht. Ja, was ich brauche, ist mal wirklich Gameplay. Ja, also, das ist der eine Trailer jetzt, den die... Weil das kommt doch never. Also, das Bethesda kommt niemals dieses Jahr. Bethesda hat noch genau eine Chance, bevor sie immer von der Map verschwinden. Ja. Weil nach dem Debakel von Fallout 76 können sie sich nicht wieder erlauben, ein Spiel rauszubringen, das so buggy ist. Das wird so verbuggt sein. Safe, nicht 22. Ich sag, das kommt, egal wie verbuggt ist, es kommt am 11.11. raus. Skyrim war auch mega verbuggt, als es erschienen ist. Ja, aber das war vor dem Bethesda-Debakel. Ja, also die werden es trotzdem raushauen, sage ich. Und Bethesda ist aufgekauft worden von Microsoft, die müssen sich nicht mehr anstrengen. Ja, und das Datum, die wollen unbedingt das Datum einhalten. 11.11.22. Ja, das macht Spiele gut. Ja, ja, genau. Aber ganz wichtig. Skyrim wirst du immer wieder daran denken, 11.11.11. War das so? Ja.
Keiner weiß es hier. Mann, das war eine Nerdquiz-Frage. Ja, ich wusste es, aber ich habe es auf den Nerdquiz gestellt. Als ob man sich jetzt noch merken muss, wann ein Spiel rauskam. Ja, komm, ist schon sehr ikonisch, wenn du am 11.11.2011 erscheinst. Das ist Final Fantasy 6 raus, weiß kein Mensch. Trotzdem am 6.6.1994. Aber das ist nicht die Frage, oder? Ey, Leute, ich habe eine Wortmeldung hier im Forum. Aber erstmal, Leute, grüß mal Mara, die hat gerade geradet. Das ist ja nett von Mara. Vielleicht habe ich ja recht, ich weiß ja nicht. Pass auf, wir haben hier eine Meldung. Entschuldigung. Und zwar, hier wird geschrieben, ich hoffe, der kühlere Cypher-Look des bisher gezeigten zeigt sich auch im Spiel. Denn Fallout war mir immer ein bisschen zu drüber, aber bisher deutet auch nichts auf diesen satirischen Ansatz hin. Ja. Die Bethesda-Rollenspiele. Sorry, sag mal was, Simon? Nein, mach mal, lies bitte weiter vor. Okay. Die Bethesda-Rollenspiele haben immer eine besondere Art von Freiheit, die für mich auch perfekt in den Weltraum passt. Die Erwartungen sind hoch. Naja, also noch nicht ganz sicher, dass das Spiel in 2022 erscheinen werden wird, also was sie schon ganz genau gesagt hat, aber mal gucken. Also hier ist auf jeden Fall Feedback da und sie wollen ein etwas düsteres Spiel haben, kühleres Spiel haben und nicht ganz so überzeichnet. Mal gucken, ob sie es bewahrheiten können. Ich habe eine Meinung dazu und zwar finde ich, dass es schon stimmt, dass es jetzt zum Glück nicht mehr so, nicht, also es sieht nicht so aus wie das Überzeichnete, aber das hatte ja auch Charakter und ich finde, dass das jetzt halt absolut generics, könnte auch Star Citizen DLC Nummer 8 sein, das ist so mega generic, wie es nur sein kann. Raumschiff mit einem Typen auf einem Planeten, da läuft noch ein Roboter rum. No Man's Sky. Es kann alles sein, ne? Das meine ich, es könnte wirklich komplett, es muss nicht von Bethesda sein, damit es so aussieht. Und immerhin hatte Fallout einen eigenen Style, das erkennt man. Das stimmt, ja. Ah, also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, gerade das ein bisschen sehr dranhalten, dass es nicht so drüber ist, ist gerade das, was es nochmal besonders macht, weil diese Drüber-Nummer, also nach Outer Worlds habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Oktober 11.94, ganz schön nah dran. Japan oder US-Version? US. Ja, verdammt. Hast du dieses Russen-Fallout schon gesehen? Atomic Heart. Nee. Atomic Heart. Nee. Ja, also den Trailer vielleicht, aber ich hab's nicht. Das könnte dir nämlich dann wieder gefallen. Ja. Weil das ist sehr, das hat sehr einen eigenen Look, aber es erinnert doch irgendwie an Fallout. Aber es ist trotzdem sein eigener Look. Ja. Und da merkst du direkt, an das Spiel erinnere ich mich, auch in 5 Jahren noch. Aber das hier habe ich jetzt schon vergessen. Wichtig ist für mich, andere Grafik-Engine oder eine Grafik-Engine, die ein bisschen besser ist, weil diese Grafik-Engine, die seit Fallout 3 haben. Vergiss es. Alter, das kannst du ja wohl nicht mehr bringen heutzutage. Das war's. Nee, wenn die das machen, dann werde ich das Spiel nicht mal anfangen. Fallout 76 sah einfach schrecklich aus. Also, das war einfach nur ein bisschen aufgebessert. Und die Grafik war das Beste an dem Spiel. Vermutlich. Ja, Starfield, liebe Community, was habt ihr dazu gesagt? Oder was denkt ihr dazu? 55 Pro. Sagt, das sind sogar 30. Sehr skeptisch. What? Oh, nicht schlecht. Alter. Guter Trailer. 57,4. Ist ein guter Trailer. Aber warum? Das soll mir die korrupte Community doch mal erklären, was da jetzt das Argument ist. Nein. Ja, die haben euch immer und immer wieder Skyrim verkauft. Und ihr haltet ihnen noch die Treue. Seid ihr denn irre? Die haben den DLC-Train gestartet mit ihrem blöden Scheißpferd für 3 €. Und ihr haltet ihnen weiter die Treue. Was haben die euch denn bitte getan? Die haben Fallout 76 rausgebracht, verdammt nochmal. Was müssen die denn nochmal? Eure Mutter verprügeln, damit ihr mal nicht ja votet hier. So. Schneidet den Clip mal rein, wenn du das verkaufte Let's Play machst. Shit, das könnte tatsächlich passieren. Ich wollte gerade sagen, Microsoft, ne? Ey, ich bleibe dabei. Okay. Aber ich finde gerade, dass Microsoft Bethesda gekauft hat, gibt mir eigentlich Hoffnung. Weil dadurch haben sie vielleicht jetzt auch die nötige finanzielle Power, um die nötige Manpower in das Projekt zu stecken, damit vielleicht, weil ich unterstelle jetzt mal, dass den Leuten bei Bethesda und den Fallout-Entwicklern, die können ja nicht verlernt haben, die haben ja mit Fallout 3 eines der besten Rollenspiele meiner Meinung nach aller Zeiten rausgebracht mit New Vegas. Gut, das war von Obsidian dann, aber egal. Trotzdem das Grundgerüst Fallout 3 so raus, das war damals sensationell und vielleicht hat's denen einfach auch wie so oft waren die Ambitionen zu groß und man konnte es dann nicht mehr so umsetzen und vielleicht mit Microsoft im Rücken ist dieses Team wieder findet es wieder zu alter Stärke. Das sind 15 Jahre her, also das Team könnte mittlerweile komplett anders aussehen. Ja, aber das ist noch die Firma, aber Team, okay. Und so. Ja. Okay, das waren jetzt die ganzen Titel, die definitiv dieses Jahr erscheinen würden, würde ich mal jetzt mal so behaupten, weil wenn sie die Daten einhalten. Wenn sie die Daten einhalten, jetzt haben wir noch die Titel, die 2022 erscheinen. Wir wissen halt nicht wann, aber steht halt 2022 und hier gehen wir nach einer alphabetischen Reihenfolge und wir starten mit A Plague Tale Requiem. Game of the Year. No?
Okay. Wenn ich nach dem ersten Teil gehe. Weiß ich, ob ihr dann alle dann A Plague Tale Innocence gespielt habt. Also den ersten Teil. Quasi das Action-Adventure mit Stealth-Elementen, wo man im Mittelalter unterwegs ist. Und, das ist dein Game of the Year. Ja, der Nachfolger. Das könnte es durchaus sein, weil das erste fand ich super. Ey, das Original war wirklich, ja? Wirklich toll. Ne? Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also vor allem auch den Trailer. Charakterisierung, Storytelling-technisch war ein bisschen typisch Euro-Janky. Das heißt also, manche der Spielsysteme, was das Stealthen angeht, oder Ablenken der Charaktere war vielleicht nicht perfekt durchgestaltet, aber die haben echt ein gutes Gefühl, nicht nur für Storytelling, sondern auch für Setting, fürs Gameplay und alleine diese Rattenplagen, die dann wie ein Meer sich über die Level ergießen und dann in Rätsel eingebunden werden und auch in die Story, das war im ersten Teil richtig top. Das war eine super Überraschung für mich gewesen, als es rausgekommen ist. Und wenn sie darauf aufbauen, iterieren, technisch, spielerisch noch eine draufsetzen, nachdem das eben so ein Geheimtipp das letzte Mal gewesen ist, mich würde es nicht wundern, wenn es in Richtung Game of the Year für mich geht. Weil da habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe nur, sie machen nicht den Fehler, jetzt auch so ein Open-World-Riesending draus zu machen, sondern sie versuchen, die Story auch irgendwie sinnvoll weiterzuerzählen. Ja, es war mehr, die Level waren ja mehr so, nicht Open-Schlauch ist schon zu viel, du hattest so meistens Areale, in die du hingekommen bist. Das war auch, ich fand das beim ersten okay. Ich habe nur Angst, dass es eben wieder zu groß wird und man dann irgendwie den Fokus verliert. Mhm. Also genau das, was du gesagt hast, wünsche ich mir auch von zum Beispiel so einer Assassin's Creed-Reihe. Ich habe keinen Bock mehr auf Open World. Gib mir einfach einen Schlauch, wo ich einfach entlang gehen kann und trotzdem meinen Spaß habe. Also ich habe den Vorgänger habe ich nur so, weiß ich nicht, 3 Stunden, 2 Stunden gespielt, mich überhaupt nicht abgeholt. Woran lag's? Ja, war wieder nur Gelaber. Das war wieder so ein spielbarer Film halt, wieder so ein weiß ich nicht, wo ich mir gedacht habe, so war, dann kann ich mir auch gleich einen Film angucken. Spielerisch war das doch also absolut schwach. Das hatte Elemente von Spielen, die es seit 35 Jahren gibt. Und klar sah es gut aus, aber das war alles wieder so Style over Substance. Hat mich überhaupt nicht gereizt dazu. Dann die ganze Mittelalter-Pest-Ratten-Geschichte. Das hat mich schon bei diesem anderen Spiel, wo man sich in eine Ratte verwandeln kann. Und hat mich auch schon nicht gereizt. Von den Deathloop-Leuten. Castlevania 2. Nee. War das? Eine Ratte, das klingt aber eigentlich interessant. Deathloop, wer hat Deathloop gemacht? Arcane. Okay. Und was haben die noch gemacht? Dishonored. Ach, Dishonored, das meinte ich. Hat dir nicht gefallen? Nee. Ich meine, das ist gar nicht für jeden, aber es hatte echt ein paar schöne Elemente ausgelutscht. Das einzige Mal, dass ich noch in so ein ähnliches Setting gehe, ist bei Bloodborne 2. Ist hier auf der Liste? Bloodborne 2 ist noch nicht mal angekündigt. Ja, bei euch. Aber ich will nicht ganz zustimmen. Gameplay-technisch finde ich schon. Also, du hast natürlich eine Mischung von Sachen, die du häufig in anderen Spielen gesehen hast. Fluchtsequenzen, Stealthing, Rätseleinlagen. Es hat wirklich teilweise schon größeren Zelda-Charakter später gehabt, eben. Ne? Weil du da auch mit Rätseln. Plague Tale? Ja, ne? Weil du dann auch viel mit Rätseln zu tun hast. Du kommst ja jetzt nicht in den Raum. Wenn du die Ratten so involvierst, dann. Gibt's da ja auch schon Rätsel? Environmental Stuff. Ein bisschen. Diese verlassene Burg und so. Also du hattest aber schon Sachen, ich wurde gameplay-technisch rangehalten und auch vom Universum her aus. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Hm. Deshalb freue ich mich auch sehr drauf. Aber es ist ja okay, dass es so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich bin gespannt, was die Community sagt. Ja, wenn wir sie gleich mal voten lassen. Ist halt kein Bloodborne, aber. Ja, ihr habt schon recht. Die Community ist eigentlich auch ein bisschen auf Eddies Seite, was die Steuerung anbelangt, beziehungsweise den Gameplay anbelangt. Da sagen sie auch, ey, es ist schon ziemlich. Veraltet ziemlich viel Basic dabei, aber die Story sei richtig gut und zum Beispiel auch für Mr. Miesfies hier im Forum ist es ein richtiger Überraschungshit gewesen und er hofft sehr auf Teil 2, dass dieser größer und besser wird. Aber dann habe ich noch weitere Meldungen, aber es ist immer schwierig, das für euch nochmal hier rauszufinden, wie zum Beispiel hier Mr. Miesfies, den hatten wir, aber wo war aber, hat es auch nochmal geschrieben, wo ist es? Habe ich mich vertan? Na, da oben egal. War's eben. Was? Da oben, da, damals. Ihr mochte Teil 1 auch sehr und Teil 2 für mich eine richtig tolle Weiterentwicklung der Idee aus. Und so geht das noch mit 3, 4 weiteren Postings weiter hier im Forum. Also ich glaube, da ist schon eine Fanbase da bei uns, bei unseren Zuschauern und dementsprechend glaube ich, das könnte schon gehypt werden von unseren Leuten. Ich glaube einfach, dass du die Exposition am Anfang gespielt hast und dann aufgehört hast, als es gerade anfing, sich in diesen Gameplay-Mechanik ins Loch gefallen. Ja, wie gesagt, ich meine, es wird ja immer, das Spiel geht ja noch eine Weile weiter. Also ich habe es ja bei dir 4 Stunden ungefähr gespielt, vielleicht sogar mehr. Haben wir ein bisschen noch mal gemacht, ja. Und ich fand's auch toll. Ich habe es nur auch nicht zu Ende gespielt, aber ich fand's toll. Naja. Okay, findet die Community auch toll? Der Chat? Habe ich gesagt 55 pro? 62. Oh, sogar mehr. Alter. Schön. Mann, 62. Diesmal ist richtig falsch.
Das hätte ich jetzt null erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Me like. Aber es gefällt mir. Das ist gut. Das ist gut. So, das nächste Spiel könnte vielleicht für alle ein bisschen interessant sein. Das ist von den Ex-Battlefield. Okay, dann spiele ich den ersten Teil mal. Dann spiel den ersten. Aber nur die ersten beiden. Müssen wir wahrscheinlich so hassen und dann uns hassen. Ich kann, wenn ihr alle so, das so geil findet, dann ist mir da vielleicht was. Ich will das ja nicht in Abrede stellen, dass da irgendwie was ist, aber ich glaube, ich habe einfach mittlerweile so wenig Geduld, dass wenn da zwei Leute 5 Minuten nebeneinander laufen und labern, während der Zeit ich nicht irgendwas gelootet habe, dann drehe ich durch. Es sind auch sehr viele Kindercharaktere da. Also ich weiß, Kinder in Hollywood sind immer schwierig. Kinder in Videospiele, um Kindercharakteren zu entgehen, wenn du verstehst, was ich meine. Gut, jeder hat eine kleinere Schnur, ne? Ja. Ich muss sagen, schwierig, aber die waren nicht so anstrengend. Hugo war halt so ein bisschen kleiner Bruder, aber trotzdem waren alle anderen Charaktere. Also es waren auf jeden Fall realistischere, in Anführungsstrichen, und besser, angenehmere Kindercharaktere als in vielen anderen Spielen. Okay, gehen wir weiter zu Ark Raiders. Sagt es euch was? Das ist von Ex-Battlefield-Entwicklern. Das ist dieser schöne Trailer, den wir gesehen haben bei den Game Awards. Ja, es könnte hinkommen. Da, wo die Soldaten alle entgegengelaufen sind, zu einem riesen Spider-Mac, würde ich mal sagen. Okay, ich muss das unbedingt noch mal sehen. Also, ich weiß gar nichts mehr. Das wird richtig geil. Sieht das ist so eigentlich nach PvE aus. Ja, Player versus Environment. Und das ist von DICE? Es kommt auf nee, nicht von DICE, sondern ehemaligen Entwicklern von Battlefield. Okay, also es gibt riesige mechanische Wesen, Waffen. Ja. Yeah. Und es ist ein Battlefield? Also nein, ist es nicht Battlefield, ist es, sondern. Nein, ich meine, ist es ein Singleplayer, Koop, ist es ein Versus? Ja, Multiplayer. PvE, ja, Multiplayer. Mehr so PvE Outriders, oder? Also so was wie The Division. Ja, nee, Division ist ja eher so ein Loot-Shooter. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber PvE wurde bisher geschrieben. Also ich lese euch parallel mal was vor. Ja, ich lese euch parallel mal was vor aus dem Forum. Also geht mal nicht auf meinen Rechner, sondern nur, dass jemand zuhört. Mein Hype-Game von Eddie spielt übrigens, hat es geschrieben. Mein Hype-Game 2022 ist Ark Raiders von Embark Studios. Ark Raiders wird ein Free-to-Play PvE Third-Person-Shooter mit starkem Fokus auf Teamplay. Es wird hohen Wert auf Abwechslung gelegt. Soll die Gegner-KI selbstlernend sein und jedes Match soll sich anders anfühlen. Die Entwickler haben bereits in Devlogs gezeigt, wie ein Spinnenroboter alleine gelernt haben soll zu laufen. Embark wurde vor 3 Jahren von über 60 ehemaligen Battlefield-Veteranen gegründet und hat mittlerweile 250 Mitarbeiter. Die Leute, die da dran sitzen, wissen, was einen spaßigen Teamplay-Shooter ausmacht, wird hier geschrieben. Und der erste Trailer sieht auch mega gut aus, die Grafik ist mega gut, das Retro-Design ist fresh und die Musik im Trailer bringt auch ein geiles Feeling rüber. Hab Bock drauf. Also das Gegner-Design ist wirklich echt cool und so spinnenkrabbenartige Viecher, die gehen immer. So 4-Beiner bis 8-Beiner. Scarabs gab's leider nicht bei Halo. Das sieht doch so ein bisschen aus wie dieses Ameisenspiel, was du mit Ian immer gespielt hast. Ah, ja, du meinst die Defense Force? Ja. Ich muss da denken, so wie den Jan Tenner-Spiel aussehen fast, wenn die über Westland einfallen. Ohne Scheiß! Nee, aber wie so nicht cartooniges oder so ein realistisches Earth Defense Force sieht das ein bisschen aus, finde ich. Ja, also ich würde es mal ausprobieren, aber es ist halt echt die Frage, was der Hauptteil des Spieles ist. Ob man da über eine graue Welt läuft und die ganze Zeit immer dieselben NPCs wegballert, bis dann mal ein Endgegner kommt, das befürchte ich so ein bisschen. Das ich frage mich auch, Free-to-Play schreckt mich ein bisschen ab. Nicht, dass es dann jetzt zu repetitiv ist, dass man sehr oft gleiche Missionen dann macht, um nur Sachen freizuschalten, weil irgendwie müssen die auch Geld verdienen mit dem Spiel, was Free-to-Play ist, wie Ede gesagt hat. Das ist ein guter Punkt. Und, ein sehr guter Punkt wird. Zum Beispiel Back 4 Blood kam ja auch nicht so gut weg, weil es war auch sehr repetitiv. Es muss halt sehr viel Abwechslung kommen, sehr viele Levels. Irgendwas muss dann passieren. Want you back for blood. Blood, scheiße. Jetzt wissen können. Ja, ist doch klar, Mann. Ja, sorry. Ist das, Simon, was für dich reicht, dass die Spinnen Roboter sind, dass du das zocken kannst? Weil wenn es realistische wären, würdest du ja nicht spielen. Ich habe kurz überlegt, ich glaube, ich könnte es wirklich schwer spielen, wenn das jetzt echte Spinnen wären, die einfach nur sehr groß sind. Ich finde diese Roboter, ich fand auch hier diesen. Wie heißt das Gehirn mit dem Spinnenkörper in Doom? Ja, die. Irgendwann. Blablabla. Egal. Aber die fand ich schon immer toll. Die habe ich früher als Kind habe ich die nachgebaut aus Ton, aus Fimo. Aus Hirn. Sowas finde ich total geil. Es gibt auch noch diese Spinnendame aus Dark Souls mit dem Spinnentorso. Priscilla. Ja. Weiß nicht, Priscilla. Ja, aber sowas geht ja. Findet ihr sowas gut? Das ist so ekelhaft. Wie heißt die? Aus Dark Souls 2. Nee, Dark Souls 1 war sie. Du musst nur auf die richtige Hälfte gucken, wie bei Märchenfrauen. Ach, sie, ja, unten. Ja, genau. Einfach nur weggucken und genießen. Ja. Quila? Quila. Aus hier hin. Quilax. Ja. Im Schlund ist Quilax. So, was sagt die Community dazu? Zu Ark? 39. Ark Raiders? Alter,
Gregor. Nicht schlecht. Was geht da los? Was da ab? Was geht da ab? Okay, jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Darauf werden sich wahrscheinlich alle freuen. Gerade ein gewisser Daniel Schröckert. Es ist Avatar. Frontiers of Pandora. Nein, dafür, Priscilla, ich meine doch die Skorpionfrau aus Dark Souls 2, nicht Priscilla ist die Unsichtbare, weiß ich doch, in Painted World of Ariamis. Ich finde, dass wir Schröckert Quillack ist Dark Souls 1. Let's Play hier auf dem Sender einfach. Aber auch ein Cosplay. Ja, wir zwingen ihn, wir sagen, es geht um Filme, dann stecken wir ihn in den Raum, schließen ab. Escape Room oder so. Und dann muss er so und so lange. Er kommt nur raus, bis er sich blau angemalt hat, komplett. Genau, das gefällt mir. I just blew myself. Zitat von Michael Reinke. Das sieht richtig geil aus. Das kommt rein. Ja, es ist doch der gleiche Trailer, den wir schon im letzten Jahr dann gesehen haben oder so. Im vorletzten, wie auch immer. Das war ja eins der Überraschungsgames von Ubisoft zur E3 müsste es ungefähr gewesen sein. Ich meine, die Filme, wann kommt jetzt der zweite Teil raus? 2023, oder? Also das letzte Datum. Wir haben schon so oft darüber diskutiert, man muss ja auch ein bisschen auf das Avatar-Universum Bock haben. Ob ich das nach 14 Jahren, nach dem ersten Film irgendwie ansatzweise habe, weiß ich nicht, glaube ich, bei mir persönlich weniger. Würde mich also nicht vom Setting her alleine reinziehen. Wenn du jetzt eine typische Ubisoft Open World noch mit dazu bekommst, ne? Mal gucken, ob dich diese Kombination reizt oder nicht. Das könnte vielleicht auch für Jurassic Park-Fans vielleicht ein bisschen was sein, ne? Mit diesen außerirdischen Dinos. Ich würde mich echt freuen, wenn es Jurassic Park wäre. Ich mag den Film sogar. Ich habe Avatar im Kino gesehen, fand ihn gut. Ich habe ihn zu Hause nochmal 2D gesehen, fand ihn auch gut. Aber selbst mich hat diese Stimmung mittlerweile erreicht, dass alle irgendwie Avatar mittlerweile scheiße finden. Und ich kann es irgendwie auch nicht mehr sehen. Aber das ist einfach so viel Zeit ins Land gegangen, dass mich das null interessiert mehr. Leider. Was wirst du denn da genau machen jetzt, Wirt? Ne? Bist du die Mensch oder bist du die Pandorianer da? Müsst du dich wehren? Was ist los? Oder ist das Strategiespiel? Also, wenn es so ähnlich ist wie das Filmspiel, da konnte man ja frei aussuchen, ob man jetzt hier die Navi spielt oder die Menschen. Mhm. Aber in diesem Spiel kann man es wirklich nicht sagen. Also für mich sieht es nach einem Battlefield aus. Okay. Ey, aber ich glaube, das könnte. Also entweder es ist ein Story-Game, Singleplayer, ja, oder es ist ein Battlefield-Multiplayer. Nee, ich glaube nicht, das war jetzt ein Scherz, dass es ein Battlefield-Multiplayer ist. Ja, also es wäre schon richtig geil, wenn es asymmetrisch wäre, so ein Volk, das keine technischen Ausrüstung hat, sondern mit der Natur kämpft. Das wäre eher so Horizon-mäßig. Das wäre ganz schön, ja. Ich würde mir gegen solche, weißt du, gameplay-technisch denke ich, ja, hier wird sowas wie Halo Wars passen vielleicht, ne, mit den ganzen unterschiedlichen Einheiten, die du da siehst. So ein richtiges Strategiespiel. Absolut. Man könnte in vielerlei Hinsicht was daraus machen, aber ich finde, dass das Setting ist verbrannt. Das Setting ist gelangweilt irgendwie. Ich meine, das sieht toll aus, aber ich würde mir halt echt wünschen, es wäre nicht Avatar. Das ist irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht. Niemand im Forum hat es erwähnt. Das sagt auch schon einiges aus. Ja, aber niemand freut sich gerade auf Avatar. Nicht und nur übrigens, Forum. Sie sagen Action Adventure soll es sein, ja, ne? Mal zur Info. So, ja. Und ich sag da noch eine kleine Sache hinterher. Trotzdem, never doubt James Cameron, ne? Für den Film, ja. Ich dachte schon, Titanic wird Arsch, wird keiner sehen wollen. Ich dachte, Avatar wird keiner sehen wollen. Und erfolgreichste Filme aller Zeiten. Das Lustigste, er hat ja vor kurzem er hat das erste Bild von Avatar 2 letzt gepostet. Es war einfach nur irgendein Schauspieler im Wasser. Also es war wirklich, er weiß selbst, dass er halt, dass die Leute alles zerreißen werden, was er postet. Gibt's schon NFTs davon? James Cameron hat NFTs erfunden, bestimmt. Oder? Es ist ein Ubisoft-Spiel. Hat das schon mal gemacht. Okay, ja, dann gibt's welche. Ja. Ja, stimmt, dann wird es wahrscheinlich welche geben, ja. Ganz im Ernst, als es angekündigt wurde, kein einziger Mensch dachte an Avatar. 28% pro. 28, ich sag 15. 17, wollte ich sagen. Ah, okay, sind wir bei 25. 17. Ich sag 25. Ja, ich bin auch 25. 25, Krug, ja, alles klar, hauen wir was. Yes! Oh. Yes. Hey, gut. Ah, wir kennen es. Geil. James Cameron hat alle vereint. Schlechtestes Spiel bislang. Bislang, ja. Aber mit Abstand. Mit Abstand. Ja, das ist echt, der versucht wahrscheinlich auch verzweifelt, einen Hype aufzubauen, weil wenn diese Filme rauskommen, die seit 10 Jahren in Entwicklung sind und wo so viel Geld reingepumpt wurde. Also deswegen muss er ja irgendwie den Leuten vermitteln, dass sie wieder Bock drauf kriegen. Deswegen hat er alle parallel irgendwie gedreht, weil wenn sie schon gedreht sind, kann sie niemand mehr dann abbrechen. Ja, ne? Du kannst wahrscheinlich wirklich Geld sparen und dann halt. Dann wird es halt, selbst wenn es ein Fail ist, am Ende immer noch ein Erfolg. Oder er zeigt irgendwann einfach so einen Trailer, wo alle so sagen, okay,
Ich nehme alles zurück. Also, ich glaube aber, ich bin da bei dir. Aber ich hasse auch das Avatar-Universum einfach. Ja, ey, sorry, aber das Problem ist auch, dass hier ist Sam Worthington, oder wie? Ja. Der ist halt einfach mittlerweile total weg, so. Und der war auch nie gut. Ja, aber wer ist denn das überhaupt? Ist er nicht mittlerweile nur? Ja, aber wo kennt man ihn noch? Terminator 4. Der, genau. Der wurde für ein Jahr wurde der gehypt und war überall drin. Und dann haben alle gesagt, nee. Terminator, Avatar und hier die Filme, die meine Kultur wieder durch den Kakao gezogen haben. Crash of the Titans, oder was war das? Ja, das ist ja. Ja, gut. Meine Kultur. Hier meine Kultur! Spiel Nummer 16. Die Fortsetzung von eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Würde ich mal behaupten. So, Baldur's Gate 3. Ist es nicht schon draußen? Seit Jahren? Das haben wir doch schon durchgespielt auf dem Sender. Ist es durchgespielt? Wie groß ist denn der Early Access? Wir haben es gezockt, aber es war nur ein Early Access, ne? Also, es kommt jetzt erst. Early Access ist auch eine Schummelpackung. Also, Early Access, entweder du bist raus oder du bist nicht raus. Du kannst ja nicht ein Spiel rausbringen, was man 4 Jahre zocken kann und dann sagen, eigentlich sind wir noch gar nicht draußen. Vor allem bei einem Singleplayer-RPG. Also, ich weiß auch nicht, wie lang jetzt der Early Access, wie umfangreich der ist oder ob er sagt, bis hier ist die Story und vorbei. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Also, mich hatte schon Bock drauf, als ihr es auf dem Sender gezockt habt, fand ich, sah es schon geil aus. Es hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Ich hab da Bock drauf, aber ich möchte, dass es jetzt auch dann rauskommt und fertig ist und nicht immer dieses Rumgedruckse da. Wir sind noch nicht fertig. Das ist übrigens schön, weil wer sich mal über den Hintergrund über alles informieren will, auch diese Pen-and-Paper-Hintergründe und so, der kann so von Geschichten aus der Geschichte, gibt's eine Folge vor kurzem, da geht's auch um den Ursprung von Pen-and-Paper und wo das alles herkommt. Und da geht's auch kurz um Baldur's Gate. Da waren tatsächlich noch Infos, die ich auch nicht wusste. Also ich meine, das ist für die Leute, die halt wissen, was sie da kriegen und das wollen, ist das perfekt. Neueinsteiger werden wahrscheinlich genauso wie ich halt sagen, ja, irgendwie mich hat Baldur's Gate halt noch nie so fasziniert. Es gab sau viel, was eben gerade für Fans von solchen Games nochmal in den letzten Jahren gekommen ist, wenn jetzt Divinity Original Sin oder sowas und der zweite Teil nicht das Feld bestellt hätten dafür, wäre Baldur's Gate 3 auch in der Form nicht gekommen. Also ich habe Original Sin 2 eine Zeit lang gespielt. Ich weiß nicht, ob ich auf Baldur's Gate persönlich jetzt noch so richtig Bock hätte, aber ich war auch nie der PC-RPG-Fan eben. Ich habe mega Bock. Ich bin ein CRPG-Fan und ey, das wird super. Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe aber auch schon seit 10 Jahren Bock, oder 10 nicht, aber auf Divinity und ich traue mich dann immer nicht ran. Weil wieso? Weil das immer so. Schon cool, aber. Ja, weil es halt so, weiß nicht, man muss sich da so richtig Zeit reinstecken. Commitment. Ja, aber ich versteh's. Aber eigentlich hat das alles, was ich liebe an einem Spiel. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt wenn ich noch 25 ungebunden wäre und in meiner Einzimmerwohnung wohnen würde, mit mich vom Mikrowellenessen ernähren würde, dann würde ich, glaube ich, den ganzen Tag Divinity 2 spielen und auf Baldur's Gate 3 warten. So. Also ein Teil von mir, der das ja immer noch macht, aber da ist sehr viel geredet, ne? Da wird sehr viel geredet. Aber du kannst auch wegklicken. Da wird viel geredet. Das Laber mal nicht. Ja, genau. Was? Ich muss schon wieder rauswählen. Deshalb bist du so gut in Tekken, weil du den Text so schnell weggeklickt hast. Text wegklicker als in guten Tekken, ja. Vierklicks. Auch in Klicker-Games generell einfach. Ja. Krogi, wie sieht's bei der Community aus? Romulus im Forum schreibt, er ist richtig gehypt. Aktuell eigentlich nur auf den finalen Release von Baldur's Gate 3, der hoffentlich 2022 kommen wird. Und ich habe gerade noch mal den Chat ein bisschen überflogen, die haben auch Bock. Und ich muss sagen, das Let's Play auf dem Sender hat wirklich Spaß gemacht. Gerade in dieser Vierergruppe, was man dafür für Quatschsachen machen konnte, das war einfach richtig gut. Und ich glaube, das wird ein fantastisches Spiel, wenn das rauskommt. Von daher, meinen persönlichen Hype-Stempel kriegt das Spiel auch. Also, lass uns das Voting auflösen. Okay, lösen wir auf, liebe Regie. 55 pro. 55, sag 40. Ich sag 62. 40 pro. Oh, ja, okay. So optimistisch war ich. 51, ne? 50, ja. Das finde ich krass. Yes. Vor allen Dingen, weil das Spiel ja dann wirklich schon raus ist, eigentlich. Also, oder fast raus ist, oder? Das ist schon weird, dass dann trotzdem so viele Leute noch warten und sich drauf freuen. Naja, das fertige Spiel, dann müssen Du konntest ja nur bis zum gewissen Punkt spielen. Ach so, ne? Also, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre eigentlich genau, nicht komplett. Jetzt ist es fertig gepatcht, das Version 1.0. Nee. Ja, wahrscheinlich konntest du es nicht zu Ende spielen. Wahrscheinlich nur ein Drittel oder ein Viertel des Spiels. Okay. Ja, dann war es vorbei, genau. Ja. Von daher. Nächstes Spiel, lang erwartet. Man hätte nie gedacht, dass dieses Franchise überhaupt auf einer Nintendo-Plattform erscheinen wird. Und zwar ist es die Hexe Bayonetta. Bayonetta 3. Es ist schon lustig. Ja. Es ist schon lustig. Es ist ein stylisch Action-Game von Ich habe Bayonetta 1. Ja. Habe ich ja irgendwann mal dann gezockt. Ja. Und ich komme. Auf welcher Plattform? PS3 oder Xbox? Weil es macht wirklich einen Unterschied, ob du es damals auf der PS3 oder Xbox 360 gespielt hast. Okay, das Switch. Ich weiß es nicht mehr. Und da gab es einen Gegner, an dem ich nicht vorbeigekommen bin.
Das war genau, relativ am Anfang. Irgendein Drachengegner, den ich nicht gecheckt habe. Mhm. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Und das ist einfach symbolisch. Ich habe ja nun schon auch das ein oder andere Spiel gespielt. Und wenn ein Spiel so crazy ist, dass du einfach nicht mehr checkst, was abgeht, also ich kann da nicht mehr, ich komme da nicht mehr mit. Ich weiß, es gibt eine Fanbase und es gibt Leute, denen das genau zusagt, dieses Kampfsystem Trant und so. Aber es ist überhaupt nicht mein Kampf. Das ist genau, du triffst aber genau den Punkt, finde ich, bei dem wir gameplay-technisch sind die top, ne? Also Platinum Games, ich meine, das sind auch die Leute, die Devil May Cry erfunden haben, die damit weitergemacht haben. Mhm. Wenn du diese typische Character-Action nimmst mit Ausweichen und Special Moves und Kombos, wenn du mal richtig reingehst, dann kannst du auch richtig gut spielen. Aber mir ist das zu wild einfach. Ja, ja. Ja, egal, du drückst irgendwas und dann explodiert der Bildschirm in 8 Millionen Regenbogenfarben und du fliegst auf Engelsflügen durch den Weltraum und der Merkur kotzt im Strahl und alles. Und ich erkenne einfach nichts irgendwann auf dem Bildschirm, weil es einfach too much ist. Und deshalb bin ich bei den Bayonettas leider nie, also ich höre irgendwann dann auch meistens auf. Den 2er habe ich auch noch durchgespielt. Ich bin nicht gehypt dafür. Ja, aber Guardians of the Galaxy war viel unübersichtlicher, wenn ich das auch scheiß Kampfsystem. Aber jetzt muss ich noch fragen, erscheint das jetzt nur für die Switch? Es erscheint nur für die Switch. Ja, interessiert es mich nicht im geringsten. Weil hier die zweite, Teil 2 kam auch nur für die Wii U und dann letztendlich auch nochmal für die Switch. Und Zitat von den Herrn Kamir: wenn ihr Bayonetta spielen wollt, kauft euch einfach eine Switch. Also, ja, oder vielleicht einfach als anderen 8 Millionen Spiele. Ja, Nintendo subventioniert das ja mit. Ne? Also ist ja auch klar, dass sie es dann auf ihrer Plattform dann haben wollen. Oder holt euch die Sarah Palin-Mod für ein Spiel eurer Wahl. Und dann habt ihr auch. Wer will nicht die Sarah Palin-Mod? Ja, für FIFA hole ich die. Ich will mit 11 Sarah Palin spielen. Ne, ich meine ja nur, weil. Also, ich spiele es fürs Gameplay und für den Humor, aber nicht auf der Switch. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es nur auf der Switch erscheint, weil, wie oft wir schon gesagt haben, dass die Switch mittlerweile aus allen Löchern keucht. Also. Ja, und dafür, dass was ich dann ausgeführt habe, im Trailer fand ich es erstaunlich farbarm bisher. Es war sehr viel Grau in den Settings. Ja, ja, guck mal, der Trailer auch mega grau alles. Ja. Ja, vielleicht auch nur der Level hier. Hat die nicht Narren in ihren Füßen? Ja, hat sie auch. So High Heels. Heels. Ja. High Heels. Aber die Frisur sind jetzt Mega-Zöpfe, und oder? Ihre Klamotten sind ihre Haare. Mhm. Mhm. Ja, lutsch den Lutscher für mehr Abwehrkraft. Toll, toll, super toll. Ich glaube, ich kann den komplette Minute durch, aber machen wir jetzt nicht. Das super. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. So ein Kaiju-Battle dabei aus ihren Haaren. Ich glaube, auch wenn man das checkt, irgendwie, also da wird schon irgendwo was dabei sein, was Bock macht, aber mir, ich kann das nicht mehr, Leute. Ey, ich bin zu alt. Das war das Schöne damals, Simon, das Sender-Feedback, was wir für den Bayonetta-Beitrag bekommen haben. Wir mussten die Sendung ja bei MTV vorlegen und dann sagen, die möchte die Änderungen haben und so weiter. Und das, was wir als Feedback bekommen haben, ich verstehe das alles nicht, aber ihr wisst schon, was ihr macht. Ja, das war schon. Da durften wir uns das schon erlauben. Ja, ja, wenn wir damit durchgekommen sind, ist vorbei. Aber ich freue mich auf den Beitrag bei Game 2 auf jeden Fall. Ich auch. Also, ich bin wirklich auch leider abgeturnt, weil es halt einfach eine Low-Quality-Version von Bayonetta ist. Brauche ich dann nicht. Low-Quality? Nein, visuell meine ich jetzt. Visuell. Einfach technisch. Okay. Ja, es ist schade. Das ist sehr, sehr schade, dass es halt einfach immer noch bei Nintendo liegt. Aber was sagen hier die Community? Sehen ey, wir die sagen 58. Die sagen gar nichts, ey. Die sagen gar nichts. Okay. Kein Kommentar dazu. Ich hatte 30 nur gesagt. Avatar aber ist schlimmer. Nur Avatar ist schlimmer. Einmal aufstehen, ich habe 24-7, alles klar. Ja, aber ich höre gleich mein Auto. Fängst an zu rauschen, was das Mikro weg ist aus der Reichweite. Ja, wir haben ja Omas Stühle hingestellt. Aber Oma saß da auch 100 Jahre drauf. Ja, und warum ist sie nicht mehr aufgestanden? Wollte ich gerade sagen, die kam nie wieder runter. Aber ist sie auch jemals nicht auf diesem Stuhl gewesen? Naja, aber wir haben ja noch andere tolle Sachen. Ja, welches Spiel haben wir denn? Darf ich vorlesen? Darfst du. Ich weiß, du kannst dazu viel sagen. Ja, wir haben ein bisschen, weiß ich nicht, aber wir haben ein bisschen was anderes mal. Ein Strategiespiel und die gibt's ja irgendwie immer seltener gefühlt und vor allen Dingen in dieser Liste nicht so viele. Neben Warhammer gibt's also auch dann Company of Heroes 3. Das ist ein, wenn es immer noch Weltkrieg ist, nehme ich an, ein Zweiter Weltkrieg, Echtzeit-Strategiespiel. Wieder Weltkrieg. Wir waren ja kurz und während des Kalten Kriegs ja noch im zweiten Teil. Ich habe den ersten gespielt, den zweiten nicht und den dritten würde ich mir angucken. Es ist halt leider so diese übliche Weltkriegs-Revoluzzer-Geschichte. Man hat das alles, glaube ich, schon eine Milliarde Mal gesehen. Eigentlich sollten sie sich nur noch auf die Maps konzentrieren und quasi sich auf die Story einfach nicht mehr kümmern, weil man hat alles schon 100 Mal gehört. Das ist geil. Aber das ist halt das, was man haben will. Die Landung in der Normandie mit Fahrzeugen und es sieht einfach aus, es hat diesen Miniatur-Armee-Look, der ja wirklich Bock macht. Es ist auch im Prinzip ein Battlefield-Strategiespiel. Ja, kann man sagen. Ja, gut, klar, aber das ist ja eigentlich dann, also ist ja jedes Strategiespiel, gibt's ja dann auch in der Ego-Shooter-Variante. Aber hier ist das Schöne eben, finde ich,
Ich weiß, mir fällt kein Spiel ein, was genau so ist. Also außer Company of Heroes. Also wo ich wirklich dieses Setting habe mit diesen Features und diesem Look auch. Es gab früher, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren irgendwie noch Spiele, die auch in diese Richtung gingen, wie Company of Heroes. Da gab es ja wie Project Panzer und Rush for Berlin und so weiter. Genau, aber es gab eine Zeit, da war Echtzeitstrategie. Genau, da gab es sehr viele Echtzeitstrategie-Spiele während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Oder D-Day gab es, glaube ich, auch noch. Aber das aber ist außer das, das 1998 ist. Ja, du siehst natürlich jetzt, die Zwischensequenzen sind halt in Ingame und das ist Ingame ist halt ein Strategiespiel, dadurch natürlich sieht es nicht so gut aus. Aber das ist, glaube ich, das Schöne. Du willst dieses, oh Mann, ich habe das Panzerfahrzeug erwischt, jetzt kann ich endlich mit meinen Leuten über den Berg kommen oder so. Es geht, glaube ich, um diese, wie heißt es, das Gleichgewicht der Einheiten, Fahrzeuge zu Soldaten. Ohne dass ich jetzt. Ja, du musst doch erst einen Flugplatz einnehmen, bevor du überhaupt mit Bombern oder sowas machen kannst, ne? Also du musst erstmal spezifische Punkte einnehmen auf der Map, die wichtig sind, damit das überhaupt Sinn ergibt, dass du weiter den Krieg gewinnen kannst. Oh, sagt der Chat gerade. Ja. Sudden Strike wäre ein Spiel gewesen, was in die Richtung gegangen wäre. Und es hat jetzt zum ersten Mal ein mediterranes Setting übrigens noch als weitere Info. Also ihr seid quasi in übernommen? Italien. Ja. Italien, wollte ich gerade sagen. Wir sind neben Kollateralschäden neben dran, ne? Ich kann mich noch gut erinnern, der erste Teil war ja so ein riesiger Flop verkaufstechnisch. Ne? Also die hatten viel. Ja, obwohl es ein gutes Spiel war, war es ein verkaufstechnischer Flop, aber hat sich dann durch Steam Sales und andere Sachen und Word of Mouth dann gemausert. Ne? Bis wir dann irgendwann an den zweiten Teil und jetzt auch den dritten sehen. Also da sieht man, dass sich Qualität dann doch durchsetzt mit der Zeit. Also auf jeden Fall so ein richtiges Dennis Richtarski-Spiel. Aber es ist schön, dass endlich alles zerstört werden kann, dass. Die Panzer und so, ne, dass die hatten schon immer Gewicht und Wucht, aber irgendwie sieht das jetzt noch realistischer aus. Und wie gesagt, ist halt schön, ne, wenn sowas dann alles plättet, sieht ja danach auch die Map ganz anders aus. Du hast andere taktische Fähigkeiten. Für jemanden, der da richtig Fan von ist, ist das, glaube ich, schon schön. Ich glaube auch. Also zum Beispiel Steffen Jeever und Co., die sind ja große Fans dieser Reihe. Die haben sich sehr darüber gefreut, als die Ankündigung kam. Hier wird auch gerade geschrieben, das sind die gleichen Entwickler von Dawn of War. Da wünschen sich die Leute eher, mach lieber ein neues Dawn of War, weil Dawn of War habe ich auch gespielt. Ist, ist es noch Creative Assembly? Nee, das ist nicht Creative. Und hier sitzt. Bei Sega. No? Relic. Also, ich glaube, das wird richtig nice Relic. Für die, die Bock haben. Also, weiß ich, die freuen sich schon drauf. Aber ich müsste jetzt auch überlegen, wo schiebe ich das rein, dass ich da sinnvoll ein paar Stunden. Drin spielen kann. Okay, Gregor, sowas nicht gemeint. Warum wir ich muss nur lachen. Erst mit dem Rohr oder die Ketten zuerst? Nee, ich meine natürlich zeitlich. Bis es scheppert. Lass doch mal auflösen. Schauen wir noch mal, was sagt der Chat zu 51. Zack, 34. Oh, sehr negativ. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ist Hauptsache besser als aber. Aber der Trailer war jetzt auch kaum Gameplay wieder, sondern nur so Zwischensequenzen. Ja. Okay, das nächste Spiel ist ein. Oh, das ist natürlich wieder sehr kurios. Es ist wieder ein Spiel, was für PS5 und PC erscheint, aber in Anführungszeichen von Microsoft entwickelt wird. Es ist ein Bethesda-Spiel und zwar ist es Ghostwire Tokyo. Mhm. Das ist von Bethesda? Ja, das ist von Shinji Mikami, also seiner Gruppe. Ja, stimmt, Tango Gameworks. Tango Gameworks, der ist ja vor langer Zeit bei Bethesda angeheuert. Die haben ja die Evil Within-Spiele dann über Bethesda rausgebracht. Mhm. Das ist das neue Game, wo sie so ein bisschen länger dran sitzen. Erinnert mich ein bisschen an so alte Dreamcast-Games. Ich weiß nicht, ob jemand noch sowas wie Marken Shao kennt. Dead Set Radio. Wird das vielleicht auch so ein kleines bisschen, wenn wir schon wieder Tokio als Setting haben. Also schon wieder Shibuya. Das war ich komplett als Scherz gedacht. Was er, ich wollte Space Channel 5 sagen auch. Also, vielleicht die Tanzeinlagen, die dazu kommen. Also ich musste so ein bisschen daran denken aus dem Ego-Perspektiven-Gameplay, weil Markenschau war so ein Dämonen-Shin Megami Tensei-Endzeit-Ego-Slasher, ne, wo du dann gehauen und kaputt gehauen hast. Ich muss mal gucken, ob mir das Gameplay da Spaß macht. Evil Within 2 war toll, fand ich. Da kannst du auch gerne gleich was sagen. Simon, du hast nachgeholt. Das wird jetzt mehr Action als Survival-Horror wahrscheinlich sein, aber die Horror-Elemente haben sie ja ganz gut drauf. Ich musste auch an den Shadowrun-Multiplayer-Shooter denken auf der Xbox 360, so ein bisschen, wo ich diese Settings da gesehen habe mit den Effekten. Also mal gucken, wenn es jetzt ein Koop-Action-reines Game wird, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger was für mich, aber die haben zumindest, was die Bildsprache angeht, immer einen ganz guten Stil drauf. Ich freue mich jetzt nicht mega drauf, aber wenn es da ist, werde ich zocken. Ich freue mich auch nicht so super drauf, aber ich finde, das hat genug originelle, eigenständige Inhalte,
und es wirkt auf mich so ein bisschen kantig. Also, als ob es nicht hundertprozentig gut wäre, aber trotzdem einem richtig Bock machen würde. So, es hat mich an Breakdown erinnert. So. Es ist eigentlich, müsste es scheiße sein, aber irgendwie könnte es richtig gut sein. Aber ich habe keine Ahnung, von was für einem Spiel wir hier eigentlich sind. Das ist ein Ego-Shooter, Geister, ein Ego-First-Person-Ego-Shooter gegen Geister. Aber eben, es ist nicht einfach nur ballern, sondern du musst, glaube ich, rauskriegen, wie du die Geister irgendwie, wie du die exorzieren kannst. Statement von Entwickler, das ist irgendwie so Karate meets Magic. Das hat man ja auch gesehen mit den Händen. Man hat ja überwiegend nur die Hände gesehen, wie die dann diese ganzen magischen Sachen einsetzen. Ja, ey, ich finde, es ist mal ein anderes Setting. Also, ich meine, es gibt nicht so viel in Tokio, außer jetzt Yakuza. Und alle japanischen Spiele, die Gregor spielt. Ja, okay, aber das ist ja auch ganz spezielle Gregor-Linse. Ich meine damit, wir haben die Normandie häufiger gesehen als Tokio. Das meine ich damit. Also, ich bin froh, für mich ist es ein unverbrauchtes Setting, relativ. Es ist nicht New York. Es ist wenigstens mal es nicht ist New mal York. Wieder Shibuya. Aber ich bräuchte mal ein Spiel, wo es die Landung in Shibuya gibt, ne? Ja, das wäre mal nicht schlecht. So ein Spiel, wo so History vermixt wird und du hast plötzlich ganz andere Sachen, die man kennt, aber noch anders halt. Homefront, wo die Nordkoreaner dann die Westküste Amerikas angreifen? Ja, das ist ja historisch korrekt. Also, es wird passieren. Ah, das wird so, passieren. Ja, es kommt ja, stimmt. Wir hatten ja gesagt, nachdem Kim Jong-il stirbt, dann sagt Kim Jong-un, dass dann hier, hey Leute, vereinen wir eine Korea und dann ab an die Westküste. Ich habe Homefront schon wieder ganz vergessen, aber ja. Ach, es war lustig. Ja, aber auch schlecht. Ja, es war schrecklich. Aber auch irgendwie schlecht lustig. Also, ich hatte ein bisschen Spaß damit, aber nicht viel. Ja, so. Lass mal gucken auflösen, wir mal. Oder? Krogi, wir lösen auf. Hier gibt's noch keine Wortbeiträge. Ich finde auch, das sieht aus wie ein Flickenteppich. Komm, 58. 58 negativ? Ich sag, ich sag 30. Ich sag auch 30. 44, ziemlich aber gut. Aber siehst du, die Leute finden das gar nicht so scheiße, wie ihr denkt. Die vertrauen nämlich Shinji Mikami. Mhm. Und stimmt, 44, New York wurde 7. gar nicht so häufig benutzt. Aber ihr wisst, was ich meine. Welche? Es gibt so Städte. New York, oder? World at War? Oder Worldfront? Keine Ahnung, wie die aber ich meine, es gibt echt Spiele, die sehen immer gleich aus, weil sie immer in denselben Städten spielen. So, das meine ich. Ja. Man hat dann irgendwie alles gesehen. Hamburg, war nicht Crisis auch Berlin, schon? New York? Naja. Crisis? Ich meine einfach stimmt, nur Crisis. Dieses europäische, westliche US-Stadtsetting. Ja, das meine ich. Crisis 2 war New York. Hier, gib mir ein GTA in Rio, dann bin ich froh. Ja, ich wollte früher immer ein GTA in Japan haben, aber das war jetzt natürlich in Tokio machst du nicht mehr. Aber ich hätte gern mal ein GTA in einem Setting, wo es kein Mond. Frankfurt-Offenbach. GTA Frankfurt-Offenbach. Sie haben London gemacht. Warum nicht Frankfurt-Offenbach? Das ist Skyline. Ist das so Ghetto? Offenbach? Ja. Ja, das ist quasi die Ghetto-Ecke ist also, Offenbach. Erinnerst du dich an Stalker? Alles klar. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu einem großen Highlight. Und zwar ist es God of War Ragnarök. Yes. Yes. Ist das ein Fortnite-Tanz? Ja. Geil. Das ist, weil Ede lernt da, wie er seinen Sohn erzieht. Ich glaube, weil der Rücken wehgetan hat, war das doch. Oder? Spielt dein Junge schon Fortnite? Take the axe, kill that goat. Komm, so. Hau den Trailer raus. Ja, solange die Bratze nicht nervt, ist alles gut. Ja, der Bratze ist geil. Jetzt Teenager. Ja, das ist noch schlimmer. Das ist die Befürchtung dann eben. Das ist mein zweitmost wanted Titel dieses Jahr. Also ich habe einfach nur Angst, dass du plötzlich die Liebe entdeckst. Oh. Und dann wird's schwierig. Mm. Also mich nervt, dass der kleine Junge schon jetzt keinen Bock mehr hat zu kämpfen. Und ich denke mir, du bist der Sohn von Kratos. Das ist dein einziger Lebensinhalt, Boy. Kriegsgott. Wie kannst du dann nicht? Das ist so eine Quengel-Sabbel-Laut. Sag den Leuten, dass ich Gänsehaut. Da, du kriegst Gänsehaut. Ist sehr kalt. Können wir noch eine Heizung herholen? Es ist natürlich, ohne jetzt inhaltlich auf den ersten Teil einzugehen, da gab es ja ein paar interessante Wendungen, was so abgegangen ist, was man erfahren hat darüber und was den zweiten Teil informiert. Alleine gameplay-technisch und visuell war es super gut. Ne? Also vielleicht schlachten die jetzt endgültig alle nordischen Götter und dann können wir ab nach Ägypten für den nächsten Teil, weil die können ja auch endlich mal weg dann die stimmt. ganzen... Ja, bei der Entwicklung war es ja so, die hatten die Wahl. Entweder in den Norden oder in den Süden und dann haben sie... War das eigentlich in eurer Auffassung nach, ist das ein Open-World-Spiel? Ich hätte fast eher so, ja, ich verstehe sowas als Sandbox, ein bisschen kleiner als Open World, aber trotzdem in einer gewissen Bewegungsfreiheit. Das hatte fast schon ein bisschen was Metroidvania-mäßiges. Ja, auch ein bisschen soulig fand ich so. Ich fand, das war genau so, wie man, finde ich, die Mischung aus Open World, also du machst da ja auch ein paar repetitive Sachen, sage ich mal. Aber Arena-Kämpfe, ja. Ja, aber du hattest immer wieder irgendwie auch dieses Reward-System, das funktioniert hat und Forscherdrang. Also es war echt sehr, finde ich, gut ausgeglichen zwischen schlauchig geskripteten Sachen und was ist denn da hinten? Da gehe ich jetzt mal hin und guck mal und wow, hier geht's ja noch weiter. Ich
mir ist eine Sache beim Gucken aufgefallen, die ist nicht neu, aber mir ist sie zum ersten Mal aufgefallen. Kratos ist nicht nur der King of Greifhaken, weil er den ja hat, sondern er ist eigentlich der, er hat den Doppelgreifhaken schon von Anfang an. Seit God of War 1 hat er Greifhaken, die jetzt erst populär werden. Weil jetzt hat jedes Spiel Greifhaken, ne? Aber er ist der King of Greifhaken. Ja, aber Link hat doch schon ewig doch mal einen Greifhaken. Ja, gut, er benutzt die aber eher, um Gegner ranzuziehen, ja, anstatt das andere. Naja, aber du weißt, was ich meine. Ja, jetzt gerade haben sie alle einen Greifhaken, aber Kratos hat zwei. Und zwar schon seit der PlayStation 2. Ich finde das finde ich übrigens, also wenn ich etwas kritisieren würde an God of War 1, dann ist es vielleicht die Gegnervielfalt, dass die doch sehr repetitiv waren. Und da könnte man ansetzen und sagen, das ist noch mehr so einzigartig. Also statt 12-mal den gleichen Drachen zu oder die gleiche Elfenkönigin zu bekämpfen, die auch in ihren Bewegungsmustern recht ähnlich ist, könnte man da noch, ja, zum Beispiel, wenn ich den Souls-Vergleich bringe, unikere Bosse und Encounter machen. Ansonsten und auch die Finisher. Sagen, dieses Spiel, ja. Ansonsten muss ich sagen, ist God of War, der Vorgänger, ein nahezu perfektes Videospielerlebnis gewesen. Ja, sehe ich auch. Und so Mut zur Plauze bei Thor. Das fand ich auch gut. Ja, aber da muss ja auch ein bisschen Muskeln, da muss ja auch was dran können. Ja, also, er geht ja in die Richtung eines, diese, wie heißt denn der Typ, der den Berg gespielt hat in Game of Thrones? Weil der hat ja auch eine Plauze. Und das ist eher Mountain, so. Ne, ja, der Mountain, ja. Der, der ist ja auch eher so von der Statur, ich der auch mehr tragen kann. Ich sage, ich wäre Mut zur Plauze. Ist nicht, gut. Nicht diese Bodybuilder, sondern das ist ein richtig kräftiger Typ. Der hat wirklich Muskeln. Es gibt auf YouTube ein Video, da kämpft dieser Mountain gegen Conor McGregor. Conor McGregor, dieser der halt, glaube ich, 1,72 oder 1,74 ist. Und es sieht halt lustig aus, weil Conor McGregor ihm immer so in die Waden buckt. So. Und er ist halt immer langsam und er läuft halt immer so. Verdammt. Und Conor McGregor immer so. Und rennt wieder weg. Oh. Conor McGregor. Hafthor Björnsson. Könnt ihr mal eingeben? Hier, The Mountain gegen Conor McGregor. Okay, das ist wirklich The Shadow of a Colossus. Besser als deine Darstellung kannst du eigentlich nicht sein. Ja, so. Besser wird's nicht. Ey, ich glaube, das ist ein No-Brainer, oder? Krogi? Ja, ey, wir brauchen gar nicht hier ins Forum schalten. Es wurde so oft genannt. Die Leute begründen es auch gar nicht mehr. Sie schreiben einfach selbstredend. Ja. Von daher, lass uns auflösen. Das wird auf jeden Fall gehalten. Bevor wir auflösen, ja, wir haben bisher, Elden Ring hat, glaube ich, den höchsten Wert gehabt. Wie viel glaubt ihr das? Paar 70 war es. Ja, ich glaube so um die 70. Glaubt ihr, dass es. Oder war es überhaupt in den 70ern? 64,7 hatte er. 64,7. Okay. 64,7. Das kriegt 73 Pro. 73 Pro? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Schätzung. Ich sag sogar, ich gehe weiter, ich sage 76. Also ihr sagt, Krui, was sagst du? Es ist auf jeden Fall in den 70ern. Es ist, also, es ist auf jeden Fall. Ihr meint, unsere Community hat mehr Bock auf God of War als jetzt auf Elden Ring. Ja. Bin ich auch von überzeugt, ja. Ich sag 70. Lösen wir auf. Ah, what? Was war das denn? Holy shit. Das war 69, glaube ich, ne? Oh, aber ist gut. 70? Ja, 70. 70. Genau, ja, das, 70. Genau, genau das, was ich gesagt habe. 70. Was ist denn mit dem 0,1 Pro? Ja, da, nee. Ja, du hast verrechnet. Nee, es wird ja live. Irgendwo ist Schwund. Stop the count. Das macht mich fertig. Diese 69,9. Ja, nice. Krass, okay. Aber das wundert wirklich nicht, oder? Ja, also wundert mich überhaupt nicht. Aber war schon immer geil, wird immer hoffentlich immer geil bleiben. Ja, und kommt ja jetzt in wenigen Wochen, glaube ich, auch die PC-Version, oder? Ich habe keinen einzigen God of War Teil davor gespielt. Du hast keinen gespielt? Nee. Brauchst du ja auch nicht. Also den letzten hast du gespielt, aber davor keinen, oder? Keinen. Aber das ist cool. Es sind ja auch andere Spiele als der letzte. Ja. No? Ich fand aber die alte Trilogie, was eine Trilogie? Nee, ja, aber die alten Teile. Also God of War 3 habe ich ein bisschen gespielt. Aber ich die alten Teile haben auch echt extrem viel Bock gemacht. Also die sind für ihre Zeit legendär. Ja, Hammer, Leute. Ja, klar. Gerade auch Quicktime-Events haben die ja dort irgendwie noch mal intensiver gemacht, wo du einfach ganz raufgehauen hast und so. So viel, auch wenn du dem einen den Kopf abreißt und die Nähte so langsam alles so reißt und die Zähne. Und Herkules die Augen aus. Ja, es sind, also es ist mega brutal, aber irgendwie bist du befriedigt. Meine Kultur. Schimpft ihr denn über Souls, Leute? Was denn? Wir schimpfen nicht über Souls, aber wir gucken mal weiter. Das ist einfach nur Meme, das ist Ragebaiting. Lass dich nicht 6 Jahre lang kein Souls-Spiel. Schon wieder ein Souls-Spiel. Wisst ihr, was wir auch Ja, ist auch ganz ein anderes Spiel. Ich weiß, ich stimme ja dir zu. Ja, wir hatten noch 6 Jahre lang kein Batman-Spiel gehabt von Rocksteady Studios und jetzt kommt das nächste. Ist das erst 6 Jahre her? Es ist erst 6 Jahre her. 2016 erschienen. Jetzt kommt's. Die Batman-Leute machen ja. Gotham Knights. Machen in James Bond. Schuhe-Schaltspiel. Die machen jetzt Suicide Squad, genau, aber jetzt kommt Gotham Knights. Moment. Die Hitman-Leute machen James Bond-Spiel und die Batman-Leute machen Suicide Squad. Genau, die Batman-Leute machen Suicide Squad und das Studio, was Arkham Origins gemacht hat, macht jetzt das Gotham Knights. Das ist ein
wie soll ich sagen, Multiplayer-Spiel, wo man vier verschiedene Robins und ein Batgirl spielt. Wow. Vielleicht mal. Okay, das ist mir auch egal. Kennt ihr es nicht? Batman ist tot. Commissioner Gordon ist tot. Und jetzt müssen die vier sein Erbe fortführen. Aber alle Robins sind am Leben. Und ein Batgirl. Welches Spiel ist das? Batman Inc.? Batman Knights. Gotham Knights. Arkham Knights war ich schon. Nee. Erstens mal ist er eh nicht tot. Können wir das mal festlegen? Der wird ganz sicher nicht tot sein. Glaube ich nicht. Batman ist der Bösewicht und also in Anführungsstrichen, weil er trainiert die Robins damit. Also Batman seine Aufträge. Gute Idee. Am Ende, ja genau. Ja, das soll dann mehr Vierplayer-Koop-Singleplayer, also aber Story-Kampagne. Vierplayer-Koop-Singleplayer. Naja, so wie vier Robins und einen Batgirl. Es wird immer besser. So wie Gears of War eben, ne? Also eine Kampagne, wo ein Robin, bis zu vier Koop ein Red kannst. Hood, ein Nightwing. Ein Batgirl, theoretisch vier Robins. Ja, also ich finde diesen Koop-Modus interessant, aber ein Batman ohne Batman ist für mich halt kein Batman. Was soll ich das sagen? Schwierig, das ist schwierig, ja. Das ist Quatsch, nenn es nicht so. Ja. Nennen sie auch nicht so. Ja, es ist Gotham Knights. Gotham Knights. Aber der Gotham Knight ist Batman. Als ob die da nicht irgendwo Batman dazu schreiben. Gameplay sehen wir auch gleich dazu. Es gibt so ein Ritter in Gotham, meinen Sie Batman? Nein. Das ist jemand ganz anderes. Ich meine Superman. Batgirl und die anderen drei. Und seine vier Kumpel. Batboy. Nightwing ist eigentlich auch nicht gut werden, aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir richtig gut bislang. Ja, Gameplay kommt ein bisschen später. Ich hatte jetzt auch eine Möglichkeit gehabt, eine Gameplay-Szene zu machen, aber es ging irgendwie 16. Aber Suicide Squad interessiert mich, aber irgendwie interessiert. Hast du den Film gesehen? Ja, klar, aber. Ja, also den neuen, oder? Den neuen. Wir freuen uns auf die Peacemaker-Serie. Ich glaube, die wird ganz gut. Oh, stimmt, mit John Cena, ne? Die Comics gelesen. Ach, eine Serie über Peacemaker? Ja, von James Gunn. Ich mich verarscht. Okay. Ich habe mehr Batman-Comics gelesen, als du Batman-Comics gelesen. Der koreanische Batman? Der Batman. Ja, Antagonisten haben wir bisher gesehen, oder beziehungsweise im Trailer sehen wir gleich, sind Court of Owls, also der Rat der Eulen, und Mr. Freeze. Mr. Freeze war ja immer noch so ein legendärer Bosskampf in der Arkham-Reihe, weil man den auf verschiedene Art und Weise besiegen muss. Also links ist das sind nicht vier Robins, das eine ist Deathstroke. Gibt der Nightwing? Ja, es sind nicht vier Robins natürlich, es sind halt unterschiedliche. Robin, der andere ist Red Hood. Der erste, also Nightwing war. Du weißt schon, dass Red Hood auch ein Robin war. Nein, ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Damit du keine Ahnung hast. Was für ein Nazi, ey. Was wird ihr mir erzählen? Lass das doch mal ein bisschen klug sein. Jetzt sind wir ein bisschen Gameplay. Es erinnert schon auch ein bisschen an die Arkham-Reihe. Also gerade hier das mit Batgirl und so weiter. Dass war sie dann Batgirl von einem auch mal ein Robin? Nein. Naja, Robin, aber heutzutage bist du dir nicht sicher. Das kann sein. Der Robin aus How I Met Your Mother ist das. Oh Gott. Jetzt buddelst du das noch aus. Ich glaube, dass das einfach nur Geprügel und Geballer wird und wenig, sag ich mal, die Stimmung von einem echten Batman-Spiel widerspiegelt. Weil man eben mit mehreren unterwegs ist und da kannst du das halt nicht machen. Finde ich auch schwierig. Ich glaube, es wird halt eher so wie dieses Avengers-Geprügel-Ding und das interessiert mich leider. Die Frage ist es, würdest du, wenn du nicht mit Multiplayer-Leuten spielst, sind da dann NPCs dabei, die dann mit dir spielen? Da können ja auch keine Rätsel, die du zu viert machen kannst, eigentlich drin sein. Das ist dann bei Suicide Squad so, dass dann die KI übernimmt und du im Singleplayer dann durchswitchen kannst. Werden wir gleich auch nochmal sehen. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein Beat'em-up eben sein, ne? Ja. Wie gesagt wurde. Also ja. Ich hätte gern wieder null Gefühle. Ich hätte gern wieder ein Batman-Spiel, was so gut ist wie Arkham Asylum. Das wäre das Beste. Wäre ich auch. Die Qualität vom ersten haben sie nie wieder erreicht. Übrigens bald Speedvandale mit einem welches Arkham City. Batman Arkham City bald in Speedvandale. Speedvandale sehr sehr interessant. Ja. Das habe ich auch sehr viel gespielt, aber diese unsäglichen Panzermissionen haben mich so genervt. Das war Arkham Knights. Das verwechseln viele, ich auch. Das ist der letzte Teil gewesen. City war das davor. Auf der PS4. Arkham City kam noch für Xbox 360. Das war Asylum City. Und City war das Open World. Genau. Das war ganz okay eigentlich. Ja, das erste Open World. Da gab es ja noch Arkham Origins und Arkham Origins war ja nicht von Rocksteady. Das ist das, was die gemacht haben. Court of Owls, ja, okay. Ja. City war auch ganz cool, ja. Aber ich mochte dieses klaustrophobische, engere irgendwie von Arkham Asylum. Es war privater, ging auch mehr um Batman und Joker. Sobald da der ganze andere Kram durchkommt. War nicht Joker im 1, oder doch? Doch, war Joker im 1. Ja, auch diese Idee, Serum, dass du in Asylum irgendwie rauskommen musst, das hat in meinem Kopf direkt auch Sinn ergeben, was er dann da macht. Bei Arkham City war es immer so, naja, eigentlich kann ich mich auch in meine Villa setzen oder ich kann einfach hier hingehen und random Clowns verprügeln. Ja, warum gehst du überhaupt in die Stadt? Ja, guck dir die Stadt an. Also, es ist einfach ein einziger Hauptprogramm. Scheiße, das ist so, Batman ist gelangweilt. Also, oh, ich würde gerne wieder Kriminelle verprügeln. Ja, dann fliege ich mal über der kriminellen Stadt. Arkham City war doch so, dass sie einen kompletten Stadtteil zu einem Gefängnis umgebaut haben. Ja, exakt. Ja, eine Insel. Ja, aber im Prinzip, das Problem war, du hast eine Mission nach der anderen, aber die Stadt war trotzdem komplett kaputt.
Also du hast, die hätten das irgendwie so machen müssen, dass du die Stadt nach und nach schön machen könntest. Also da weißt du, dass du das Ziel hast. So wie Dying Light 2. Nein, aber ja, du hast recht. Das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich plötzlich Bock auf Dying Light 2. Okay. Wollen wir auflösen? Gotham Knights. 42. 42? 35. So weit unten. Oh, hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, aber da haben wir ja auch wieder. Das ist auch oft, liegt es nicht also daran, dass die Leute keinen Bock auf das Spiel haben, sondern einfach keinen Bock auf den Trailer. Weil der, wenn der Trailer nichts Geiles zeigt, sondern irgendwelche Zwischensequenzen von irgendwelchen Zeitlupen und Three-Point-Landings. Aber da würde ich gerne den. Da brauchen wir mehr Leute. Da würde ich den Starfield-Joker gerne ziehen. Ja, da war es ja offensichtlich egal. Das stimmt. Aber der war auch um einiges geiler, der Trailer, als das, was wir gerade. Der nächste Trailer, den wir sehen, der zeigt eigentlich auch kein Gameplay, sondern eigentlich nur viele verschiedene Sequenzen. Aber ich glaube, ihr seid jetzt mittendrin. Ihr kennt euch damit sehr gut aus. Es ist Hogwarts Legacy. Jetzt kommt das Spiel für Ede. Hogwarts? Hogwarts, ja. Ja, es ist neue. Hogwarts. Hogwarts. So. Sorry, mein Deutsch. Ey, wie geil, wenn es einfach auch ein Hogwarts gäbe. So ein ganz schlimmes, kleines Schloss. Alles ist scheppig. Sag mich was zu Harry Potter. Ich weiß alles. Bist halt okay, in welches Haus gehörst du so ungefähr? Slytherin. Ich würde gerne, dass der Eddie jetzt den Trailer kommentiert. Können wir einfach den Eden kurz den Trailer kommentieren lassen? Also, hier sehen wir Hedwig. So heißt sie wirklich, die Eule. Ach, so, natürlich fliegt die Kutsche, ist ja ganz klar. Weil alles fliegt irgendwie in diesem Spiel. Sportart Quidditch fliegt. Das Geile bei Quidditch ist, es gibt eine Kugel, die heißt Snatch. Und wenn du den Snatch. Das ist die Nummer 7 auf Russisch, oder? Die 1. Yeah. Und die 2. Wenn du den Schnatz oder Snatch, wenn du den reinwirfst, kriegst du 3 Millionen Punkte. Wenn du den fängst, kriegst du 3 Millionen Punkte. Du kannst aber auch mühselig mit allen kämpfen und die Bälle in die Ringe werfen für einen Punkt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und übrigens spielt das in einem Stadion, aber die Spieler können aus dem Stadion rausfliegen, wo die Zuschauer, die im Stadion sind, das Spiel nicht mehr verfolgen können. Okay, hier sehen wir den Hut. Der teilt also die Leute ein in ihre verschiedenen Häuser. Das ist hier das Quidditch-Team. Die haben hier den Nimbus 3000, was weiß ich. Das ist wahrscheinlich wieder irgendeiner von Snapes Tränken, die Harry Potter immer aus seinem Apothekenschrank klaut. Wo spielt das denn zeitlich? 200 Jahre vorher, im 19. Jahrhundert. Okay. Ah ja, das sieht man. Da ist Dumbledore wahrscheinlich noch ein bisschen jünger. Ja, da haben sie noch iPods, die alten, ne? Okay, hier sehen wir auf jeden Fall. Überall Kabel. Die hat noch Kabel, Zauberstäbe. Das sieht ja aber relativ gut aus, das Spiel, muss ich jetzt mal gerade mal sagen, während ich mich hier drüber lustig mache. Das ist Avalanche, das waren die Mad Max-Leute, ne? Genau, Mad Max und wie heißt nochmal dieses Postapokalypsen-Spiel? Rage 2? Rage 3 hatten. Ich glaube, wird ein bisschen generisch, aber es hat Potenzial. Was ist das für ein Spiel? Ja, das weiß man noch nicht ganz, aber es wurde gesagt, es ist ein Action-Adventure. Das wurde schon vor einigen Jahren geleakt. Dann haben sie sich dazu nicht geäußert, haben sehr viele Videos gelöscht. Und letztes Jahr haben sie dann diesen Trailer rausgehauen. Aber es ist ein Harry Potter Spiel ohne Harry? Dann hat es ja Potenzial. Genau. Ja, deswegen heißt es ja Hogwarts Legacy. Potenzial. Naja, deshalb heißt es Batman Legacy. Die Harry Potter Filme werden auch besser ohne Harry. Die Star Wars. Es gab schon ein paar gute Action-Adventures, so zur PlayStation 1-Zeit habe ich die noch ganz gerne gespielt. Und die waren früher gar nicht so schlecht, ne? Ja, das waren jetzt keine hochklassigen Spiele, wo du sagst, oh, das ist besser als Zelda und so weiter, aber die waren durchaus unterhaltsam. Ich bin momentan so ein bisschen abgeturnt von dem Ganzen, also ich weiß noch nicht. Ich bin positiv überrascht. Ich weiß immer noch nicht, was es für ein Spiel ist. Das Problem ist, dass bei diesem Harry Potter-Universum alles so kindgerecht sein muss. Und das nervt mich dann manchmal ein bisschen, wenn dann am Ende doch alles immer so auf wir sind alle Freunde. Weißt du, so dieses. Ja, es sterben wenig Leute und es ist wenig. Ja, durch die Kraft der Freundschaft. Es ist halt für Kinder. Und let's face it, wir sind halt keine Kinder mehr. Ja, aber Star Wars ist ja auch für Kinder und da haben sie auch manche harte Szenen rein. Aber erst geworden. Und das sind ja auch gleich die schlechteren Filme. Ja, stimmt. Und seit sie bei Disney sind, noch schlechter. Je mehr es sich auf Kinder fokussiert, desto schlechter wird es. Vielleicht wurde vor 200 Jahren, wurden bei Hogwarts Orgien gefeiert vor 200 Jahren. Man weiß ja nicht. Man weiß es nicht. Haben die nicht sogar ihren Code noch weggezaubert damals? Achso, ja, genau. Deshalb gibt es so wenig Toiletten in Hogwarts, weil die alles weggezaubert haben vorher aus dem Darm. Ich möchte gerne die Welt sehen, wo das ankam. In ein anderer Darm. Also, wir haben sich gegenseitig die Scheiße in die Därme. Du denkst so, na? Simon, hast du mir wieder Toilette? Exakt. Hey, und das ist ja genial. Das sind die Pranks. Die Magier Pranks. Aber die Community hat Bock drauf. Die Community hat Bock drauf. Bock auf das Spiel. Ey, Community hat Bock drauf. Wir haben ja auch gute Foren-Postings.
Die auch viele viel Support bekommen. Zum Beispiel Grimhardt schreibt, ich freue mich sehr auf das Hogwarts Legacy, sehr auf Hogwarts Legacy und bin total gespannt drauf, wie die Entwickler dieses Universum gameplay-technisch und inszenatorisch umsetzen werden. Fand die ersten drei Harry Potter und das Quidditch-Game schon damals richtig gut. Alles, was danach veröffentlicht wurde, war leider sehr schwach. Besonderes Lowlight war der Versuch, aus den späteren Teilen einen Pseudo-Zauberstab-Shooter zu machen. Oh, gerade. Ja, das war richtig crap. Gerade, dass man in Hogwarts Legacy seinen eigenen Charakter spielt, also völlig losgelöst von Harry Potter Storyline, reizt mich sehr an den neuen Spiel und ich freue mich sehr darauf, Hogwarts nun bald auf ganz eigene Weise, soweit es das Roleplay in dem Spiel nun erlauben wird, erkunden zu können. Also, das ist ein Posting und darunter schreibt Ansuil auch noch, ich habe richtig Bock drauf auf Hogwarts Legacy und das zieht sich durchs Forum durch. Und auch der Chat hatte Bock drauf übrigens. Ede, wie hieß nochmal der Zauberspruch, wo man Sachen zum Schweben bringt? Wingardium Leviosa. Ah, dachte Leviosa. Wingardium Leviosa. Ah. 100-Punkte-Frage. 100-Punkte-Frage. Aber also, die heißt, wirklich? Also du weißt nicht, die heißen eh alle so wie Ikea-Regale. Es gibt ja, glaube ich, der mächtige Zauberspruch heißt Expedit. Und dann gibt's noch Karlax! Und so. Der gute alte Karlax. Ja, gibt's ja auch verschiedenen Farben, ne? Ja. Billy! Okay, lösen wir auf, liebe Leute. 64. Bock? 64 pro. 55. Oh! Alter, what the fuck? Cut. Ist das der Sieger? Alter. Das ist im Moment der Sieger. Alter. Mehr als God of Crazy. Fucking War. Im Moment, sage ich noch. Im Moment. Wir haben. Oh, ist notiert. Ja. Ist notiert. Ja. 72-3 ist notiert. Ohne drei Spiele haben wir noch. Ich bin auch einfach menschlich enttäuscht vom Chat. Seit 10 Jahren hätte ich Harry Potter. Keiner ist das Ergebnis. Ich sag nur, du hast sie da hingetrieben. Ich habe sie da hingetrieben. Ihr macht das doch nur, um mich zu ärgern. Oh, das finde ich aber, das finde ich mega überraschend jetzt. Ja. So viele Leute. Die Potter Generation, so sieht's aus. Ja. Okay, gehen wir zum nächsten Potter Warner Hands. Game. Was? Zum nächsten Warner Brothers Game. Das ist das 7. Warner Brothers Spiel heute oder das so. Das zweite. Nee. Das kann ja gefühlt das sind. Also, wir hatten Gotham. Wir hatten Gotham, wir haben jetzt Hogwarts. Und ein drittes jetzt. Ein drittes noch. Kommt jetzt noch. Wir hatten was? Wir hatten Gotham. Wir hatten, wir hatten Harry Potter jetzt. Beziehungsweise Hogwarts. Hogwarts. Ja. Und? Das nächste jetzt eigentlich. Suki. Wie heißt es? Suicide Squad. Suicide Squad. Heißt das Ding so auf Griechisch? Suicide Squad. Gut, das sind drei. Was soll auf Griechisch denn heißen? Tzatziki Squad. Nichts. Das heißt nicht Tzatziki Squad, Mann. Suicide Squad mit deinen Lieblingshelden. Griechischen Bumerang. Tzatziki Squad. Das hängt davon, wie viel Knoblauch drin ist, wahrscheinlich. Captain Bumerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark sind dabei und müssen die Justice League töten, weil Brainiac sie wahrscheinlich übernommen hat in Metropolis. Also, und Superman ist also übernommen und böse. Ne? Und jetzt Superman. Müssen wir als Suicide Squad gegen Superman und Batman in Avengers 1 kämpfen. Weil so sieht die Location aus, nämlich. Fehlt noch ein Skybeam. Ja, so ein bisschen. Ich meine, Rocksteady ist natürlich super, weil wir schon lange Jahre nichts von denen gesehen haben. Und ich denke, die werden auch interessante Interpretationen machen. Wir haben durch den zweiten Suicide Squad-Film immerhin auch mal jetzt, also ist das nicht mehr so ganz verbrannte Erde, qualitativ, nach dem ersten Film. Oh, finde ich gut. Nicht ganz verbrannte Erde bei James Gunn. Ah, okay. Ja. Okay. Ich habe auch hier diese Guns übrigens. Ja. Ich glaube, es könnte ganz nett werden, aber Koop-Multiplayer gelöt. Kannst aber Solo spielen. Und wenn du Solo spielst, wechselst du dann zwischen den anderen durch, die dann die KI spielen. Ja, also ein Arschgeigen-Flash oder so. Das könnte schon lustig sein. Ja, guck mal, der von Brainiac übernommen. Ah. Wonder Woman kommt auch noch vor. Kommt auch nur für aktuelle Konsolen, also PS5 und Xbox One und PC. Das heißt, die können sich dann darauf fokussieren, dass es einfach geil aussieht. Aber bisher sieht es eigentlich nur normal aus. Es sieht aus wie ein Saints Row, leider, muss ich ein bisschen sagen. Ja, ich weiß auch gar nicht, das ist ewig in Entwicklung. Was ist denn das, ein Prügelspiel oder was? Ja, es ist dasselbe wie wahrscheinlich all die Batmans und so, halt eine Stadt. Du musst die Stadtteile übernehmen und wirst hin und her geschickt und ne, manche Stadtteile sind zu stark am Anfang und so stelle ich mir vor. Ich sag mal so, zeig mir deine Menüs und ich sag dir, wer du bist. Die sollten in allen Trailern, möchte ich, dass die einmal das Equipment-Menü und das den Status-Bildschirm und so, die Map, einmal also, zeig alles. Mir doch mal so ein Kram, das Heads-Up-Display und so ein Kram will ich sehen. Weil ich kann hier einfach nicht sagen, ist es mehr, hat das Rollenspiel-Element, ist es Action-Element, das ist ja reine Action. Reine Action, garantiert. Ey, wird es bestimmt auch einen riesen Skilltree geben. Ja,
Im Schlimm? Ah ja, so, so war es okay, aber. Ja. Weiß ich denke, es geht zwar nicht in die Richtung, aber seit Marvel's Avengers bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ne? Ja. Als ob es irgendwelche so instanzierte Loot-Action-Games sind oder so. Wenn ich immer wieder in die gleiche Location rein muss, um mir neue Schuhe zu holen und Schnürsenkel, dann ist es vielleicht nicht so ganz meins. Wenn du dann einmal das richtig als Story-Modus dann durchspielst und schön diese Crackdown-Action da hast. Mhm. Ja, vor allem, wenn es so wie, sag ich mal, Forza oder irgendwas eben so eine riesige Welt ist, wo du rein, wo du überall hin kannst mit deinem Team oder so. Aber wenn das so instanziert ist oder Levels sind oder Episoden oder so, dann finde ich das auch nicht mehr so geil. Nee, ich fühl's auch gar nicht. Ich würde es mal angucken, aber ich fühl's noch nicht. Rogi, sagt, fühlt der Chat irgendwas? Puls? Ey, nee, im Chat gibt's auch irgendwie keine nennenswerten tollen Kommentare dazu und im Forum ist auch original nur ein Kommentar, wo geschrieben wird, naja, hätte schon Bock drauf, aber auch nichts mehr dazu geschrieben, also nicht begründet, warum. Dementsprechend, lass uns auflösen und gucken. Ist halt wie passiert. Gotham Knight, also keine Ahnung. 51. 51? 43. Weniger, ich sag ja, 20, 25, 29. Alter, jetzt geht's ab. Oh, richtig. Das ist ja, aber das hätte ich nicht erwartet. Man hat gesehen, dass der Chat auch keinen Bock drauf hat. Da haben wir jetzt hier den Loser und den Winner direkt aufeinander folgend. Alter. Hogwarts versus Suicide Squad. Aber es kommen ja noch Sachen. Es kommen noch Sachen. Jetzt kommen noch nicht spoilen. 25. Okay, ich sag jetzt kommt, spoilen. Wir hatten jetzt im Kasuki-Suki gehabt, jetzt kommt Kati-Kati. Kati-Kati? Das stimmt doch ein bisschen, Er kommt doch ein bisschen hin, und zwar ist es Callisto Protocol. Yes. Wer? Vom Dead Space-Macher. Von einem Dead Space-Macher. Also, ich glaube, von einem Dead Space-Macher oder so. Aber ist die Frage, welcher? Ja, das wird auch immer gesagt, von einem der Macher von. Also, wenn du. Es gibt so fünf Leute, die einen Namen haben in der Welt. So, weiß ich, Miyamoto und Miyazaki und so. Aber nur weil du mal irgendwie im Producer-Team warst, vor 15 Jahren bei einem Spiel ist angesagt, kannst du nicht ewig. Ich glaube aber, ja, aber mit dem wird man auch sagen, von dem Macher von Game One. Ja. Aber ich glaube, hier ist es wirklich. Das, auch. Das, bei mir würde man das sagen, ja. Das ist einer der hauptkreativen Köpfe. Da war die bei Dead Space gerade für den ersten Teil da auch noch mit hauptverantwortlich waren. Wir haben ja auch nicht viel mehr gesehen als diesen Mood-Teaser vor längerer Zeit. Und der sieht aber schon nach Dead Space aus. Der sieht genau, also man kann schon vielleicht erwarten, dass was im Dead Space Stimmungshorror dann damit passieren wird. Und der die Synchronstimme von Sylvester Stallone. Wieder high, ne, beim letzten Spiel. Das einzige Fragezeichen, was ich habe, damit sie dieses Spiel machen können, mussten sie sich ja ans PUBG-Universum dranhängen. Das ist absurd, das habe ich auch gelesen. Es gehört anscheinend storymäßig in das PUBG-Universum. Frag mich nicht. Aber spielt 300 Jahre später. Ja, also vielleicht siehst du irgendwo dann mal eine Jackentasche, wo irgendwas nach PUBG ausschaut. Aber warum? Oder eine Pfanne hast weil du. Sie, weil sie es mitbezahlen wahrscheinlich. Ne? Ja. Schätze ich. Aber warum bezahlen die es mit? Ist mir egal, Hauptsache sie bezahlen es mit. Weil ich kann, ich freue mich super drauf. Ne? Ich hoffe, auch wenn wir noch nichts konkret gesehen haben, wir brauchen einfach viel mehr Space-Horror, viel mehr von den Leuten, die das Space gemacht haben, wenn dann die richtigen Leute dann dabei sind. Ey, Space-Horror kann man wirklich schon machen. Immer. Das sieht aber heftig aus. Das ist wieder mal nur ein Render-Trailer. Warte mal ab, wie das Spiel dann wird. Ich hoffe, dass es mindestens so gut wird wie die klassischen Dead Space, weil die waren echt gelungen. Was ist denn mit Dead Space eigentlich? Ja, da kommt ein Remake jetzt. Das Remake ziehen die Reihe jetzt nochmal neu auf. Und das Studio hat ja geschlossen vor einigen Jahren. Ja, das es hauptsächlich gemacht hat, aber. Aber das Remake kommt doch. Also genau, aber das Remake wird jetzt von einem anderen Studio verantwortet. Alles klar, aber es muss nicht, genau, muss nicht viel. Haben wir was gesehen davon bisher? Nur es gibt nur einen Trailer, nur einen Trailer, wo du gesehen hast, dass das Isaacs-Rüstung jetzt schon umfangreicher aussieht. Ja, man sieht die Optik vor allen Dingen. Also ich meine, das Spiel selbst ist geil. Wir haben es vor kurzem erst gespielt. Aber du brauchst halt eine neue Optik heute. Wenn wir ganz viel Pech haben bei Callisto Protocol, dann haben wir PUBG, das wie Dead Space ausschaut. Und dann landest du im Weltraum und hast dann ein Battle Royale-Spiel. Das könnte nein, dazu kommen. Also diese PUBG-Nummer verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ist Korea Money. Das ist gutes Money. Noch besser als China Money, oder? Geil. Willst du Wong oder willst du Yuan haben? Corey, was sagt die Community dazu? Ey, absolut nichts. Absolut nichts. Absolut gar nichts. Also, es gibt nur Fragezeichen, keiner hat Plan. Und ich auch nicht. Wie auch. Keiner weiß was. Lass auflösen. Lass auflösen. Ich sag 35. 54. 21. Ja, auch 20. 25. Oh, 20, safe. Komm. Ballisto Protokoll. Ach, okay. Überraschend. Ja, ich klick doch auch einfach nur Ja, weil es leichter einzutippen ist als Nein. Wo ist nochmal das N? Ach, egal. Also 38, 6, ja. Wahrscheinlich wegen PUBG. Da sind 18% allein wegen PUBG. Abgesprungen. Nein, draufgesprungen. PUBG ist doch geil. Das sind alle, die noch kein Chicken Dinner hatten. Ist das PUBG? Ja, ja, Chicken. Winner Chicken Dinner. Ich hatte immer noch keins. Ja. Du hast eins. Auf der Gamescom? Ja, das glaube ich nicht. Ja.
Ja, Mann. Gamescom. Krogi hat einen Chicken Dinner auf der Gamescom geholt. Ja, Mann. Das war geil. Nein, nein, da dachten wir einen Abend, war's der Chicken Döner. Der Chicken Döner auf der Gamescom. Sag mir beim nächsten Mal, wo du den her hast. Okay, kommen wir zum letzten und finalen Spiel. Könnte ein GOTY sein. Könnte. Ich weiß es nicht. Ein GOTY? Ja, ein GOTY. Und zwar ist es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Aber das kommt doch nicht 2022. Sie haben 2022 in den letzten Trailer reingeschrieben. Ja, das wann zählt. Nicht genau, ob es wirklich auch, also ich würde auch, wenn überhaupt, dann erst gegen Ende des Jahres dann damit rechnen. Das ist es der erste Trailer noch oder der zweite, der ein bisschen Gameplay zeigt? Das muss eigentlich der zweite sein. Der zweite sein. Also ein bisschen haben wir ja schon Gameplay gesehen, dass es jetzt auch sehr viel über den Wolken dann unterwegs ist. Man ist ja schon so ein bisschen in die Luft gegangen beim ersten Teil. Ich fand Breath of the Wild sehr, sehr gut. Hat mir super viel Spaß gemacht. Gegenüber, nachdem die ersten Trailer so ein bisschen, oh Gott, können sie füllen die Welt? Wie ist das? Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit den kleinen Schreinen. Die ganze Physik-Engine, die mit dabei war, sehr cool. Das Einzige, was ich mir hier wünschen würde, ich hätte gerne wieder richtige Dungeons. Muss ja nicht heißen, richtige Dungeons und richtige Waffen. Aber ist doch nicht zu viel verlangt, dass sie einfach dieses Experiment mit diesen Verschleißwaffen einfach, das wollte niemand. Das kann man sich schönreden, dass es irgendwie ja doch funktioniert hat oder so. Aber was bringt mir denn, ich reiß bis an in die Wüste, kämpf gegen 20 Sachen, löse 30 Rätsel und finde ein Schwert, das ich 10-mal benutzen kann. Und weil ich weiß, dass ich es nur 10-mal benutzen kann, benutze ich es auch nie. Die ganze Zeit so, nicht. Ja. Und spiele das Spiel am Ende durch und habe einen Rucksack voll mit geilen Waffen, die ich nie benutzt habe. Was soll denn diese Scheiße? Das ist doch nicht Nintendo-würdig. Ihr müsst nicht zwangsweise das Rad neu erfunden, muss nicht neu erfunden werden, muss. Macht ein klassisches Rollenspiel-Loot-System und das Spiel ist das beste Spiel, das je gemacht wurde. Ja, ich bin da bei dir. Ich mochte das Spiel, aber das mochte ich nie. Das ist absolut furchtbar, diese Waffen, dieses Waffensystem, das ist absolut, ich check es einfach nicht. Und gleichzeitig auch zu wenig gleiche Gegner, die kriegen dann drei verschiedene Farben. Was ist das hier, 1987? Also wirklich Puzzle-Bobble, wo sich im Hintergrund dann die Farbe ändert? Oder was? Ja, was ist gefälligst neue Gegner rein. Ich mag's auch, aber es ist Nintendo. Haben die schon immer so gemacht. Das ist ja eine Frechheit. Dann, vielleicht kann in dieser Scheißwelt endlich mal einer sprechen. 2022, oh, hallo, ja. Sprachausgabe. Ich habe neulich Legend of Kyrinja gespielt. Das Spiel ist von 1923. Hat Sprachausgabe! Das war... Übrigens geil. Zelda hat doch gesprochen. In den Cutscenes. Halt, ich glaube, sie wollen mittlerweile. Cutscenes, ja. Was wir halt immer sagen, ist, es ist auf der einen Seite natürlich deren Ding, dass das nicht so ist. Und die verkaufen es damit, aber in Wirklichkeit geht es um Geld. In Wirklichkeit sparen sie einfach Geld und Produktionszeit damit. Ja, aber sorry, aber das ist Nintendo, Alter. Das ist aber typisch Nintendo. Und das finde ich halt billig. Die einmal unten in den Tresorraum gehen und den da drauf werfen. Also, wir reden hier von Zelda. Die bringen doch schon kaum noch Franchises raus. Die machen doch nur noch Pokémon und sowas. Da kommt einmal alle 10 Jahre kommt ein Spiel, wo die ganze Gamerwelt drauf guckt. Und da können die nicht sprechen. Zelda ist in Japan gar nicht so beliebt, wie du denkst. Ja, mittlerweile schon mit Breath of the Wild. Das wäre ein Mega-Erfolg überall gewesen. Dann hast du es gesehen. Die wollen kaputte Schwerter haben, die Japaner. Vielleicht haben die jetzt genug Geld, um tatsächlich mehr Sprachausgabe reinzutun. Ach so, das Kochen, mit dem Kochen können die mich auch am Arsch lecken. Ja. Das Kochen war doch schön. Ach komm. Aber Spaß, da einmal eine Haselnuss rein, ein bisschen eine Suppe. Das Kochen war so umständlich, wie viel Zeit du auch. Und am Ende konntest du so das gesamte Gamesheet. Am Ende hatte ich 17 Schaschlik-Sticks, die mich jedes Mal komplett geheilt haben, plus noch drüber geheilt haben. Schön. Das war komplett. Das kann ja auch nicht gewollt sein. Das war völliger Quatsch, dieses Kochsystem. Hättest du mal die Schwerte benutzt, hättest du nicht so viel Schaschlik essen müssen. Also, ich mochte das Improvisieren. Und ich habe trotzdem geliebt, das Spiel. Ja, ich hab das, das ist, glaube ich, das, was hängen bleiben soll, dass du das Spiel ja auch voll gut findest. Ich liebe dieses Spiel, aber es waren trotzdem teilweise so nervige Sachen, wo ich mir gedacht habe, das kann man doch noch besser machen. Das kann man doch noch, macht doch noch 2, 3 Schritte, hört doch auf die Fans, das ist alles. Das Spiel war super, aber es gibt valide Kritikpunkte, die man ganz, das sind keine Kritikpunkte, die du nicht beheben kannst, wenn du nicht mach es doch einfach. Just do it. Mann, hört doch einfach mal. Dem Ede gehen schon die Worte aus. Ja, dann noch mal. Jetzt hör doch mal auf ihn. Krogi. Ey, standing ovations im Chat Richtung Eddie. Ohne Scheiß. Chat ist einfach komplett auf deiner Seite, Eddie. Und naja, im Forum sind sie gehypt. Ich habe jetzt auch keinen Beitrag, den wir jetzt uns speziell angucken sollen. Aber viele Leute haben es erwähnt, dass sie sich darauf freuen. Und wie gesagt, sie sollen alles, was Eddie sagt. Hier schreiben die Leute Amen. Amen, Eddie. So, lass auflösen. Ja. Amen, Eddie. Warte, bevor wir auflösen. Glaubt ihr, Breath of the Wild 2 wird jetzt Harry Potter oder Hogwarts Legacy? Ich sage ganz knapp. Ich glaube nicht. 80.
Ich glaube, es gibt viele Leute, denen das ganze Zelda-Franchise ein bisschen. Obwohl, das war Harry auch kindisch, wollte ich gerade sagen. Man denkt immer, ja. Aber irgendwie, dass die, also es gibt natürlich die knallharte Nintendo-Fanbase, aber es gibt auch genauso viele Leute, die halt einfach auch keine Switch zum Beispiel haben und die auch gar kein Interesse an Nintendo-Spielen haben. Klar, ja. Das stimmt. Und die, da ist auch nicht zu unterschätzen. Aber wir werden es jetzt sehen, weil wenn man sie, glaube ich, mit Zelda nicht kriegt, dann kriegt man sie auch gar nicht. Ist wahr. Müssen wir auf. Das sind wahrscheinlich die Ungeimpften. alles dieselbe Bagage. Jetzt hauen sie alle ja. Jetzt hast du gerade das ein bisschen gejinxt. Also, wie viel Prozent sagt ihr jetzt jeder? 79. 79? 9? Na, ich hätte 80 jetzt. Ich sag's jetzt 72. Aber jetzt hat Ede erst durchaus manipuliert. 75. Was sagst du? 75. 75? Sag auch 75. Lösen wir doch auf. What? Oh, 55! Der Rant hat geklappt. Alter, das ist mein Rant. Nicht gedacht. Nein, du hast es gerade runtergerantet. Du hast es gerade runtergezogen. Sind die denn bekloppt? Sind bekloppt, das ist eines der besten Spiele. Nein, aber ich finde das cool. Das ist ja das Wahnsinn. Das ist ja eigentlich eine Auszeichnung für das Spiel, dass es trotz dieser Flaws noch so viel Spaß macht. Aber ich kenne auch viele Leute, die Zelda angefangen haben zu spielen und es nie zu Ende gespielt haben, weil sie sich in dem Spiel irgendwann auch. Ja, ich will nicht sagen verlaufen haben, aber einfach, ich kenne es auch so am Anfang, ich habe, glaube ich, 100 Stunden gespielt, bevor ich angefangen habe, mehr oder weniger wirklich die Main Dungeons zu machen und das Spiel sozusagen zu beenden, weil du gehst halt, was ist denn da? Und dann bist du ungefähr 800 Kilometer weg vom Main Path. Das ist ja eigentlich toll, ne? Das ist ja eigentlich das, was du willst, aber. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach irgendwie, ja, die nicht mit warm geworden sind. Aber es ist auch legitim, das zu sagen und auch. Zelda ist Schmutz, so kann man es natürlich auch formulieren. Ich mach mal das Ranking fertigen übrigens, ne? Also ihr müsst jetzt ein bisschen überbrücken. Ich brauche noch so 2-3 Minuten. Mhm. Ich mache jetzt eine schöne Tabelle fertig, ja, dass wir das alles hier gleich schwarz auf weiß haben. Aber in der Zwischenzeit können wir über Spiele reden, die jetzt zum Beispiel nicht in dieser Liste dabei waren. Also du hast ja vorhin gesagt, Triangle Strategy, das ist so ein Spiel, worauf du Bock hättest. Können wir den Trailer sehen? Spiel mal. Achso, geht gar nicht. Weiß nicht, ob die Regie dann. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit Triangle Strategy vielleicht raussuchen und dann abspielen. Wir können ja dann in der Zwischenzeit mal fragen, worauf Simon dann Bock hatte. Können wir leider nicht. Geht leider nicht. Schade. Was können wir nicht? Krogi könnte das, aber der macht gerade eine Excel-Tabelle. Ich hab keine Zeit, Leute, sorry. Okay, Triangle Strategy, Simon. Ich sag Stanley Parable Deluxe. Weil das wurde vor 3 Jahren angekündigt. Jetzt aber ist das so viel Neues? Wie viel neu ist da? Naja, aber ich weiß es ja, es sind ganz viele neue Storypfade und so. Okay. Also, es sieht grafisch nur anders aus. Mhm. Es hat viele Callbacks zum Original. Also, ich nenne es halt, weil ich jetzt nicht alle weiß, die nicht genannt wurden. Aber das habe ich mir gemerkt, weil es echt für mich ein toller Titel ist. Weil welchen ich vermisst habe, tatsächlich, wenn ich noch einen sagen darf, ist, was ist denn mit Final Fantasy 16? Gab's noch keinen Termin? Hat kein Datum bisher. Das sollte doch schon letztes Jahr erscheinen. Nee, die haben ja jetzt auch noch gesagt, dass sie es jetzt aufgrund von Covid sehr, sehr lange nach hinten geworfen haben. Das sah aber in manchen Trailern schon sehr weit aus irgendwie. Und jetzt haben sie vielleicht noch mal. Sah bei Cyberpunk genauso aus. Und wir haben immer noch nicht. Guter Punkt übrigens, Spiele, die auch dieses Jahr erscheinen, die jetzt vielleicht nicht als neue Spiele gelten, aber Cyberpunk, PS5-Version quasi oder Upgrade. Stimmt, soll dieses Jahr noch erscheinen. Und Witcher 3 endlich mal PS5-Version, würde ich auch versuchen, noch mal zu spielen. Ich glaube, das Kampfsystem würde dir heute ganz schön auf den Sack gehen. Geht's wahrscheinlich nicht, dass auch. Das noch Spaß macht. Aber auch dieses ewige Sammeln auch. Du musst jedes Mal vom Pferd absteigen und die Sachen einsammeln, das ist auch so. Vielleicht also patchen die das. Witcher 3 ist wirklich super, aber die sollten das Kampfsystem und ein paar andere Kritikpunkte echt patchen. Oh, Diablo 4. Das wäre geil. Was ist mit Diablo 4? Da gibt es doch nichts, oder? Termin. Also Blizzard hat da ein bisschen Probleme. Ich glaube, da kommt eher Diablo Immortal dieses Jahr. Das muss ich unbedingt. Black Myth Wukong. Das ist dieses mit dem Affengott. Das chinesische Spiel, das kommt, glaube ich, auch erst 2023. Weil da auch sehr wenig Leute dran entwickeln. Scheiße. Du hattest ja vorhin noch hier Crimson Desert gesehen bei dir im Stream. Das hatte ich gesehen. Das kommt, glaube ich, auch erst nächstes Jahr. Ich hätte meinen Zettel mitnehmen müssen, aber ich hatte so eine Liste an Spielen, die alle nicht hier drauf waren, aber die meisten hatten keinen Release-Termin. Kirby, kannst du ja vielleicht auch noch. Metroid Prime 4 kommt safe nicht dieses Jahr. Nee, kommt nicht. Was ist genau? Guter Lost Ark habe ich auch Bock. Aber was ist denn mit Beyond Good and Evil 2? Sag mal, wie oft wollen die Scheiße denn noch? Wie oft wollen die Scheiße noch ankündigen? Machen die nichts anderes mehr als. Liegt dort bei Skull and Bones. Das kommt nicht in deinem Leben raus. Ja, aber die machen nichts anderes als Render-Trailer dafür. Ja. Was soll denn das sein? Nein, aber ey, das Spiel ist halt, das haben wir bei Giga vorgesehen. Ich weiß. Aber das war ein komplett anderes Spiel. Da hat es ja noch diese Parkoursequenz gehabt, wo dann Jade hinterher mit der Kamera. Das war ein Trailer. Das war ein Trailer. Ja, aber ich meine, seitdem, es kamen so viele Trailer raus. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wird das noch entwickelt? Ich dachte, das kommt letztes Jahr. Das Beyond Good and Evil wird ein NFT, sagt der Chat auch. NFT wie Skull and Bones. Dann könnte man es wenigstens kaufen. Splinter Cell ist jetzt in Entwicklung, das allererste Remake. Der Reboot, oder? Reboot, Remake. Freue ich mich drauf. Erste, ja.
Sam das kann Fischer. Man machen. Hallo. Vor allen Dingen, das ist ein Spiel, das ist so alt, da kann man wirklich mal ein Remake aber machen. Aber das weiß ich nur, das war zu Giga Games Zeiten, da habe ich das im PC-Bereich gemacht und ich habe das so gefeiert, der Spagat in der, wenn du so im Spagat. Oh, wie Jean-Claude Van Damme zwischen ja. den Bänden, dann von ne? oben mit dem ja, und das Geräusch, das war das erste Spiel, glaube ich, ja, wo, ich weiß nicht. Das hat so ein schönes Geräusch, wenn das Nachtsichtgerät hat. Ah, okay. Schade eigentlich nur, es sah so schön aus und man hat es immer nur in grün gesehen. Und ich weiß noch, PC und Konsole hatten immer das Battle Sam Fischer versus Snake. Snake. So, weil das ja so völlig unterschiedliche Schleicher sind. Und Seifenfilter hatte ich. Ach man. Seifenfilter. Naja. Kennt ihr noch Project IGI? Geht das noch? Das war ganz cool, das war der Ego-Shooter. Das war auch ganz nice. Das war die Ära mit Snowblind und so. Ja. So um die Ecke, ne? Oh, ansonsten, was kommt denn noch? Was schreibt so die sagen eine Menge Sachen. Kommt nicht. Also Yakuza kommt dieses Jahr nicht. Also, was kommt noch? Neues Cuphead kommt noch? Ich glaub. Dann DLC ist das. Ach ja, der DLC. Da hab ich auch Bock drauf. Hajimari no Kiseki. Aber wie sieht's eigentlich mit mit Capcom aus? Was bringen die dieses Jahr noch mal raus? Also, außer Monster Hunter Rise für PC. Denn Monster Hunter 2 ist ja, glaube ich, auch in Entwicklung. Monster Hunter World angekündigt? 2? Ja, Monster Hunter World 2. Da freue ich mich drauf. Wann kommt das? Kommt der 100 nächstes Jahr wahrscheinlich erst. Nee, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Also es wurde ja letztes Jahr so eine Liste geleakt von Capcom, was sie jetzt alles in Entwicklung haben. Zum Beispiel Resident Evil 4 Remake ist ja auch noch irgendwie. Resi 8. Nee, Resi 8 ist doch Village. Ja. 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 Dann, nee, dann Resi 9 müsste. Dann kommt erstmal, glaube ich, 4 Remake und dann kommt Resi 9. 4 Remake würde ich mir auch mal aufs Zahnfleisch legen. Ist auch schon sehr lange her. Würde ich gerne noch mal spielen wieder. Ob sie auch 5 Remaken? Alan Wake 2? Ja, also ach, stimmt, das kommt, ja, ich freue mich auch drauf. Aber ja, da ich glaube, das ist auch erst 2023 dieses Jahr. Genau. Oh ja, KOTOR Remake, habe ich auch mega Bock drauf. Ich würde sagen, zu allem, wo es noch neues kein Feuer Gameplay zu sehen gibt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die kommen dieses Jahr eh nicht, ne? Nee, ja. das ist einfach, also da kenne ich mittlerweile, und ich meine, nach dem Cyberpunk-Debakel und allem, jetzt haben die auch alle mit Covid ja, ich will nicht sagen eine Ausrede, aber sagen wir mal einen Grund. Legitim. Es ist wirklich dann legitim auch zu sagen, ey, wir kriegen es nicht bugfrei hin und da werden noch die einen oder anderen Titel werden noch verschoben. Aber das ist ganz gut, dieses Jahr kommt ja Cyberpunk raus, endlich, ne? Das ist ja was. Endlich. Das haben sie angekündigt, dass endlich es dieses Jahr rauskommt auf PS5 ja, ich warte mit dem finalen Patch. Ich habe es bislang erst ein paar Stunden gespielt. PC oder Konsole? Ich war kurz davor. PC ist es super spielbar. Ich war kurz davor, die PS4-Version zu kaufen. Die ist ja gerade im Sonderangebot in Anführungsstrichen für 25 Euro oder so. Und die soll man ja kostenlos upgraden können, angeblich, wenn es soweit ist. Also, ich habe es auf PS5 gespielt und es hat mir eigentlich auch gut gefallen, aber. Ich habe mir dann gedacht, nach 200 Gigabyte Patches irgendwann komm, ich warte einfach, bis die Entwickler sagen, jetzt spiel's jetzt. Und so lange warte ich jetzt. Ist ja auch okay. Aber ich habe das Gefühl, dass der Hate immer mehr so angewachsen ist und sich versteift hat. Und ich glaube, die werden extreme Probleme haben, da noch mal was zu verkaufen. Next Mass Effect. Das würde ich gerne. Ich sag, wenn Witcher 4 kommt, ist alles wieder Hype. Ja. Glaube ich auch. Das sehe ich auch so. Aber das sind ja auch wirklich unterschiedliche Sachen. Stimmt, Mass Effect ist ja noch in Entwicklung und Dragon Age. Ja, Dragon Age, bläh. Also meines Erachtens. Ich hab Dragon Age, hast du doch damals Space Marine 2? Ja, habe ich auch sehr viel gespielt. Das letzte Dragon Age war nicht so schlecht. Es waren auch Open World WWchen, aber es hat auch Spaß gemacht. Also eine Menge Sachen, die ja auch genannt werden. Payday 3, Mass Effect 4. Perfect Dark. Predecessor kenn ich gar nicht. Neues Monkey Island wäre doch. Es kommt ein Indiana Jones Spiel? Ich glaube, das ist gerüchteweise eins in Planung von Machine Games, oder? Ja, ich glaube schon, genau. Also die Wolfenstein. Das ist ja dann quasi wie der vierte Teil, den wir nie bekommen haben. Ja, und ich meine, die kennen sich ja schon aus mit den Nazis. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Die wissen, wie man Nazis tut. Haben die Modelle schon fertig dafür? Was ist nochmal Tiny Tinas? Das habe ich jetzt auch Tiny schon Tinas Borderlands. Borderlands, ja, das ist so ein Charakter. Das ist immer ein sehr lustiger Charakter. Oh, die Siedler kommen noch, ja. Ach, Hollow Knight Silk Song ist Hollow Knight. Ja, Hollow Knight Silk Song. Fuck, ich muss das Original endlich mal spielen. Ja, das kommt. Hollow Knight, das ist auch schon so ewig lang angelegt. Das habe ich schon vor 3 Jahren auf der Gamescom gespielt. Oder Gameplay gesehen. Ilias und ich haben ja schon Silksong vor 2 Jahren gespielt. Ja, sag ich. Also ich dachte, man ist jetzt das alte Spiel. Wann kommt das? Das Bond-Spiel jetzt von Hitman machen. Genau, James Bond. Ja, das könnte cool sein. Das könnte auch cool sein. Das wird gut. Bin ich mir fast sicher. Hellblade 2 hat leider noch keinen Termin. Crimson Desert, genau. Das war auch noch so ein Titel, den ich gerade hier lese, neben Hellblade 2, Crimson Desert hat auch so riesige, geile Areale, könnte irgendwie auch so ein richtig episches Spiel werden. Aber es geht halt auch unter in diesen ganzen anderen epischen Spielen. Das ist so das Problem, aber es sieht auch toll aus. Also ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall eine Menge, worauf wir uns dieses Jahr freuen können. Krogi, wenn das mit dem Excel nicht klappt, versuch eine PowerPoint-Präsentation. Ey, ich mach's richtig schön, du wirst euch staunen, wie schön das ist. Ich werd staunen, wollen wir mal jeder unseren Top 3 von denen, was wir heute gesehen haben. Ich könnte es direkt aus dem Kopf machen. Könntest du direkt aus dem Kopf? Klar, Elden Ring 1.
God of War 2. Fängt doch im dritten an. Ja, ist egal. Breath of the Wild 2 ist dann auf Platz 3. Das sind meine Top 3. Bei mir ist es auch Elden Ring. Und dein zweites war? Hab ich vergessen. God of War. God of War, das würde ich auch nennen. Boah, ist schwierig, weil das dritte muss ja dann irgendwie echt irgendwas richtig beeindruckend sein, ne? Ich würde sagen, Hogwarts, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich würde sagen, bei mir sind es, ohne jetzt direkt Reihenfolge, Starfield, A Plague Tale und Breath of the Wild 2. Ist auch einer von diesen Starfield-CGI-Render-Schlawenzern, der das irgendwie. Ich hab schon mal ein Bethesda-Spiel gespielt, ich weiß, was ungefähr mich da erwartet. Ja. Ich will Sci-Fi, verdammt nochmal. Ja, ich will es Hogwarts. Aber eigentlich kann man doch wirklich Star Citizen dann kaufen, oder? Ich meine, Star Citizen ist ja Simulation, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, okay, auch wieder. Und ich möchte auch nicht mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber Gregor, es waren relativ wenige JRPGs. God of War 1. So, ne? Es war, naja. Also eigentlich gar nichts. Relativ wenig, was so Japan. Mäßig. Es ist nicht besonders viel aktuell. Also viele von den großen Serien ist einfach nicht so super viel angekündigt. Und wenn, sind es so Remaster und Remakes von alten PSP-RPGs oder sowas, die noch kommen werden. Also nichts, was jetzt ganz, ganz oben in den Top-Listen sein wird. Ich glaube, wir werden auch noch zumindest die Ankündigung, weil ich es auch gerade gelesen habe, für einen neuen Larry-Teil nochmal. Oh, hier, warte mal, da noch eine Erwähnung. Ayuden Chronicles, das ist der Suikoden-Nachfolger, falls du es mal auf von den Suikoden-Leuten? Ayuden Chronicles. Wurde gerade auch mal genannt. Für alle möglichen Systeme wird es geben. Soll auch im Game Pass direkt sein, wenn es startet. Wurde über Kickstarter finanziert. Und das sieht aus wie ein HD, superschön aussehendes Suikoden. Ein bisschen wie Octopath haben sie den Stil gemacht, nur hübscher. Mhm. Meines Erachtens. Okay. Also bisher von dem, was man gesehen hat. Und arbeitet hier Iga nicht an einem neuen Nachfolger für Für Bloodstained? Für Bloodstained? Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob die das offiziell angekündigt haben. Weil das war doch dann im Endeffekt doch super erfolgreich. Ja, ja. Bloodstained ist doch, glaube ich, finanziell gut angekommen. Die haben es ja lange Zeit mit den Patches erweitert. Es kommt auch noch ein Outcast 2. Oh, das richtige Outcast 2 jetzt? Das richtige, stimmt, ja. Die haben den Trailer gezeigt vor einiger Zeit, ne? Ich meine, auch da, das ist für mich wie Beyond Good and Evil 2. Keine Ahnung, ob das einfach jetzt immer und immer wieder verschoben wird. Aber ich glaube, das könnte was werden. Ich habe nur das Gefühl, die haben zu wenig Geld. Und dann wird es halt nicht gut. So, Krogi, wir wären dann jetzt bereit für die du hast noch nichts gesagt, Wirt. Ach so, ich hatte vorhin gesagt, Hogwarts Legacy auf 3, Zelda auf 2 und God of War auf 1. Okay. Kann man machen, glaube ich. Eine Minute, sorry. God of War ist halt wirklich fast am Ende. Das ist eine sehr gute Idee. Toplica, ein Soul River Remake, das würde ich wirklich gerne machen. Soul River? Soul River. Ja, kennt das irgendwie? Ja, kenn ich noch. Kennst das? Der Typ, der Blau und Jünger, so. Ne? Legacy of Kane. Legacy of Kane gehört dazu, ja. Alles. Das ist ja eine Trilogie oder mehrere sogar, aber ich meine, allein die ersten drei Teile kannst du dir echt nehmen und die nochmal neu machen und in einer Grafik-Engine machen, weil das waren ja unterschiedliche. Es war ja Top-Down und dann Third Person. Und Alter, da könntest du sowas Geiles draus machen. Das ist so eine geile, epische Geschichte. Die Lizenz liegt bei Square, oder? Ja, ja, das ist ja ein Spiel gewesen. Ja, das Ding ist, die haben, glaube ich, immer wieder versucht, das Ding zu reviven. Also die Serie über die Jahre, das hat es mit die meisten gecancelten Spiele überhaupt, die dann irgendwo als Halbleichen auf irgendwelchen Ich kann mich erinnern, die hatten 2000, ich muss mir überlegen, auf einer Gamescom 2013 oder so ein Multiplayer-Spiel, so ein Spin-off zu dem Franchise rausgehauen. Ist, glaube ich, nie komplett erschienen. Es ärgert mich, aber ja, genau, Dino Crisis, Soul and Sacrifice hat gefehlt. Stimmt. Oh. Ja, sonst. Ja. Und das System Shock Remake, das kommt auch dieses Jahr. Salt and Sacrifice, heißt es Soul and Sacrifice? Salt and Sanctuary war der erste, Salt and Sacrifice ist der neue. Da habe ich nämlich auch richtig Bock drauf, weil ich schön mit Colin spielen dann, wie den Vorgänger. Da sind auf jeden Fall eine Menge auch Titel, die ihr jetzt noch nennt. Man Timesplitter kommt. Ist das eine Entwicklung? Das könnte cool sein. Okay, jetzt erwähnen wir es noch kurz. Ja, Gollum ist auch eine Entwicklung, aber ich muss sagen, Gollum sieht für mich nicht attraktiv aus. Gollum sah noch nie attraktiv aus. Ah! Oh, ich hab's Gollum war noch cool. Oder ist die Excel-Tabelle oder was? Ja, Mann, ich hab die Excel-Tabelle fertig. Ich habe schön gezeichnet, extra für euch. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Auch die Community. Könnt jetzt auf meinen Computer gehen, auf meinen Bildschirm und dann können wir uns das mal angucken. Gib uns mal die geile Tabelle. Show us. Komm. Gib uns, kommt uns. Baller rein jetzt, Regie. Wow. Alter, da geht's richtig. Guck's dir an, oder? Richtig schön. Ist das nicht geil? Oh mein Gott. Alter, das kommt, glaube ich, Zelda auf Platz 8. Epic. Epic as fuck. Also die Top 10 finde ich auf jeden Fall sehr schön. Wir haben auf dem 10. Platz. Sons of the Forest, 9. Platz. Baldur's Gate 3. Dann The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 auf dem 8. Starfield auf 7. A Plague Tale Requiem auf 6. 5 Stalker. Was ist da los? Stalker 2, Heart of Chernobyl natürlich. Und dann haben wir auf dem 4. Platz Horizon Forbidden West. Und jetzt das Treppchen, sorry Eddie, auf Platz 3 ist Elden Ring. Sorry, ist das super.
Auf Platz 2 ist God of War Ragnarök und nochmal sorry, Eddie. Ja. Auf Platz 1 ist Hogwarts Legacy. Community Voting. Vielen Dank, Community. Sehr nice. Und letzter Platz Suicide Squad. Mhm. Das kommt zu glauben. Von Rocksteady, die einst mal wirklich die Hoffnungsträger der Videospielindustrie waren. Aber können wir mal drüber reden, wie du das aufgeteilt hast? Es gibt dieses Subreddit Don't Dead Open Inside, was auf diesem Walking Dead Meme basiert, wo links Don't Open und rechts Dead Inside ist. Kannst du mal bitte noch mal deine Tabelle zeigen? Ja, die ist doch geil. Links 1, 2, 3, 4, 5 und rechts 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nein, ich bin total verwirrt. Ich erklär's dir. Geht drauf. Ich weiß schon, wie du kommst. Ja, ja, links. 1, 2, 3, pass jetzt, guck mal. Pass auf. Ich erklär's jetzt. Ja. Also erstmal sind's 25 Titel. Und das musste ich schön auf dieses Blättchen bekommen, ja. Jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch geil, wenn ich zwei Spalten A5 Titel habe. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, du siehst es. Rechts geht weiter mit 6, 7, 8, 9, 10. Die Top 10 sind das. Die Top 10 sind groß dargestellt und darunter gibt es jetzt die Abfalltitel, nämlich 11 bis 25. Abfalltitel. Das ist meine. Genau. Das fühle ich schon nicht mehr. So ist es. Und ich hab's sogar durchnummeriert für die Dullis. Jeder ja, das kann das nachvollziehen. Gut. Simon, was ist dein scheiß Problem? Ich mach das Spaß. Wollte mir nur auf deine Kosten, wollte ich mir ein Like abholen beim Chat. Bei ja, wollen die auch nicht? So. Du schuft du und ich habe Hilfe geschrieben. So, ist alles doch klar. Dafür einen guten Game 2 Beitrag. Vielen Dank für diese tolle Liste, Krogi. Hat sich gelohnt. Dankeschön. Danke. Ja. Ja. Vielen lieben Dank und ich würde auch sagen, das haben wir jetzt alles erledigt. Also Hype Games 2022, ihr habt's gesehen, eure Liste, unsere Liste. Wir haben gerade viel darüber gesprochen. Schaut ihr nochmal in Rocket Beans Supporters Club vorbei und schreibt dann nochmal gern in die Kommentare, welche Spiele ihr gerne 2022 sehen würdet oder hofft, dass sie noch kommen. Und ja, viel Spaß noch mit den weiteren VODs. Das war's heute erstmal mit dem Game Talk Spezial. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Auf bald. Viel Spaß mit 2022.